Hallo ihr Lieben, ihr seid hier bei den Alrix und bei unserem diesjährigen Halloween-Special. Schön, dass ihr da seid. Ich darf diesmal vorab nicht zu viel verraten, denn wir spielen heute einen Klassiker der Literatur- und Filmgeschichte, interpretiert und umgesetzt für ein Cthulhu-Pen-and-Paper-Szenario. Ein Szenario, das etwa 1933 irgendwo auf einer einsamen Insel spielen wird. Ihr vier befindet euch auf einem Dampfer, irgendwo um den Äquator, auf dem Weg nach Afrika. Wir nutzen für diese Geschichte das Pulp-Cthulhu-Regelwerk, weil es wahrscheinlich ohnehin wieder so dermaßen eskaliert, dass sich damit alle motiviert vorgetragenen Ideen umsetzen lassen sollten. Das Einzige, das jetzt im Vorfeld noch nötig ist, ist zu hören, wen ihr vier denn heute verkörpert. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Mag vielleicht der Lukas beginnen? Bin ich schon an der Reihe. Ja, Ravel, Tremete. Es freut mich sehr, in diesem erlauchten Kreis mutiger Menschen zu sein, die noch nicht wissen, was ihnen bevorsteht. Ich interessiere mich sehr für Abenteuerliches. Ich bin Händler. Ich reise um die Welt, ich habe schon sehr vieles gesehen und ich bin auch immer sehr froh, wenn ich andere an meinen Geschichten teilhaben lassen kann. Ich freue mich immer, neue, interessante Menschen kennenzulernen und deren Schicksale zu beobachten. Ja. Podrick, wer bist du denn heute? Mein Name ist Ernest Albert Fulfredder. Ich bin Erbe. Ich habe mein ganzes Leben lang vom Geld meines Vaters gelebt und habe mein Leben in Bibliotheken verbracht, um Wissen anzueignen. Das antike und okkulte Wissen fasziniert mich. Doch mit der Zeit habe ich festgestellt, dass ich habe mein Leben eigentlich nur hinter Büchern verbracht. Ich möchte hinaus und Abenteuer erleben. Ich möchte diese Abenteuer sehen, die ich in diesen Büchern gelesen habe. Und deswegen bin ich jetzt auf dem Weg, um ja Abenteuer zu erleben und auf dem Weg nach Afrika, um dort ein wenig Action zu erleben in meinen alten Tagen noch. Ah, scheinbar eine verwandte Seele. Scheinbar. Nur schade um ihr Schicksal. Lieben Dank, Ernest Forthweather. Marina, wer bist du denn heute? Ich bin heute Quinn Waterford und ich bin Erbin. Ich habe den Großteil meines bisherigen sehr jungen Lebens allerdings auf dem Landgut meines Vaters verbracht, wo ich sehr viel Zeit mit unserem Hundeführer George verbracht habe und ihm geholfen habe, die Hunde zu trainieren. Vielleicht hat er mir auch beigebracht, mit einer Flinte umzugehen. Und naja, da hat Papa mir irgendwann mal von seiner Afrika-Reise eine kleine Hyäne mitgebracht. Ed. Ed ist mein treuer Begleiter und ja, wir sind jetzt unterwegs auf unserer ersten großen Abenteuerreise nach Afrika. Du hast also eine Hyäne dabei. Genau, ich habe Ed dabei. Aber er ist sehr gut trainiert und hört aufs Wort. Die Hyäne namens Ed. Die läuft frei herum? Ja. Oh je. Yeah. Ja, ich bin heute Margaret. Meine Freunde nennen mich auch Maggie Sinclair. Ich bin Abenteurerin, seit ich denken kann. Als ich ein kleines Mädchen war, hat mich nichts mehr fasziniert, als draußen herumzustreifen, mit meinem Messer irgendwelche Sachen abzuhacken und mir was zu basteln. Und mein Opa hat mich immer dazu motiviert, rauszugehen und einfach wie immer das nächste Abenteuer zu suchen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich wusste, wenn ich weiterhin Abenteurerin sein möchte, dann muss ich Pilotin werden. Und das habe ich auch gemacht und bin dann als Pilotin um die Welt geflogen, um immer mehr Abenteuer zu erleben. Da habe ich dann meinen wunderbaren, leider verstorbenen Ehemann kennengelernt, den Nathaniel. Und jetzt bin ich auf der Suche nach weiteren tollen Artefakten, um ja vielleicht auch meinen Nathaniel eines Tages wiederzusehen. Okay, lieben Dank auch dir. Und ja, dann würde ich sagen, lehnt euch zurück und genießt mit uns nichts weniger als das diesjährige Halloween-Special. Viel Spaß! Wir beginnen unser Abenteuer in offenen Gewässern, irgendwo nahe des Äquators. Ihr alle vier seid Passagiere auf einem kleinen Dampfer,
der auf dem offenen Meer sichtlich seine Mühe hat und von der Mannschaft aber tapfer vorangetrieben wird. Im Bauch des Dampfers schaufeln vier Matrosen Kohlen in die glühenden, niemals satten Öfen. Auf der Brücke berät sich der Kapitän Robert Hemming mit seinem ersten Offizier Jack Madison. Beide kennt ihr. Und unter Deck sitzt ihr vier in einem sehr fein ausgestatteten Salon. Vom Salon führt eine Treppe nach oben an Deck und eine weiter runter, wo die Kabinen liegen. Die Besatzung des Schiffes, des kleinen Dampfers, besteht sonst nur aus vier Matrosen, die eben unten die Öfen am Brennen halten, und einen Koch, der mit dabei ist und euch bisher bekocht hat. Ihr sitzt in tiefen Polstersesseln bei Sherry, Brandy und den Resten eines Abendessens, das euch besagter Koch vor kurzem serviert hat. Ihr alle kennt euch, zumindest seit Anbeginn dieser Reise. Und mit euch in dem Salon ist auch eine Hyäne, die neben euch sitzt und an einem großen Knochen kaut. Ich hoffe, Miss Sinclair, Sie haben diese Kreatur unter Kontrolle. Mr. Forthwater, wir reisen doch jetzt schon fast über einen Monat zusammen. Und hat Ihnen Ed jemals etwas getan? Nein, noch nicht, aber er war auch noch nie hungrig. Ich kraule ihn, streichle ihm den Kopf. Aber, Sie sind doch abenteuerlustig. Es ist immer wieder sehr faszinierend und sehr amüsant zuzuhören, wenn Menschen über Abenteuer sprechen, die anscheinend noch nicht so viel Erfahrung mit Abenteuern gemacht haben. Nun, Mr. Forthwater war doch bereits in Ägypten, wie er den einen Abend erzählte. Ägypten. Was soll das denn heißen? Machen Sie mal die ganzen Sachen, die ich schon so gemacht habe, dann können wir über Abenteurer reden. Ja, dann zählen Sie mal auf. Ich bin unter anderem in Machu Picchu gewesen und habe in Peru mit diversen Schlangen gekämpft. Ich bin auf Berge geklettert, ich bin durch tiefe Flüsse getaucht, ich musste von rollenden Steinen wegrennen. Ich habe viele Artefakte gefunden, also die Liste ist ewig lang. Ich würde Sie wahrscheinlich bis zu unserer Ankunft noch damit erfreuen können. Das klingt ja überaus spannend. Ich hoffe, Sie können mal eine detaillierter zum Besten geben, wenn wir uns mal nach dem Abendessen zusammensetzen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin ja natürlich auch viel rumgekommen. Mit dem Flugzeug geht das ja recht schnell. Nicht so wie mit diesem Dampfer, mit dem wir ja schon, keine Ahnung, wie lange unterwegs sind. Aber sagen Sie, geht das überhaupt gut mit der fehlenden Tiefenwahrnehmung? Fehlende Tiefenwahrnehmung ist das, was man braucht beim Fliegen. Das erzählt Ihnen keiner, aber in Wirklichkeit geht es so viel besser. Nun, Mr. Forthwater, Papa hat Miss Sinclair hier nicht umsonst angeheuert. Sie ist die Beste. Ich habe nur gelernt durch meine Abenteuer, dass man vorsichtig sein sollte mit den Leuten, die angeblich angeheuert worden sind. Oh, haben Sie da einschlägige Erfahrungen gemacht, Mr. Forthwater? Ja, unter anderem. Man weiß ja nie, mit wem man sich so abgeben muss auf solchen Reisen und hinter was die in Wirklichkeit her sind. Ich meine, ich war als erstes hier auf dem Bord, ne? Mr. Forthwater. Und dann ist Miss Weatherforth gekommen. Interessant. Aber doch nicht so misstrauisch. Und es kommt so ein richtig lautes Knacken, weil Ed gerade den Knochen einmal komplett durchgebissen hat mit einem Haps, so ein Rapp. Graziöse Kreatur. Oh ja, das ist er. Ihr hört ein Räuspern. Dreht euch um und seht, an der Luke, wo es zum Salon reingeht, steht der Captain in bester Haltung, die Hände vor der Brust verschränkt. Ihr seht draußen, ihr habt zu Abend gegessen, es ist noch nicht dunkel, denn hier in diesem Breiten wird es sehr spät dunkel, aber es geht, ihr seht einen Sonnenuntergang über dem Meer und das Schiff schaukelt auf relativ ruhiger See dahin. Hin und wieder seht ihr draußen Felsen vorüberziehen. Der Captain steht am Eingang der Luke zum Salon. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir uns nun bis zur Hälfte im Sandor-Kanal befinden. Die Positionslichter sind gut auszumachen und wir erwarten eine ereignislose Nacht.
Die Abkürzung durch den Kanal führt uns an Sandor Island vorbei und danach werden wir bald die Küste jenes schwarzen und geheimnisvollen Kontinents erreichen, der die erfahrensten Abenteurer vor immer neue Rätsel stellt. Afrika. Solange wir dem Fluch trotzen können, natürlich. Captain, welcher Fluch? Oh, ein Seemannsgarn. Aber eins, das sich beharrlich in diesen Gewässern hält. Oh, kommen Sie, setzen Sie sich zu uns und erzählen Sie uns von diesem Seemannsgarn. Oh ja, nette lokale Geschichten sind immer nett. Oh, ich weiß nicht, also ich bin der Captain hier mit Verpflichtungen, wissen Sie? Mein erster Offizier stimmt gerade die Positionslichter mit der Karte ab. Das ist in diesen Gewässern sehr... Ach, setzen Sie sich doch zu uns, erzählen Sie uns eine nette Geschichte. Also... Bitte. Ja, gut, aber... Dieses Seemannsgarn, um was handelt es sich da genau? Sind Sie sich sicher? Also ich möchte Sie nicht beunruhigen. Es ist einfach nur ein Seemannsgarn. Mich beunruhigt gar nichts. Gibt es hier viele? Ihr hört eine weitere Stimme. Das ist kein Seemannsgarn. Und ihr seht, wie der Koch jetzt auch von unten heraufkommt mit einem großen Tablett, der eben kommt, um euch abzuräumen. Wie ist der Name des Kochs? Mr. Silver. Oh, das finde ich gut. Chester Fergan. Oh, schade. Ein Bekannter von mir heuerte auf der Almira an, sagte also so beiläufig, dass das Geschirr abräumt, die leeren Brandy- und Sherry-Gläser auf das Tablett stellt. Sie soll ebenfalls durch diesen Kanal gefahren sein, hat Afrika aber nie erreicht. Lassen Sie sich von Geschichten nicht einschüchtern, Mr. Fergan. Es gibt leider viele Dinge, die einer tapferen und aufrechten Besatzung hier draußen zustoßen können. Ach, Mr. Fergan, leisten Sie uns Gesellschaft. Erzählen Sie uns doch eine dieser interessanten Geschichten. Was ist mit dieser Besatzung passiert? Nun, das Schiff ist gesunken, aber ich bin sehr wohl der Überzeugung, dass der Captain uns alles darüber sagen kann, wenn er nur möchte. Und wenn er nicht möchte, dann steht es mir nicht zu, vorzugreifen. Ja, Captain. Der räumt weiter ab. Ach komm, Sie setzen Sie sich und ich... Setzen Sie sich doch beide zu uns. Ich gieße noch so ein Glas Brandy ein für den Captain und stelle es ihm hin. Ich bin der Captain dieses Schiffes. Ich sollte eigentlich nicht trinken. Einer ist keiner. Sag ich beim Fliegen auch immer. Nun, Sie haben das Schiff gechartert und bezahlen mich also. Sehen Sie. Auf Ihr Wohl. Mögen Sie alle finden, was immer Sie in Afrika suchen. Und er kippt ihn runter. Auf unser großartiges Abenteuer. Ein weiteres Abenteuer. Mögen wir finden, was das Schicksal bereiselt. Also, der Fluch von Sandor Island, so nennen manche Leute. Und wie manifestiert sich dieser Fluch? Die Insel ist in Privatbesitz, soweit ich weiß. Der Kanal führt daran vorbei. Das Gefährlichste in diesen Gewässern sind die Felsen, die viel zu nahe unter der Oberfläche sitzen. Das Gestein hier ist ausgesprochen rau und scharf. Auf der Insel gab es vor über 100 Jahren eine portugiesische Festung. Sie wurde niemals eingenommen, weil kein Schiff es ohne Kenntnis der richtigen Route auf die Insel schafft. Von damals hält sich die Geschichte des Fluches sehr hartnäckig, wie es oft der Fall ist. Was dahinter steckt, sind aber einfach nur eine raue See, eine unwegsame Route, Felsen und die fehlende Kenntnis davon. Sie reisen doch alle. War es nicht auch so, dass in Ägypten oft Grabmäler als verflucht gelten, wo dann andere Umwelteinflüsse eigentlich dafür verantwortlich sind? Nein. Da war jedes verflucht, ja? Tatsächlich, ich hörte von einem Pilz. Nein, der Pilz war nicht verflucht. Aber das Grab war verflucht. Ich habe gehört von Geschichten von einem anderen sehr reichen Kollegen von mir, der mit zwei Gefährtinnen dort Mumien gefunden haben soll. Oh, tatsächlich? Ja, die waren da eingesperrt. Schreckliche Sache. Aber die Geschichte habe ich auch gehört. Die erzählte sich ja. Nun ja, wenn Sie beide davon gehört haben, ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die entkommen konnten, oder? Haben Sie denn selbst einmal in so einem verfluchten Grab Zeit verbringen müssen? Ja, habe ich. Und ich bin entkommen. Aber es war verflucht. Das sage ich Ihnen. Sehr überzeugend, ja.
Ich möchte Ihnen nicht so nahe treten, aber auf Schiffen geschieht es oft, dass wenn eine Besatzung Schreckliches erlebt, dass danach die geschilderten Erlebnisse nun ja in dramatisierter Form dargestellt werden, da man sie in Notlagen in sehr viel höherer Intensität erlebt. Das kann gut sein, Captain, das kann gut sein, aber steckt nicht in jeder Geschichte auch ein Funke Wahrheit? Nun, jedenfalls ließ der Graf, dem die Insel gehört, Positionslichter an den Schlüsselstellen anbringen. Das ist ja gut. Dann können ja keine Schiffe mehr auflaufen, oder? Deswegen sagte ich auch, Sie sollen unbesorgt sein. Wir haben eine ruhige Nacht vor uns. Gott sei Dank. Noch eine weitere Nacht auf diesem Schiff. Aber sagen Sie, dieser Graf, ist er ein bekannter Adeliger? Kennt man ihn? Nun, ich denke nicht. Keine Ahnung, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ihn irgendjemand je gesehen hat. Er ist ein alter Mann, er hat sich hier auf diese Insel zurückgezogen. Sie gehört ihm. Vielleicht habe ich schon von ihm gehört. Wie ist denn sein Name? Graf Sandor. Graf Sandor. Einleuchtend. Bei Sandor. Einen sehr, sehr guten Freund. Der war Graf. Graf Saint-Germain. Aber das ist schon eine Zeit her. Oh, tatsächlich, ich glaube nicht, dass dieser Herr schon mal ein Gast auf meinem Schiff war. Nein, das denke ich auch nicht. Ihr hört dann noch jemand die Treppe zum Salon herunterkommen. Es ist ein etwas jüngerer Mann in einer weißen Uniform. Captain? Es ist der erste Offizier. Was fällt Ihnen ein, die Brücke zu verlassen? Sie sollten dort oben stehen. Captain, sind Sie sicher, dass wir die neuesten Karten haben? Ich glaube, die Positionslichter stimmen nicht mit der Karte überein. Was? Das kann nicht sein. Wir haben die neuesten Karten. Alles in Ordnung. Vielleicht sehen Sie sich das trotzdem kurz an? Er zupft seine Uniform zurecht. Selbstverständlich. Nun, es tut mir leid, dass unser Gespräch ein so jähes Ende findet. Danke für den Brandy. Lassen Sie sich nicht beunruhigen, die Herren, die Damen. Wir haben eine ruhige Nacht vor uns. Also ich sag's Ihnen, wie es ist. Immer wenn jemand sagt, seien Sie beruhigt, bin ich alles andere als beruhigt. Mr. Trimator, was halten Sie? Was wird uns zustoßen? Ich glaube, das Schicksal, das uns erwartet, ist nicht das, das wir erwarten. Könnten Sie vielleicht ein bisschen weniger rätselhaft sprechen? Also nein. Du hast eine Fähigkeit, die sich Hellsehen nennt, nicht wahr? Das ist richtig. Willst du darauf eine Probe ablegen? Das kannst du tun, um bestimmte Dinge zu erfahren. Das kostet dich 1W6 Magiepunkte. Und das muss zum Ziel eine bestimmte Person haben oder Ereignisse oder solche Dinge. Ach was, mach was gleich mal. Was? Auf was bezogen? Auf dich. Auf mich, danke. Danke. Oder nein, machen wir es aufs Schiff bezogen. Auf das Schiff auf bezogen. Schiff bezogen. Hast du es geschafft? Ja, der Gefühl 86. Sehr vage. Du kannst Glück ausgeben, wenn du möchtest. Manchmal ist das Glück mir wohlgesonnen. Doch momentan ist das Gefühl nur ein vages. Das unterstreicht Ihre Fähigkeiten nicht. Wir sind hier in einem Gebiet, wo es sehr gefährliches Gewässer gibt. Und der Captain ist gerade zum Steuer gerufen worden. Ich suche nach einer Schwimmweste. Okay. Denken Sie wirklich, das ist notwendig? Hier unten im Salon ist keine Schwimmweste. Möglicherweise unten bei den Kabinen oder oben an Deck. Ich gehe an Deck. Okay. Ihr seht, wie Mr. Forfeiter raufgeht an Deck. Du gehst die enge Treppe nach oben. Die für mich sehr eng ist, weil ich bin ein sehr korpulenter Korpus. Und bist dann an Deck, wo dir eine frische Abendbrise entgegenweht. Du siehst in der untergehenden Sonne tatsächlich rings um euch Felsen. Und in einer Entfernung siehst du die Umrisse einer großen Insel aus dem Wasser ragen, so mit Nebelfetzen verhangen. Du hörst das Schreien von ein paar Möwen, die über dem Schiff hinwegziehen. Der Dampfer liegt sehr ruhig im Wasser, das Schaukeln der Wellen ist hier oben etwas mehr zu spüren, hin und wieder zerschellen einige Wellen am Rumpf des Dampfers und hinter dir steigt sehr viel Dampf und Rauch auf.
Und hier oben, ja, da gibt es ein größeres Rettungsboot. Du siehst den Brückenaufbau, wo du durch ein Fenster den Captain und seinen ersten Offizier über einen Tisch gebeugt stehen siehst. Sie beide argumentieren miteinander, haben ein Vergrößerungsglas. Der Captain hat immer wieder ein Fernglas und sucht die Umgebung ab. Sehen sie panisch aus? Besorgt? Psychologie. Mhm, danke schön. Das habe ich nämlich auf 1. 24. Du müsstest eigentlich 10 Grundchance haben. Ah ja, stimmt. Ich hab Psychoanalyse. 14, ja, ich gebe 14 Glück aus. Du gibst 14 Punkte Glück aus. Okay. Wie sieht das für mich aus? Ja, die sehen besorgt aus. Vor allem der Captain sieht sehr besorgt aus. Und er scheint nicht zu finden, was er sucht. Das Rettungsboot, passe ich da hinein? Ja. Das ist da oben auf einem Masten montiert und möglicherweise könntest du es auch selbst zu Wasser lassen, falls es Sinn danach steht. Dann gehe ich wieder hinunter. Und oben ist auch eine Schwimmweste, ja, die findest du. Kann ich die mir runtergehen mitnehmen? Die kannst du nehmen, ja. Passt mir diese oder kann ich die nicht zumachen? Habe ich sie nur so an? Naja, das ist eine Einheitsgröße, also sie passt hier. Es reicht, dass ich so hineinschlupfe. Währenddessen seid ihr drei unten. Mr. Forfwetter ist nach oben gegangen. Der Koch hat alles fertig abgeräumt, verabschiedet sich von euch. Also, wenn Sie nichts mehr benötigen, würde ich die Küche jetzt schließen. Koch, warten Sie. Es schien mir so, als hätten Sie noch ein paar mehr Informationen zu dem ganzen Fluch und dieser ganzen Geschichte. Der Captain hat uns auch noch nicht alles erzählt. Ich bin mir sicher, Sie als so aufmerksame Person wissen noch ein bisschen mehr. Ja, ich weiß, dass Sandor Island auch die Schiffsbruchinsel genannt wird. Schiffsbruchinsel? Mhm. Das Wort auf Wort, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist... Denken Sie, wir sollten uns auch eine Schwimmweste besorgen? Wir sollten uns auch eine holen, ja. Dann lassen Sie uns auch an Deck gehen und schauen, dass wir uns auch... Das heißt, ihr beide geht auch rauf, während Mr. Forfwetter gerade herunterkommt mit einer offenen Schwimmweste. Okay, wer geht? Sie haben also eine Schwimmweste gefunden. Sie kommen schon. Sehr gut. Packen Sie alle Ihre Zeug ein, wir verlassen das Schiff. Wir verlassen das Schiff? Wohin wollen Sie es verlassen? Wir sind mitten im Wasser. Zur Insel? Sie wollen dorthin schwimmen? Nein, ich nehme mir das Rettungsboot. Also, Mr. Forthweather, können Sie sich einmal rumdrehen und wieder nach oben gehen oder bekommen Sie das rückwärts hin oder möchten Sie einmal geradeaus nach unten? Ich gehe auch dorthin und stelle mich dorthin in die Szene und beobachte das. Ich versuche es. Was muss ich würfeln? Geschicklichkeit und nicht von der Treppe zu kommen. Okay, du kannst Geschicklichkeit würfeln, ja. 64. Du kannst Glück ausgeben, wenn du möchtest. Es werden nur 4 Glück, aber ich möchte sehen, was passiert. Also ich sprint halt schnell hin und weil wir sehr stark sind. Okay, Forfwetter möchtest sie umdrehen, möchtest nach oben gehen. In dem Moment geht so ein richtig heftiges Schaben durch das Schiff. Es gibt einen Ruck und Forfwetter fällt nach hinten, die Stiegen runter. Danke, dass du meine Ehre gerettet hast. Auf euch zu. Ich springe zur Seite. Du kannst nicht zur Seite springen. Das ist denn nur so. Es ist der enge Gang. Ja, ich werde ihn auffangen. Ihr könnt ihn mit einer Probe auf Geschick oder Stärke könnt ihr ihn ich auffangen. Ich habe mehr Stärke. Ich versuche ihn geschickt umzulenken. 47, das ist geschafft. Ja, 91, das ist leider nicht geschafft. Okay, einer reicht. Ihr habt es geschafft. Ja, Mr. Forfwetter, verpassen Sie doch. Was war das für ein Geräusch? Maggie, was war das für ein Geräusch? Schiff, Metall, Steine, geschliffen. Gehen wir jetzt unter? Ja. Mr. Forfwetter, schnell, die Treppe hinauf. Ich eile, so schnell es geht. Okay. Ed, bei Fuß. Forfwetter ist der Erste nach oben, dann kommen Quinn Waterford und Sinclair und danach Mr. Ich gehe langsam die Treppen rauf. Hinter dir hörst du ein Knurren und eine große, sehr ungeduldige Hyäne ist plötzlich hinter dir. Oh. Ed, bitteschön. Lass mich vorbei. Springt an dir vorbei, an Deck. Ihr alle drei seid dann an Deck und auch ihr seht das Wasser, das Meer, die Insel.
die nun schon fast untergegangene Sonne. Oben an der Brücke einen hektischen Captain und ersten Offizier. Und gerade als ihr oben seid, hört ihr ein weiteres Quietschen und so ein Ächzen. Und irgend so ein Ruck geht durch das ganze Schiff. Hört sich immer noch nicht gut Mr. an. Mr. Forthweather, wo haben Sie die Schwimmweste gefunden? Die hängt da immer an der gegenüber der Reling. Lassen Sie uns eine nehmen. Mr. Ravel, könnte ich Sie bitten, mir helfen, das Beiboot runterzulassen? Aber natürlich, Bester, mein Bester. Und dann merkt ihr, dass der Motor stockt hinten und dass eine sehr große Dampfentwicklung geschieht. Ich glaube nicht, dass das so gehört, oder? Captain, irgendwas scheint mit Ihrem Motor nicht in Ordnung zu sein. Er sieht sich um, sieht, dass ihr draußen seid und deutet euch nach unten. Und dann betätigt er irgendetwas und so eine Sirene ertönt am Schiff. Was hat das jetzt mit dieser Sirene auf sich? Und dann hört ihr die Stimme des Captains durch Sprechrohre, die angebracht sind, unten und oben. Wir haben ein Leck im Maschinenraum. Begeben Sie sich nach unten und verhalten Sie sich ruhig. Ich wiederhole, begeben Sie sich nach unten und verhalten Sie sich ruhig. Okay, ein Leck im Maschinenraum. Nun, meine mutigen Kollegen, es ist dann Ihnen zu entscheiden, ob wir dem Captain folgen sollen oder uns wagemutig, mutig mit dem Boot in die Wellen stürzen möchten. In einem sinkenden Schiff unter Tage zu gehen, ist gefährlich. Das würde ich nicht empfehlen. Dann ich helfe Ihnen bei Okay, ihr beide lasst das Rettungsboot runter? Ja. Ich würde mir das ganz kurz ansehen. Vielleicht ist dieses Schiff nämlich doch noch zu retten. Und bevor ich mich in dieses kleine Beiboot mit diesen beiden Herren hier quetschen muss, hätte ich gerne das große Boot noch intakt gebracht. Nun, ich folge nur der Mehrheit. Okay. Ich denke, ich bleibe hier oben. Margaret Sinclair läuft nach unten. Währenddessen sieht der Captain, dass ihr das Rettungsboot unbefugterweise zu Wasser lasst. Und er springt raus. Läuft von der Brücke runter. Was tun Sie denn da? Was tun Sie denn da? Du läufst runter und bist im Salon und fängst augenblicklich an zu husten, als so von den Kabinen unten so ein richtig dicker Qualm dir entgegenkommt. Und in diesem Qualm bewegen sich Personen. Und du siehst zwei Matrosen von unten die Treppe raufkommen mit nassen Lappen vor dem Mund und einer schreit, Feuer, Feuer, wir brennen, der Druck im Dampfkessel ist zu hoch. Okay, das kann selbst ich nicht mehr reparieren. Oh, okay, kommen Sie schnell rauf, ich helfe Ihnen und ich reiche Ihnen die Hand und hole Sie mir zu. Okay, währenddessen, der Captain hat euch erreicht, was tun Sie denn da? Captain, ich entschuldige mich, ich muss das Boot verlassen, ich möchte überleben. Gehen Sie von den Rettungsbooten weg, das ist ein Befehl. Haben wir gehört, dass es Feuer gibt? Nein, noch nicht, ihr seid oben. Aber während ihr mit dem Captain, während der Captain euch anschreit, wenn du dann gleich wieder raufläufst, ja, Miss Sinclair, seht ihr, wie Sinclair raufkommt, hinter ihr zwei komplett verrußte Matrosen hustend und einer schreit, Feuer, wir brennen, der Druck im Dampfkessel, der das Dampfkessel. Das ist nicht zu retten. Verdammte Mist, schneller, schneller, lassen Sie es zu Wasser, lassen Sie es zu Wasser. Captain, es war mir eine Ehre. Die das Schicksal für uns vorgesehen hat. Er dreht sich dann um, macht seinem ersten Offizier irgendwelche Zeichen und läuft dann runter. Runter unter Deck und reißt einem der Matrosen den Lappen von dem Mund weg. Geben Sie mir den Lappen! Captain, ich würde das nicht machen! Fangen und ich. Er rührt sich nicht mehr! Und der Captain ist weg. Der Captain geht immer mit dem Schiff unter, wissen Sie das nicht? Währenddessen. Lasst ihr das Rettungsboot fertig zu Wasser. Es gibt ein Platschen und das Rettungsboot ist unten. Los, steigen Sie runter. Ich springe in das Rettungsboot. Ich springe mit rein. Ed springt mit. Ich begebe mich langsam und graziös in das Rettungsboot. Ihr geht runter in das Rettungsboot. Ist noch vielleicht irgendjemand, den ich auch noch mit retten könnte? Im Moment, die beiden Matrosen, die springen auch sofort mit euch, die verrußten Matrosen, mit euch ins Rettungsboot. Über euch ertönt immer noch die Sirene. Und während ihr reinsteigt, gibt es eine Explosion unter euch. Puh, oh meine Güte, ja. Ich bin mir ganz sicher, das war der Kessel. Ihr werdet zur Seite geworfen und das Schiff steigt etwas an
und sinkt dann sehr schnell nach unten, wobei es in der Mitte zu so einer Mulde zusammensackt. Macht bitte eine Probe auf Geschicklichkeit, um rechtzeitig in das Rettungsboot zu kommen. Schwieriger Erfolg. Oh, das gibt's doch gar nicht. Normaler Erfolg. Ich hab's. Normaler Erfolg. Nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft. Ich kann nicht das nicht schaffen. Ich kann nicht mit. Ich hab die Rettungsversagen, ja. Ed hat es auch geschafft. Du nimmst 1W3 Punkte Schaden. Und fällst dann sehr ungalant ins Rettungsboot. Okay, das heißt ein Schaden, gell? Mhm. Während ihr anderen es geschafft habt. Mein Arm. Okay, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin nur abgerutscht. Zeigen Sie mal, es gibt einen hässlichen blauen Fleck, ja, aber. Ist nichts weiter. Rede Schramme erzählt ein weiteres Abenteuer. Über euch gibt es mehr Rauch- und Qualmentwicklung. Im Schiffsbauch ächzt es. Und irgendwo reißt etwas. Und dann realisiert ihr, dass der Rumpf bereits von der Explosion des Kessels wahrscheinlich auseinandergerissen wurde. Und in der Mitte sinkt das Schiff immer weiter ein. Und durch dieses Ächzen und Reißen, das durch das Schiff geht, bricht es richtig in der Mitte auseinander. Also es beginnt von unten nach oben auseinander zu brechen. Zu biegen und zu quetschen. Wir müssen rudern, weg von dort, sonst werden wir nur mit eingesogen. Der Sog nimmt uns mit. Es tut mir außerordentlich leid. Das ist wahrscheinlich nur meine Schuld. Wieso sollte das Ihre Schuld sein? Immer wenn ich reise, stürzt irgendwas ab oder sinkt irgendetwas oder geht irgendetwas zu Bruch. Gut, dass Sie uns das jetzt erzählen. Ich glaube, Sie haben einfach nur verdammt viel Pech. Geben Sie sich doch nicht selbst die Schuld. Glauben Sie das? Ich bin verflucht. Ihr müsst richtig laut reden, denn das Einzige, das immer noch intakt ist, ist die Sirene, die immer noch schrill in euren Ohren hallt. Nun, dem möchte ich nicht widersprechen. Können wir schneller rudern, damit wir hier wegkommen? Ihr rudert, das Schiff sinkt in zwei Teile gebrochen und was ihr noch seht, ist der erste Offizier in seiner weißen Uniform, der von der Brücke runter ist, sich an der Reling festhält und euch zuschreit, während ihr mit dem Rettungsboot wegpaddelt. Und auch schreiend winkt, so ein bisschen von Dampf eingeschlossen. Wir können nicht einfach. Warten Sie, rudern Sie nicht. Kommen Sie her, guter Mann, kommen Sie her. Hat jemand von euch Steuern Boote? Nein. Ich steuern Flugzeug. Okay, dann habt ihr. Die Grundschuss von 1%? Kann ich einfach ins Wasser springen und ihn retten? Das kannst du. Er ist noch oben am Schiff. Er ist noch nicht ins Wasser gesprungen, kannst natürlich ins Wasser springen. Springen Sie runter! Springen Sie! Ich rette Sie! In dem Fall seht ihr, wie euer Boot weggetrieben wird. Ihr habt es nicht wirklich unter Kontrolle. Es wird von dem Sog mitgerissen und weggedrückt vom Dampfer. Ihr ruft dem ersten Offizier zu, dass er springen soll. Er sieht kurz panisch zurück, von Qualm eingeschlossen und sieht dann zu euch und springt ins Wasser. Okay. Ich mache jetzt eine Probe auf Schwimmen für ihn, ob er wieder auftaucht, denn da entsteht ja auch. Ich kann ein bisschen schwimmen, ja. Ein Sog. Er ist im Wasser. Und ihr seht das Wasser. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Aber er taucht nicht wieder auf. Survival of the fittest. Nein, das können Sie doch nicht machen. Ich werde es versuchen und ich springe ins Wasser. Okay, gib mir bitte eine Probe auf Schwimmen. Let's go. Ja. Das ist jetzt 59, gell? Mhm. Willst du Glück ausgeben? Das wäre 19 Glück. Die gute Frau, die wird nie wissen, wie tief sie tauchen muss. Ich mache heute mal verrückte Sachen. Ich gebe das aus. Maggie Sinclair reißt sich die Schwimmweste von der Brust, den Hut runter, springt an den Rand des Rettungsbootes, an der Reling hoch und springt so richtig schön mitten im Köpfle ins Wasser und ist weg. Denken Sie, sie schafft das? Ich salutiere schon mal. Du schwimmst und schwimmst durch das kalte, dunkle Wasser, siehst kaum etwas. Mach bitte eine Probe auf Orientieren. Oh, verdammt. Vor allem, ich habe ja nur ein Auge. Orientieren. Oh, aber das habe ich wenigstens viel. Come on, tui, tui. Oh, das gibt's gar nicht. 78.
ja, ich habe die durch mein fehlendes Auge und die fehlende Tiefenwahrnehmung habe ich mein anderes Auge so arg trainiert, dass ich mit dem einfach quasi so den Adler Unterwasserseeblick habe. Du möchtest die Probe forcieren? Ja, ich will nicht so viel Glück ausgeben, Mann. Was hier sie? Wen rette ich jetzt überhaupt nochmal, den ersten Offizier? Sicher den Urunnötigen. Yay. 4. Boah, Gott sei Dank, okay. Mein Leben, hey. Ja. Du hast dir die Stelle sehr gut gemerkt, schätzt das sehr gut ab, wo er ungefähr sein müsste, ziehst Zug um Zug durch das kalte Wasser und dann hast du ihn. Dann hast du ihn und du merkst, er ist bei Bewusstsein, er strampelt herum, aber scheint irgendwie die Orientierung zu verloren zu haben. Muss er rauf, muss er runter. Du packst ihn und ziehst mit ihm hoch und durchstößt die Wasseroberfläche. Direkt bei dem Dampfer, wo du siehst, dass der in der Mitte jetzt richtig vollgesogen ist, richtig schon unter Wasser ist und beide Enden so nach oben steigen und beginnen nach unten zu treiben. Das Rettungsboot wird weiter weggedrückt. Du siehst es noch, kannst dich umdrehen und zum Rettungsboot schwimmen. Reichten Sie mir ein Ruder! Mach bitte einen Glückswurf für mich. Ich wollte gerade sagen, haben wir ein Seil hier drin liegen? Ja, oder sonst ein Ruder? Oder so ein Schwimmreifen? Zum Anbinden müsste ein Seil im Boot liegen. Ich habe einen 16. 16? Ja, oder 16, okay. Ja. Okay. Du packst ihn in einen guten Griff und schwimmst zurück zum Boot und kommst beim Boot an. Helfen Sie mir! Mein Hut bitte! Aber natürlich. Das war ganz schön mutig. Ihr hieft zuerst den ersten Offizier rauf, dann folgt Miss Sinclair. Und gerade als du fast aus dem Wasser bist, passiert noch was. Streift dich etwas am Fuß. Etwas sehr Raues. Es ist dann weg und du bist aus dem Wasser. Aber ich bin jetzt schon im Boot, ja. Okay. Mich hat gerade noch irgendwas an meinem Bein gestriffen. Sehen Sie etwas im Wasser? Ich halte Ausschau. Probe auf dem Bogen, das erkennen wir, das? Ich gucke auch ins Wasser. 33 geschafft. 11. 55 geschafft. Du siehst, wie ein ganz kurz so die Flosse, kurz unter Wasser ein Hammerhai das Schiff umkreist. Haie! Es sind hier Haie in dem Gewässer. Haie! Oh, da haben Sie aber ganz schön Glück gehabt gerade. Oh Gott, vielen Dank. Er beugt sich vornüber, beginnt zu husten und er bricht an Wasser. Vielen Dank. Klopf ihm auf den Rücken. Das Schiff da, wo ist der? Der Captain und die anderen. Nun, wir sind hier wohl die einzigen Überlebenden. Mit euch sind noch zwei Matrosen, komplett voller Qualm und mit Ruß verschmiert. Im Schiff, der Schreck steht ihnen in die Glieder geschrieben. Hier sind nur Hurton und Edwards, die anderen. Die schütteln beide den Kopf. Und hinter euch hat sich das Schiff so richtig nach unten geneigt und die zwei Seiten so richtig fast schräg nach oben und sinken einfach. Und dann, wir sollten auf die Insel. Vielleicht kann uns dieser Graf einen Funkspruch absetzen. Auf die Schiffbruchsinsel? Ja, da gehören wir hin. Wir sind Schiffbrüchige. Das ist eine schräg und scharfe Logik. Oder gibt's hier eine andere Insel in der Nähe? Nein, ich hörte, dass ein Graf die Festung, die dort steht, gekauft hat. Der kann uns wahrscheinlich helfen, hoffe ich. Das haben wir auch gehört, das hat der Kapitän auch erzählt. Dann lasst uns dorthin rudern. Ich schnapp mir das Ruder. Ich helfe. Der erste Offizier richtet sich ein bisschen auf, fasst sich wieder etwas und sieht auf die Reste des Dampfers, die das Meer jetzt verschluckt. Während ihr wegrudert zur Insel. Schiffe. Von Schiffen kommt nichts Gutes. Vor euch liegt ein Gebiet, wo wirklich sehr viele Felsen, zackige, scharfkantige Felsen rausragen, teilweise nur unter Wasser, teilweise hoch, teilweise sind sie wie Sandbänke zu so fast schon so kleinen Erhebungen mitten im Wasser, wo man sich draufsetzen könnte. Ihr bräuchtet eine Probe auf Steuern Boote, um da durchzukommen. Ich würde gerne mich vorne an den Bug stellen
Mit einem Fuß so ganz nach vorne und Ausschau halten und Anweisungen geben, jetzt nach links, jetzt nach rechts, sodass wir den Steinen halbwegs ausweichen können. Das, würde ich sagen, ist ein Bonuswürfel auf die Probe. Ich glaube, wir haben alle 1% auf Steuernboote. Oder hat jemand mehr? Die Matrosen vielleicht? Die Matrosen vielleicht? meine Herren, ich denke, Sie kennen sich am besten mit Booten aus. Vielleicht übernehmen Sie die Ruder. Nun, Sie müssen verstehen, wir sind reich. Und Sie nicht, also bitte. Ja, Sie haben recht. Der erste Offizier Jack Madison scheint wieder in seine Rolle zu finden, richtet sich auf. Orton Edwards, an die Ruder. Bringen Sie uns zur Insel. Ja, Sir. Sie haben Steuernboote 50%. Ich mache eine Probe. Mit einem Bonuswürfel, weil Mr. Forfeder Anweisungen gibt. Das ist eine 31 mit dem Bonuswürfel. Wobei ich mir fast denke, es müsste eigentlich einen Minuswürfel geben, wenn Mr. Forfeder. Hey! Hey. Na, gib uns eine Probe auf Orientieren, damit wir das richtig abgehandelt haben. Oh! Schwierig. Ja, okay. Ja, er macht das wirklich gut. Also, er hat einen Blick aufs Wesentliche und gibt sehr gute Anweisungen, wo die Felsen sind. Und ich kann Untergebene anweisen. Und tatsächlich seht ihr den dunklen Umriss der Insel unter Sternen, klarem Nachthimmel. Die Dunkelheit ist mittlerweile aufgezogen. In der Ferne blinken noch einige Positionslichter, die auf verschiedenen Felsen angebracht sind. Ihr habt geschätzt etwa 2 Kilometer vor euch, die beiden Matrosen, Orton und Edwards, rudern. Ich nutze diese Zeit und mache ein kleines Erholungsnickerchen. Nun, Mr. Rivera, wo liegt denn Ihre Expertise, wenn es ums Überleben geht? Nun, ich habe überlebt. Dank was? Dank meiner Ruhe. Und dank meiner Intuition für das, was da kommen wird. Und können Sie uns sagen, was uns erwarten wird? Kann ich auf die Insel Heldin würfeln? Wenn du wieder 1W6 Magiepunkte ausgibst. Nicht viel besser als vorher. Ich werde wieder mal gute Würfel haben. Würfel darauf. Nicht geschafft. Aber... Du gibst Glück aus. Ah, ich gebe Glück aus. Okay. Oh, sehr gut. Weil tatsächlich habe ich. Wie viel Glück gibst du aus? Zu viel. 24. Okay. Tja. Einfach auf die Insel. Ja. Du spürst großes Unheil, das dich auf der Insel erwartet und das diese portugiesische Festung umgibt. Wenn das jetzt alles ist, wofür ich 24 Glück ausgegeben habe, komm, okay. Gib mir mehr. Okay. Du siehst dich selbst. Eine mögliche Zukunft. Ja, du siehst dich selbst. Ich liebe mögliche Zukunft. In einer hügeligen Landschaft gehen, hochgewachsene Gräser zur Seite streichen, Höhlen in den Hügeln und dann blitzschnell kommt etwas Riesiges aus dem Gras auf dich zu. Es ist ein gigantischer Gorilla, der dich umschmeißt, mit seinen beiden Händen auf deine Brust trommelt, sich dann umdreht und dich am Knöchel packt und mit sich zieht in eine der Höhlen. Nun, ich kann Ihnen versichern, das, was auf dieser Insel auf uns zukommen wird, wird seinen Tribut fordern. Aber weil Sie mich gefragt haben, wie ich überlebt habe, ich habe dadurch überlebt, dass ich Dinge, die auf mich zukamen, dass ich diesen Dingen entgangen bin, sehr bewusst. Manchmal hat es dann andere getroffen. Naja, das klingt nicht sehr beruhigend für mich, aber... Dann geht ein Ruck durch euer Boot, ihr landet an einem kurzen Sandstrand an und vor euch seht ihr die Umrisse einer Steilklippe, die sich von diesem Strand gerade nach oben erhebt, Nebelfetzen hängen darüber, die vereinzelten Wipfeln von tropischen Bäumen ragen daraus hervor
Und ihr könnt aus dem Boot hüpfen ins Wasser und die letzten paar Meter an diesen Strand stapfen. Ihr habt hier eine Karte und seid in etwa hier. Ich schaue nach rechts und schaue nach links. Kann jemand von Ihnen abschätzen, in welche Richtung diese Festung liegt? Ihr seht, die Steilklippen sind an der niedrigsten Stelle etwa 4 Meter hoch. Darüber, an einer Landspitze, seht ihr Licht. Licht, das die Umrisse einer steinernen Festung beleuchtet. Es kommt aus einigen Fenstern und wohl auch von Fackeln. Da hinten scheint Licht zu sein. Nun ja, dort an dieser Stelle, da könnte man die Klippen vielleicht sogar hochklettern. Ich möchte gerne die Klippe hochklettern. Okay. Und schauen, ob ich dann oben irgendwas finde, was ich vielleicht... Es wäre eine Probe auf Klettern. Oh, Klettern. Ich dachte, vielleicht ist das ein bisschen... Ich sehe das nicht. Ich wollte mit der Augenklappe noch viel dramatischer. Hey, 50, let's go. Ja, 26. Okay, du gehst hin, kletterst nach oben und siehst dann etwas mehr. Du siehst, die Festung steht auf einer schmalen Landzunge im westlichen Teil der Insel. Der Ausläufer fällt zur See hin in etwa bei der Festung 12 Meter hohen Steilklippen ab. Das Grundstück ist von einer hohen Steinmauer umgeben. Aus der Mauer ragen oben eiserne Spitzen heraus, die wirken sehr alt. Und vor dir siehst du einen Weg, der zu dieser Festung führt. Ich kann hier oben einen Weg zur Festung sehen und auch generell sehr viele Details der Festung. Sie ist von einer großen Mauer umgeben, scheint aber bewohnt, weil viele Fackeln und Lichter. Ich werde mich mal kurz noch umsehen, ob ich hier irgendetwas finde, was man vielleicht als Kletterhilfe nutzen könnte. Bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Hinter dir, wenn du dich umsehst, siehst du in der Dunkelheit einen Wald. Wir sind hier am Äquator, das heißt, es ist ein Dschungel, eher so richtig tropischer Dschungel. Und in den Bäumen des Dschungels gibt es auch Lianen, die dort hängen. Hier geht's ein paar Lianen, wollen wir es damit versuchen? Versuchen Sie es. Okay, ich gehe zur Richtung Dschungel. Okay. Und möchte ein paar Lianen holen. Du gehst nachts rein in den Dschungel. Ich bin Abenteurerin. Gehst rein. Dort ist es ziemlich laut, in diesem Dschungel von Insekten und so weiter. Du hast keine Lichtquelle bei dir, nehme ich an. Das bedeutet, es wird sehr schnell sehr, sehr dunkel. Mach bitte eine Probe für Orientieren. Ich hätte eine Hyäne mitnehmen sollen. Die muss auch erstmal die Klippe hoch. Ja, die hätte kann der so hochspringen? Kann der so hochklettern? Nee, bei denen kann man... Scheiße. Der kann 70 springen. Das ist echt blöd. 84 habe ich nur. Du gehst ein paar Schritte rein und merkst, es ist zu dunkel, um hier weiterzukommen. Ich möchte das forcieren. Ich taste mich ein bisschen rum und ich erfühle die Bäume und ich kann mich so ein bisschen orientieren. Okay, das ist nicht der Baum, der mit diesen Lianen hat, sondern... Komm mal, bitte. Ja, 53. Du gehst trotzdem weiter rein, wartest, bis dein eines Auge sich an die Dunkelheit gewöhnt hast, tastest dich voran. Und ja, hier gibt es jede Menge Lianen in Bäumen. Du kannst dran ziehen, dich ein bisschen dranhängen und findest durchaus nach einiger Zeit ein dickes Exemplar, das auch lang genug ist. Du müsstest es halt irgendwie vom Baum kriegen. Natürlich habe ich als Abenteurerin immer ein kleines Messer mit dabei. Gebe ich dir. Das ist Standard-Ort-Ding. Das ist natürlich mit dabei. Du müsstest irgendwie hochklettern an diesem Baum, dass du eine Liane von oben runterschneiden kannst. Dann kletter ich auf diesen Baum und schneide diese Liane jetzt runter. Vielleicht doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. 84. Ich forciere es, indem ich das Messer nehme und damit versuche, mehr Grip an den Baum zu bekommen, damit ich mich so ein bisschen hochziehen kann. Okay. Damage incoming. Nein, 49 hat geklappt. Nicht geschafft? Doch, ist geschafft. Oh. Warte, wo war ich nochmal klettern? Drüben, ja.
50, ja. 49. 50 habe ich. Okay. Du forcierst auch das. Es ist ziemlich schwierig in der Finsternis. Du rutschst ein paar Mal ab. Die Rinde ist feucht, ein bisschen Moos bewachsen. Einmal greifst du zu einer Liane, denkst, scheiße, Schlange. Greifst nicht hin, kehrt das an der anderen Seite vorbei, lässt diese zischende Giftschlange an dir vorbeigleiten. Welche Giftschlange? Und schneidest die Liane ab, lässt dich wieder zu Boden und hast dann ein gut 6 Meter langes Stück dicker Liane. Das kannst du aufrollen um die Schulter, mit dem kannst du zur Küste und ihr seht dann, dass plötzlich eine Liane runtergeworfen wird. Bitteschön, greift danach. Vielleicht Miss Waterford zuerst. Ja, natürlich. Mhm. Bedeutet das jetzt regeltechnisch ein Bonuswürfel? Hältst du die Liane? Ich denke schon. Oder ich schaue mich zuerst um, ob ich irgendwas sehe, wo ich sie so rumwickeln kann, damit das so ein Gegengewicht hat. Ich würde sagen, das findest okay. du hier oben, ja. Perfekt, dann mache ich das nämlich so. Und ich halte sie aber trotzdem. Hältst du es dann und dämmt sich so dagegen und sind ein paar Windungen genau, drüber. Ja, genau. Verstehe. Ja, das hält. Ihr bekommt einen Bonuswürfel. Auf Klettern? Klettern, ja. Oder dürfen wir statt dem Bonuswürfel Geschick einsetzen? Nee, das ist Klettern. Eine 16, das ist mit Bravour geschafft, schwierig. Let's go. Okay. Kommen Sie, Miss Waterford. Das haben Sie gut gemacht. Kann meine Hyäne so springen? Also es gibt ja so Videos von Hunden, die so krass hochspringen, die sich so an der Wand dann so halb hochlaufen. Was hat sich deine Hyäne denn für Fertigkeiten? Der hat Springen 70. Okay, ja, dann deswegen mach eine Probe für Ed auf Springen. Gucken wir mal. 99. Hat die Hyäne Glück? Du darfst der Hyäne dein Glück geben. Ich glaube, da darf der Hyäne mein Glück geben. Wow. Ich forciere es für die Hyäne. Okay. So, Ed, wir haben das trainiert, du kannst das. Und ich pfeife nochmal ganz schrill. Death incoming. 97 Euder. 97. Scheiße. Ich glaube, diese Hyäne Nein. haben sie nicht ganz okay. so gut trainiert. Die Hyäne springt, rutscht ab, nimmt Anlauf, als du sie ermutigst und ihr den Befehl gibst. Probiert sie nochmal, springt von einem Fels zum anderen Felsen, schafft es trotzdem nicht, hält sich dann mit dem Maul an der Liane fest und beißt die Liane einfach durch. Oh, Scheiße. Und fällt mit der Liane im Maul zurück auf den Boden und nimmt dabei 1W3 Punkte Schaden. Das kommt um die Liane, wie ich so ja, hart dann kriegt dann Ed rollt sich gekonnt ab und kommt wieder auf all seinen Vieren und guckt dann so treu doof nach oben. Die Zunge hängt so an der Seite raus und er jault ein bisschen. Die Liane. Sie wissen gar nicht, was ich auf mich genommen habe, um die hierher zu bringen. Ich sehe nochmal im Rettungsboot nach. Vielleicht gibt es dort noch ein Seil. Glückswurf? Glückswurf, ja. Genau um einen Punkt geschafft. Okay. Da gibt es ein Seil, an dem ein Rettungsring hängt. Und das kannst du so nehmen. Ich glaube, ich habe hier ein passendes Seil. Warum haben wir das nicht vorhin eigentlich schon entdeckt? Weil ich wahrscheinlich die 70 habe und ihr nicht. Werfen Sie den Ring hoch, dann können wir das Seil hier oben anbinden. Oh, das ist eine gute Idee. Werfen? Das wäre werfen. Platsch! Nein, nicht ins Wasser! Geben Sie es den Matrosen. Dann sollen wir Ihnen helfen, Herr Vorfetter? Der erste Offizier steht neben dir, Jack Madison. Der musste irgendwas können, dafür, dass ich ihn gerettet habe. Vielen Dank, Matrose Nummer 1. Hier haben Sie. Ich bin der erste Offizier. Bitte sehr, ich bitte darum, helfen Sie mir. 56, das ist nicht geschafft. Wir sind hier mit sehr unfähigen Menschen unterwegs. Habe ich natürlich ganz leise geflüstert. Ich kann natürlich mein Glück auch. Oh. Oh. Ich nehme das Seil. Ja. Geben Sie hier. Und ich versuche das Seil mit meinen Gedanken nach oben steigen zu lassen. Okay. Oh. 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 Ich gebe fucking Glück aus. Ich will jetzt einfach 72. Ich will jetzt da hoch. Okay, das kostet dich einen Magiepunkt. Okay.
Und dann beginnt der Schwimmreifen plötzlich von selbst nach oben zu schweben. Wie funktioniert das? Das sehen Sie auch, oder? Ja. Und bleibt direkt vor euren Füßen liegen. Mr. Trimetz, was können Sie da? Sie haben den Reifen hier hochfliegen lassen? Ich? Ja, Sie haben ihn mir aus der Hand genommen und haben das dann getan. Wieso haben Sie sich einfach gleich mit Mr. Vorfelder hochfliegen lassen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Egal, wir haben jetzt diesen Reifen hier. Ich gehe nochmal zu dem Ding, bind das rundherum und ja. Wir beide stemmen uns dagegen. Okay. Ja. Ich denke, diesmal springt Ed zuletzt, nicht, dass wieder so etwas passiert. Ja. Klettern Sie hoch! Mr. Offizier? Ich mache einen Wurf für die drei zusammen. Haben Sie geschafft? Perfekt. Also die beiden Matrosen gut, und der erste Leute Offizier bei uns oben sind, die dann helfen. Klettern hoch. Jetzt seid ihr so viele oben, dass ihr quasi auch das Seil nehmen könnten, quasi, wenn sich jemand festhält, den einfach raufziehen. Okay. Das würde euch die Kletternprobe ersparen, wenn ihr Mr. Morrell, können Sie nicht Ed hochnehmen und mit ihm sich dann raufziehen lassen? Die Hyäne wiegt 65 Kilo. Du möchtest eine Stärkeprobe. Ein starker Tipp. Naja. Gleich wie du. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Hund. Ich kann es probieren. Ich kann für nichts garantieren. Nein, ich fürchte. Ist mir zu schwer. Ja, du nimmst die Hyäne, Ed springt dir in die Arme, du klick. Brichst ein. Oh. Ed denkt immer noch, er ist ein Welpe. Manchmal. Nein. Binden Sie das Seil um die Hyäne und wir ziehen sie hoch. Stimmt, ich binde das Seil um den Hals. Nein, nicht um den Hals, um seinen Körper. Oh. Wir wollen das Tier doch nicht strangulieren. Okay. Ja, da braucht ihr keine Probe, ihr seid jetzt genug oben. Ihr zieht die Hyäne rauf. Sehr gut, ich befreie ihn. Das hast du gut gemacht. Was? Was hat er gut gemacht? So, und jetzt noch Isibar. Er hat sie nicht gebissen. Kommen Sie hoch. Wollt ihr klettern oder wollt ihr euch auch so raufziehen? Ich will es eigentlich raufziehen. Ich kann nicht klettern. Okay. Okay. Auch ihr beide hängt so drin. Ja. Und werdet raufgezogen. Puh, Mr. Forthwether, puh. Ja. Ich bin eine einnehmende Persönlichkeit. Ja, in der Tat. Das beschreibt es ganz gut. Nun, gehen wir zu dieser Festung und ich hoffe, man empfängt uns. Wohlgesonnen. Ihr geht, die beiden Matrosen und den ersten Offizier im Schlepptau, den Weg entlang zu dieser Festung. Auch ihr seht, das Grundstück ist von einer gut 2 Meter hohen Steinmauer umgeben. Aus der Mauer oben ragen schmiedeeiserne Spitzen heraus. Am Tor brennen Fackeln. Das Tor ist am Grundstück, ist nicht verschlossen. Ihr könnt es einfach aufziehen und dann seht ihr einen kurzen Kiesweg und eine Gartenanlage, die etwas überwuchert wirkt. Sehr groß, etwas überwuchert, also so ein bisschen vernachlässigt. Und am Ende des kurzen Weges erhebt sich der zerwurchte Stein der alten portugiesischen Burg, die auf dem Klippen zum Wasser hin erbaut wurde und bei Tageslicht einen atemberaubenden Anblick über das Wasser bieten wird. Am Ende dieses Wegs führen 5 steinerne Stufen zu einem Tor hinauf. Ihr seht einen exzentrischen Türklopfer, eine Art mystisches Ungeheuer, vielleicht ein Werwolf, in dessen Brust ein Pfeil steckt und das eine leblose Frau so quer in den Händen hält. Und so ragt der Torso des Ungeheuers aus der Tür. Und die Frau, die so quer liegt, das ist der eigentliche Türklopfer. Man nimmt den Körper und klopft. Ziemlich interessante... Geschmacklos, möchte man sagen. Nun ja gut, dann schauen wir, ob wir hier Hilfe bekommen. Und ich nehme die Frau... Und hause gegen die Tür. Das laute Klopfen verhallt drinnen. Poch, poch, poch. Und wird schließlich von Schritten beantwortet. Die Tür wird aufgezogen. Und ihr seht einen Mann, vielleicht um die 40, mit Brille, einem perfekt sitzenden Anzug und einer ordentlich gebundenen Fliege, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Einen schönen guten Abend. Wen darf ich melden? Ernest Albert Forfwedder, Abenteurer und Schiffbrüchiger. Und meine Gefährten. Wir sind alle von einem Schiff untergegangen und haben uns hierher gerettet. Wir ersuchen um Hilfe.
sehr wohl. Sie befinden sich hier auf dem Domizil von Graf Charles Montgomery Sandor. Ich werde ihn sogleich holen. Bitte warten Sie so lange hier in der Eingangshalle. Wohlan. Er tritt zurück, lässt euch in die Eingangshalle reingehen. Da haben wir eine nächste Karte. Der Butler geht gemessenen Schrittes hier raus und schließt diese Tür, sodass ihr alleine in der Eingangshalle steht. Im Inneren sind die Mauern ebenfalls aus altem Stein, obgleich wohl nur der besterhaltenste Teil dieser Festung hier wohnlich gemacht wurde. Ihr seht dicke Säulen, die bis nach oben zum Dach reichen. Die Halle ist hoch und oben gibt es eine Reihe von Fenstern, die wohl mal Schießscharten waren. Und da gab es wahrscheinlich irgendwann einen Zwischenboden, wo man raufgehen und raussehen konnte. Der wurde aber entfernt und es ist einfach eine hohe Halle bis unter das Dach. Die Wände sind voll von Jagdtrophäen. Von der Eingangstür ausgehend sehen sie sich in einer Reihe einmal quer durch den Raum. Holztafeln aus Mahagoni mit Goldlettern graviert und darüber die ausgestopften Köpfe von Löwen, Tiger, Elefanten, Nashörnern, Bären, Nilpferden, Krokodilen und einem gewaltigen Kaffernbüffel aus Afrika. Neben der Tür, die weiter ins Haus führt, wurde ein riesiges Gemälde aufgehängt. Es zeigt eine äußerst lebensechte und nackte, humanoide Kreatur, die auf ihren Hinterläufen kauert. Die Züge des Wesens haben etwas Hündisches an sich und auf ihnen liegt ein Ausdruck voller Gier, während die Kreatur etwas abnagt, das ein Oberschenkelknochen zu sein scheint. Das ist ein Gemälde, oder? Das ist ein Gemälde, ja. Ich schaue mich um, gehe die ausgestopften Köpfe ab und bleib dann vor dem Gemälde stehen, leg den Kopf ein bisschen schief. Habe ich so ein Tier schon mal gesehen? Nee. Erinnert vielleicht entfernt an einen Schakal? Könnte eine sehr verzerrte Darstellung eines Schakals sein mit viel Kunsteinfluss. Habe ich in meinen Büchern mal etwas Okkultes entdeckt über so eine Kreatur? Ich? Meine Probe auf Okkultismus. Ja. Kannst du auch machen, ja? Schwieriger Erfolg. Okay. Mein Erfolg. Du siehst es und dein Auge fällt auf die Goldlettern unten, die den Künstler angeben. R.U. Pickman. Und du weißt, dass es in 1920er Jahren einen Maler in Boston gab, der für solcherlei Gemälde bekannt war. Und da er verschwunden ist, haben sich die Gemälde auf der ganzen Welt verteilt, wurden von irgendwelchen reichen Sammlern gekauft. Pickman. Oh, sagt Ihnen der Künstler was? Ich wollte mir ein Porträt von ihm anfertigen lassen, aber er ist leider verschwunden. Ja. Exzentrischer Kauz, habe ich gehört. Auf jeden Fall scheint der gute Herr hier ein Fantasiewesen gemalt zu haben, weil ein derartiges Tier ist mir noch nie untergekommen. Ach du meine Güte, ihr seht auch, wie der erste Mart seine Matrosenmütze abnimmt und in den Fingern dreht. Hoffe, wir müssen nicht so lange hier bleiben und das nächste Schiff ist nicht so weit entfernt. Meine Güte, ist an dem Fluch doch was dran? Wer hängt sich denn sowas auf? Ich hätte einfach nur gerne trockene Klamotten. Wir sollten auf jeden Fall größte Dankbarkeit zeigen, dass uns der Graf hier aufnimmt. Wir sind zwar nur Schiffbrüchige, reiche Schiffbrüchige, aber wir sind auf ihn angewiesen, also. Nun, ich denke, wir werden uns gut mit ihm verstehen. Solange Sie nicht zu viel mit ihm reden, denke ich, ist alles in Ordnung. Wieder hört er Schritte. Und die Tür, durch die der Butler zuvor verschwunden ist, wird wieder aufgezogen. Der Butler steht wieder vor euch, stellt sich an die Seite der Tür. Graf Sander erwartet sie nun. Sehr schön. Ihr seht, hinter der Tür streckt sich roter Teppich durch ein langes Foyer, das in einer hölzernen Treppe ins Obergeschoss endet. Auf der Treppe steht ein alter Mann in einem samtenen Herrenrock. Scharfe Züge, Hakennase, weiße Haare, eine Narbe an der Stirn. Herzlich willkommen in meinem Domizil. Ich bin Graf Charles Montgomery Sandor. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Werter Graf, Ravel Tremete, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich verneige mich etwas vor ihm. Sehr erfreut, Mr. Ravel.
Auch der erste Offizier mit den Matrosen kommt herein, hat immer noch die Mütze. Werter Graf, es tut mir leid, dass wir Sie hier belästigen, aber wir sind Schiffbrüchige. Wir erbitten Hilfe. Unser Schiff sank und wir haben es gerade so geschafft. Wir haben leider den Captain verloren und den Koch und zwei andere Matrosen. Wir müssen irgendjemanden verständigen. Ich wünschte, ich könnte sagen, Sie wären die Ersten, aber tatsächlich haben wir erst letzten Monat Schiffbrüchige beherbergen müssen. Wir haben die Positionslichter bereits ausgetauscht. Dennoch ist der Kanal hier immer wieder als gern gesehene Abkürzung wahrgenommen, aber alles andere als sicher. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um Ihre Schrecken wenigstens etwas zu lindern. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Mein Butler wird Ihnen Zimmer bereiten und morgen früh werden wir sehen, ob wir per Funk Hilfe verständigen können. Oh, und dürften wir vielleicht noch etwas Verpflegung für den heutigen Abend haben? Selbstverständlich. Folgen Sie mir doch schon mal ins Raucherzimmer, gleich hier hinten links. Vielleicht kriegen wir den Schreck aus Ihren Knochen. Er ist vielleicht möglich, dass ich zuerst in mein Zimmer kann, damit ich meine nassen Klamotten... Bitte geben Sie mir einen Moment, um die Zimmer vorzubereiten. Ich bin nicht auf Gäste eingestellt und die Gästezimmer sind etwas verstaubt. Verstehen Sie, was ich meine? Bitte einfach nur hier links in das Raucherzimmer und den Rest wird sich schon fügen. Er dreht sich zum Butler um. Smithies! Smithies. Sehen Sie nach, ob wir noch etwas vom Braten servieren können und richten Sie die Zimmer her. Der Butler verschwindet, der Graf bleibt bei euch stehen, an der Treppe und weist euch dann den Weg nach links in das Zimmer. Bitte nach Ihnen. Ich gehe gleich vor ins Zimmer und... Das Raucherzimmer hat einen direkten Anschluss an den Kamin, in dem ein behagliches Feuerchen knistert. Davor gibt es einen Tisch aus exotischem Holz, weiche Polsterstühle und ein Sofa, das so aussieht, als könnte man darin versinken. Auch hier hängen überall an den Wänden Jagdtrophäen. Eine hängt ganz besonders präsent über dem Kamin. Ein Jaguar mit schneeweißem Fell. Davor auf einer Kommode neben dem Kamin stehen Karaffen mit verschiedensten Spirituosen. Brandy, Sherry, auch russischer Wodka ist dabei. Und kleine Kistchen mit Zigarren und Zigaretten, die der Graf jetzt nimmt. Zigarette, irgendjemand? Oh, nein, danke. Ich rauche nicht. Ich muss auf meine Gesundheit achten. Sie, Mr. Ravel. Oh, zu freundlich, mein Graf. Vielleicht etwas später. Nun, Smithies, bringen Sie uns heißen Kaffee. Ich würde Platz am Kamin einfach, also so nah wie möglich am Kamin nehmen, damit ich ein bisschen trockener werde. Ich bleibe sehr beeindruckt vor diesem Jaguar stehen und wende mich dann an den Graf. Beeindruckende Sammlung, haben Sie hier alles selbst erlegt? Oh, ja. Stört es Sie, wenn ich rauche? Oh, nein, bitte. Darf ich Ihnen Brandy einschenken? Oh, gerne Brandy, wäre super. Ja, bitte. Ja, zu solch einem edlen Tropfen würde ich natürlich auch nicht nein sagen. Er schenkt euch ein und gibt euch die Gläser. Oh, du meine Güte, jetzt sehe ich es. Ist das eine afrikanische Tüpfelhyäne? Oh, in der Tat, ein gutes Auge. Sie wird ja oft verwechselt mit anderen Hyänenunterarten, aber ja, das ist eine Tüpfelhyäne. Weiß der? Nein. Er ist sehr gut trainiert. Ed, benimm dich. Und wirklich beeindruckendes Exemplar. Ich habe auch einmal Hyänen gejagt in Afrika. Können ziemlich verschlagene Biester sein, aber sind nun, sagen wir, sowas wie die Aaspolizei in den Savannen. Ja, und ich muss sagen, Ed hier ist, kann durchaus mit unseren Jagdhunden zu Hause mithalten, was seine Fähigkeiten angeht. Er ist sehr gut im Apportieren und auch auf der Jagd sehr hilfreich. Oh, tatsächlich, sehr, sehr beeindruckend. Sie jagen? Oh, ja, in der Tat. Wissen Sie, unser Ziel war natürlich der afrikanische Kontinent und in meinem Falle um eine großräumige Safari dort zu beginnen. Oh, tatsächlich. Nun sehen Sie, ich bin der Ansicht, jeder Mensch sollte einen Lieblingssport haben.
Und wie es sich zutrifft, ist der meine ebenfalls die Jagd. Mhm. Das sieht man, ja. Ja, es ist ja auch besonders schwer, auf Großwildtiere zu schießen, die an einem Wasserloch stehen und denken, sie sind in Sicherheit. Oh, Sie stehen diesem Sport skeptisch gegenüber, meine Liebe. Ich weiß nicht, dass so Tiere in dieser Art so zu jagen, ich meine, dann kann ich sie auch gleich in ein Gehege sperren und von einem Turm aus auf sie schießen. Nein, meine Liebe, wir sprechen hier nicht von einem Gehege. Wir sprechen davon, in den Steppen, Savannen und Dschungeln zu jagen, den Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum zu begegnen, meine Liebe. Und was sagt Ihnen, dass es für den Tiger nicht ebenso ein Sport ist, den Menschen zu jagen? Wissen Sie, vor 30 Jahren in Indien, da war ich auf der Birsch in den Dschungeln nach einem menschenfressenden Ungetüm von Tiger. Es hat der Dörfer überfallen, weil es gefallenen Menschenfleisch fand. Ich spürte ihn auf an einem Fluss. Ich legte meine Flinte an und ich sah ihn. Und er sah mich. Aber wissen Sie, was er tat? Er floh nicht, obwohl er es hätte können. Stattdessen entschied er sich, mich zu jagen. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Nun, Sie sehen ihn in der Eingangshalle. Ich habe hier getan, was nicht viele tun können. Es gelang mir, diese Insel zu erwerben und einige exotische Tiere hierher zu holen. Tatsächlich gelang es mir, hier eine neue Sensation zu erfinden. Zu erfinden? Ihr hört nun ein Klappern eines Tabletts und der Butler kommt herein und hat zwei Kannen mit heißem Kaffee auf einem Tablett, das er auch auf den Tisch stellt. Der erste Mat hat sich Brandy genommen. Die beiden Matrosen greifen beim Kaffee zu. Alle haben sich nahe um das Feuer gescharrt. Der Butler tritt wieder zurück. Ich werde nun Ihre Zimmern vorbereiten. Bitte geben Sie mir noch etwa eine Stunde bis anderthalb, dann können Sie sie schon beziehen. Ich bitte, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Was meinen Sie mit erfinden? Haben Sie es geschafft, einige dieser Tierarten zu kreuzen? Das war nicht das, was ich hier getan habe. Nun, ich... Lassen Sie mich von Anfang an beginnen, wenn ich Sie nicht langweile mit meinen Geschichten. Oh, nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Ich nehme einen Teller von dem Tablett. Ich sehe, die junge Dame ist nicht sehr beeindruckt von der Jagd. Ich entschuldige mich, dass dieser alte Mann nichts Aufregenderes mir zu bieten hat. Bitte fahren Sie ruhig fort, ich esse. Aber ich bin der Meinung, dass uns allen ein Schicksal zugedacht wurde. Gott macht aus wenigen nur Königen und Bettlern aus vielen. Mich hat er zum Jäger berufen. Meine Hand wurde für den Gewehrabzug gemacht. Genauso wie die Ihre, meine Dame. Ich sehe es Ihnen an. Und auch das Alter wird mir meine Passion nicht nehmen. Zumindest noch nicht. Ich habe all meinen Besitz geerbt und war noch ein kleiner Junge, als mir mein Vater mein erstes Gewehr schenkte. Überall auf der Welt habe ich gejagt. Ich erzählte ja schon von Indien. Ich pirschte auch durch die Steppen Afrikas, fuhr auf dem Amazonas. Dort habe ich einen weißen Jaguar gejagt. Danach lag ich nachts wach in meinem Zelt, weil sich ein schrecklicher Gedanke in meinem Kopf schlich. Das Jagen hatte angefangen, mich zu langweilen. Was? Meine größte Passion. Und ich wusste, verliere ich die Lust am Jagen, so verliere ich auch die Lust am Leben. Nun, das wollen wir doch nicht, dass dies passiert. Nun, ich versuchte es mit einer neuen Waffe. Ich habe mich tatsächlich dazu hinreißen lassen, die Jagd mit einem tatarischen Langbogen zu versuchen. Aber ich kann ihn nicht mehr spannen auf meine alten Tage. Aber es war ohnehin nicht der Wechsel der Jagdwaffe, die ich brauchte. Ich brauchte eine neue Herausforderung. Und hier auf dieser Insel habe ich es gefunden. Hier auf dieser Insel jage ich die gefährlichste Bestie von allen. Und was für eine Bestie ist das? Lassen Sie einem alten Mann dieses Geheimnis, dieses eine nur. Ich bitte Sie. Ich werde vor Aufregung nicht schlafen können.
Ich sehe schon, ich kann Sie nicht überzeugen, meine Dame. Aber ein Angebot habe ich dennoch an Sie. Wenn Sie interessiert sind, können Sie mich begleiten. Morgen früh zu einem Jagdausflug auf der Insel, dann kann ich Ihnen wenigstens auch die Insel zeigen. Glauben Sie mir, hier gibt es Sehenswürdigkeiten, die es wert sind, Sie sich zu Gemüte zu führen. Ich werde dieses Angebot auf gar keinen Fall ablehnen. Nun, Graf Sandor, mein Papa wollte immer, dass ich viel jage, aber ich kann der Jagd auch nichts abgewöhnen. Aber ich würde Sie gerne begleiten. Wissen Sie, das Einzige, was ich über die Jagd sagen kann, ist eine Anekdote, die ich mal gehört habe. Wenn man in der Savanne vor einem Tiger steht, vor einem Löwen steht und einem Jaguar und man hat nur ein Gewehr mit einer Patrone, dann habe ich immer gehört, erschießt man den Löwen und fährt mit dem Jaguar weg. Verdammt, der hat gebraucht. Das ist wirklich... Ausgezeichnet, mein Herr, ausgezeichnet. Ich freue mich wirklich darauf, Sie bei einem Jagdausflug dabei zu haben. Oh ja, das wird sicher sehr interessant. Herr Graf, bietet die Insel denn noch mehr als Tiere, die darauf gejagt werden können? Kann man sich hier vielleicht irgendwelche alten Gebäude oder dergleichen? Ein Gebäude nicht, aber ich habe ein paar Höhlen entdeckt, ja, und wir haben ein Dschungelgebiet und eine Steppe. Aber nun, Sie sehen ja, ich bin nicht mehr so gut zu Fuß. Wir werden die Großteil der Strecke mit meinem Laster zurücklegen und Sie können ja im Gewehr bleiben, wenn Sie nicht jagen wollen. Aber wir werden natürlich keinesfalls aus dem Laster auf ein Tier schießen. Nein, nein, ich meine es ernst. Es wird eine echte Jagd. Mit dem Nervenkitzel, der Gefahr und allem, was dazugehört. Meine Augen beginnen zu leuchten. Möchte noch irgendjemand Brandy? Ich nehme noch an. Oh ja, dazu sage ich nicht nein. Das ist ein sehr edler Tropfen. Auf die Jagd! Auf die Jagd, auf das Schicksal. Miss Waterford! Auf den Grafen! Auf die Jagd! Die Matrosen und der erste Mat haben sich auch im Kamin aufgewärmt, haben mittlerweile auch den Brandy entdeckt, so ein bisschen rote Wangen. Vor allem der erste Mat, der den Schreck zu vergessen, der ihm in den Gliedern sitzt und den verlorenen Kapitän, das verlorene Schiff, nach tatsächlich... Bisschen über eine Stunde kommt der Butler wieder zurück. Ihre Zimmer sind vorbereitet. Ich habe 7 Zimmer vorbereitet. Smithies, es wird annehmbar sein. Nun, ich werde mich dann empfehlen und wünsche den Herren und Damen eine gute Nacht. Wohle. Vielen Dank. Nun gut, es ist schon recht spät und ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass Sie meinen Geschichten gelauscht haben. Oh, machen Sie sich nichts draus, guter Freund. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich nun vorschlagen, zu Bett zu gehen. Wohlan. Sehr gute Idee. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Nacht. Hoffentlich können Sie schlafen nach diesem Unglück. Ach, nichts geht über ein weiches Federbett, nachdem wir einen Monat auf diesem Schiff eingepfercht waren. Ja. Er bleibt dann herunten, unten stehen am Teppich und sieht euch nach, während ihr alle raufgeht. Oben erwartet euch wieder der Butler mit hinter dem Rücken verschränkten Händen. Der wartet, solltet ihr noch irgendetwas brauchen. Dann haben wir die nächste Karte. Ihr kommt hier oben an. Hier seht ihr nach unten. Und dann führt er euch zu den Gästezimmern. Danke, Swiffies, danke. Die Zimmer sind passabel eingerichtet. Also die Möbel sind schon wirklich alt. Es gibt die Mauern sind alle die zerfurchten Mauern der Burg. Und da sind Wandteppiche davor gehangen, dicke Vorhänge über den Fenstern, die so hoch sind und oben rund spitz zulaufen. Es gibt ausladende Betten mit dicker Bettwäsche, Teppiche am Boden, Kommoden. Es gibt hier keine Elektrik in der Burg. Auch also oben gibt Kerzen, es nur so. Kerzen, genau. Smithy, ist eine gute Frage. Der Apport ist auch hier in der Nähe, dass ich gleich weiß, ich habe eine schwache Blase.
Oh, dann werde ich werde ich Ihnen das Zimmer geben, das am nächsten zum Port liegt. Danke. Der Herr. Und hier kommen Sie bitte hier entlang. Keine Elektrifizierung, kann ich. Haben Sie irgendwas, um die Kerzen anzuzünden? Nein, es ist schwer, so etwas hier zu verlegen, aber in jedem Zimmer finden Sie Kerzen und Streichhölzer. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Peace. Und ihr alle, auch die beiden Matrosen, der erste Mat, könnt in ein eigenes Zimmer gehen. Die Tür wird hinter euch geschlossen. Ihr könnt Kerzen drin anzünden, dann ist es dunkel. Dann erhellt der Kerzenschein die Zimmern. Das bedeutet, ihr alle legt euch in die weichen Betten, Decken bis zur Nase hoch, pustet die Kerzen aus und schlaft in dieser portugiesischen Festung auf der einsamen Insel des Graf Sandor. Und am nächsten Morgen wacht ihr nach einer schön durchgeschlafenen Nacht auf. Es ist Punkt 8 Uhr, als an all euren Türen geklopft wird, nacheinander, und ihr hört die Stimme des Butlers. Das Frühstück ist angerichtet. Ich bitte Sie, unten zu erscheinen, damit noch genügend Zeit für den Jagdausflug bleibt. Danke, es wäre fies, danke. Auch die beiden Matrosen und der erste Offizier haben eine Jagdkleidung bekommen. Ich gehe zu diesem Schrank und ich möchte mir diese Jagdkleidung ein bisschen genauer anschauen, weil ich habe diese tolle Abenteuerkleidung eigentlich. Und jetzt möchte ich mir einfach mal diese Jagdkleidung anschauen. Es ist auch einfach gute, robuste Kleidung. Also eine robuste Hose, in der man sich ganz gut bewegen kann, ein Hemd, Stiefel dazu. Okay, dann tausche ich auch und zieh das an. Musst du nicht, kannst du. Ja, ich möchte meinen guten Willen zeigen. Dann geht ihr hinunter in das Speisezimmer. Das Speisezimmer wird über das Raucherzimmer betreten. Vor dem Raucherzimmer steht wieder der Butler vor der offenen Tür, der euch den Weg hineinweist. Und das Speisezimmer ist in der Einrichtung ebenfalls von einer Atmosphäre von altem Adel umgeben, wie der Rest des Hauses. Die Steinwände sind mit Bildern behangen und das hohe Fenster am Kopfende der Tafel erlaubt einen idyllischen Blick auf die etwas vernachlässigte Gartenanlage. Der Tisch ist aus exotischem Holz und die hohen Stühle sind mit dunkelrotem Samt bezogen. Die Speisen wurden bereits aufgetragen. Brot, Eier, Schinken, kalt aufgeschnittener Braten. Alles schwere Speisen. Dazu Kaffee oder Tee. Hinter einem großen Strauß Blumen steht sogar eine Flasche Wein. Der Graf ist bereits in voller Jagdmontur gekleidet und hat sogar seine Flinte dabei. Eine große, schwere Elefanten-Doppelbüchse, die neben ihm am Stuhl lehnt, begnügt sich scheinbar mit einer einzigen Tasse schwarzen Kaffee, die er gerade absetzt, als ihr eintretet. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, die Zimmer waren zu Ihrer Zufriedenheit. Perfekt, Graf Sander, perfekt. Ja, ich habe in der Tat sehr gut geschlafen. Ebenfalls, besser als auf diesem wackeligen Schiff. Das freut mich zu hören, das freut mich zu hören. Deine Hyäne Ed hat bei dir im Zimmer geschlafen. Ja, ja, nehme ich an. Zu meinen Füßen. Wenn du reinkommst, findest du eine silberne Schüssel, wo Fleisch, das einen strengen Geruch hat, drin angerichtet wurde, wo so Knochen herausragen. Oh. Sehr zuvorkommend, Graf. Ed, ich nicke zu der Schüssel. Du darfst. Er geht hin, gräbt sich rein, so Speiche fliegt herum, kleine Fleischreste und ihr hört ein Schmatzen. Und dann das Knacken von Knochen, dass er aufbeißt, um an das Knochenmark zu kommen. Na, dir schmeckt's, Ned. Nun bitte, bitte, setzen Sie sich und greifen Sie kräftig zu. Das sage ich nicht, nein. Er sieht euch zu, während er seine Tasse Kaffee nippt. Ich muss sagen, das ist wirklich ein hervorragender Tee. Importiert aus England? Einmal im Monat fahren. Manchmal ich, aber dieser Tage meistens Smithies mit meiner Barkasse aufs Festland und holt Vorräte.
Ich weiß, wir freuen uns heute alle auf die Jagd, die noch bevorsteht. Oh ja, aber die Jagd. Ich hätte bereits alles für Sie vorbereitet. Sie haben die Jagdkleidung ja gefunden. Ich habe noch einen Hirschfänger und eine Flasche Wasser für jeden von Ihnen vorbereiten lassen. Es liegt alles im Flur bereit. Es ist zu freundlich von Ihnen. Ich fürchte, mein Jagdgewehr liegt auf dem Boden des Meeres mittlerweile. Tragisch, tragisch. Oh, da können wir wahrscheinlich Abhilfe schaffen. Smithies! Ja, Sir? Haben Sie meine Elefantenbüchse eingepackt? Sie meinen außer der, die schon neben Ihnen lehnt? Natürlich, Sir. Und den Mörser? Selbstredend, Sir. Und hätten Sie denn auch ein Gewehr für mich? Ich werde wahrscheinlich nicht aktiv jagen, aber man weiß ja nie. Oh, Sie können mit meinem schießen. Wie gesagt, wir freuen uns ja alle schon so sehr auf die Jagd. Vielleicht habe ich es auch einfach nur in der Hitze des Gefechts gestern und weil wir alle sehr müde waren vergessen. Aber wer kümmert sich denn darum, dass wir auch von hier wieder wegkommen? Oh, ich habe bereits einen Funkspruch absetzen lassen, aber Sie müssen ein paar Tage Geduld haben, fürchte ich. Tage? Ja, wir liegen nicht gerade leicht erreichbar, Miss. Mhm. Sie sprachen von was mit. Wie holen Sie Sachen, unsere Vorräte auf die mit Insel? Mit einer Barkasse. Ich habe eine kleine Barkasse. Barkasse, okay. Ein Boot. Ja. Die liegt wo? In den Kellerräumen. Da gibt es einen Hafen unter der Festung. Oh, wie geheimnisvoll. Nun, Sie haben alle aufgegessen. Ja. Ja, oh, danke. Sehr gut. War Ed? Vorzüglich. Oh, die Schüssel ist leer, ja. Ed ist raus. Hat ihm wohl geschmeckt? Ed, hat es geschmeckt? Ja, es hat ihm sehr vorzüglich geschmeckt. Ja, dann steht er auf und nimmt seine Elefantendoppelbüchse und lehnt sich ein bisschen drauf beim Gehen und geht damit raus in den Flur. Und da im Flur ist auf einem Tischchen tatsächlich ein scharfer Hirschfänger. Das ist ein Dolch in einer Lederscheide und eine Flasche Wasser bereitgelegt. Für jeden von euch. Für euch vier und auch zwei für die Matrosen und eine für den ersten Mat, die sich auch an den Tisch gesetzt haben und reingehaut haben, als hätten sie Tage nichts gegessen. Auch ordentlich vom Kaffee, vor allem der erste Mat. Jack Madison ist wieder ein bisschen. Hat wieder ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Der Graf hat seine Flinte bereits und auch Smithies hat eine Elefantendoppelbüchse für sich vorbereitet, die er etwas unbeholfen trägt. Dann geht die eigene Tür auf und ihr werdet raus in den Garten gebracht. Draußen ist es warm, feucht, überall auf dem Gras und den Büschen glänzt der Morgentau. Auf dem Rasen steht tatsächlich ein Lastwagen. So ein Ford T-Lastwagen mit Führerhäuschen und einer offenen Ladefläche. Auf der auch tatsächlich ein Mörser steht. So ein richtiger Kriegsmörser. Ja. Was gedenken wir denn zu jagen, wenn wir so etwas benötigen? Einen Elefanten? Haben Sie einen Elefanten hier? Ich habe es Ihnen doch gesagt. Wir jagen die gefährlichste und einfallsreichste Bestie der Welt. Und Sie haben immer noch nicht erwähnt, wovon Sie reden. Nun, sie befindet sich unter uns. Hier im Garten. Ich schaue mich um und gucke, ob ich irgendwo in den Büschen ein wildes, großes Tier sehe. Als du dich wieder umdrehst, haben beide die Flinten auf euch gerichtet. Ich meine natürlich den Menschen. Oh Mann. Ich hoffe, sie können alle noch rennen. Miss Graf Sandor. Ich bin doch gestürzt. Sie haben Jagdkleidung bekommen, Wasserflaschen und einen Hirschfänger. Gut genährt wurden sie auch. Ich werde sie jagen bis morgen 4 Uhr früh, wenn die Sonne aufgeht. Wer bis dahin überlebt und wieder hier ins Haus zurückkehrt, ist frei. Ich möchte Ed gerne ein Zeichen geben, dass er sofort Fass macht. Smithies! Ja, Sir? Lassen Sie die Gule los! Oh, was? Okay. Ihr seht, wie Smithies an einem versteckten Hebel an der zerfurchten Burgmauer zieht. Es gibt einen Rücken, einen Schaben und dann geht ein Stück Wand auf. Wohl ein sehr alter Geheimgang. Dahinter ist ein schräg nach unten führende,
führende Rampe, dunkelmuffig, der Geruch von Aas steigt darauf hoch. Und da sind gelb leuchtende Augen zu sehen, die schnell nach oben kommen, begleitet von Kettenrasseln, hüpfen drei hundeähnliche Gestalten aus dem Gang. Sie haben Ketten um den Hals, die sie wie eine Leine lose hinterher schleifen. Die Kreaturen gehen gebückt, langgezogene Schnauzen, gummiartige Haut, Reißzähne, Lefzen, von denen der Geifer tropft, genau wie die Kreatur auf dem Gemälde in der Eingangshalle. Bitte eine Stabilitätsprobe. Ah ja. Okay. Ja, geschafft. 4. Da würfel ich gut. 4. Damn. Uff, nicht geschafft. Na. Was für eine abscheulich. Oh, was sind das für Bestien? Ich habe die noch nie gesehen. Haf mal weiter aus Weitschappe. Ich mache eine für die beiden Matrosen. Und für den. Okay, die haben es alle nicht geschafft. Jesus Christ. Wer hat's geschafft? Okay. Wer es nicht geschafft hat, verliert bitte. Bitte. 1W6 Punkte Stabilität. Oh, Gott sei Dank. 1. Oh, 6. Das ist sehr schlecht. Ah, das Alter. 6, 5, 5. Irgendwas hast du wirklich mit diesen Würfeln gemacht, ehrlich. Das gibt's ja nicht. Das bedeutet, du bekommst einen Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf, als du die siehst. Finde ich nicht gut. Nein, nein, das ist doch nicht bitte gut. Bitte sieh da einen Anfall. Das ist doch nicht gut. Oh je, jetzt schon. Ja, ich glaube, das passt gut. Was hast du gezogen? Raserei. Anfall von Wahnsinn. Dein Anfall von unkontrollierter Zerstörungswut richtet sich gegen deine Umgebung, Verbündete und Feinde. Würfle jede Runde 1W6, um das Ziel deiner Irrenaggression zu wählen. 1 bis 2, deine physische Umgebung. 3 bis 4, der Feind, der sich dir am nächsten befindet. 5 bis 6. Gibst du mir die Karte mal? Ich glaube, ich habe schon genug gehört. Würfel bitte einen W6. Nicht 5 oder 6, nicht 5 oder 6. Okay. Okay. Was war's? Umgebung. Umgebung. Eine 2? Ja. Okay, deine physische Umgebung. Du drehst dich um. Du siehst die auf dich zukommen, die Ghule. Du drehst dich um. Und du siehst eine Hecke. Eine große Hecke in einer Form geschnitten, die ebenfalls einem Ungeheuer ähnelt, einem noch größeren Ungeheuer. Vor deinen Augen ist es ein riesiges Ungeheuer. Noch furchterregender als diese Ghule. Und du musst das Größte zuerst angreifen. So brutal wie möglich, damit du die anderen einschüchterst. Darf ich jetzt ausspielen, wie ich das mache? Ja. Okay. Darf ich hierzu Telekinese verwenden? Ja. Ich lasse jetzt nichts wird, dann verwende ich Glück. Ja, 10 Glück. 10 Punkte Glück. Ja, okay. 10 Punkte Glück. Es schwindet. Ja. Es schwindet. Okay. Graf, Sie sind feige. Ich mache Telekinese, reiß ihn mit Telekinese aber so richtig das Gewehr aus der Hand. Du so gehst auf den Busch los. Ja, ja. Reiß ihm das Gewehr aus der Hand. Ich verstehe. Und schieß noch mit dem Gewehr in der Luft mit Telekinese auf den Busch. Du bräuchtest, wenn du es ihm aus der Hand reißen möchtest, eine Probe auf Telekinese, vergleichend gegen seine Stärke. Telekinese habe ich schon gemacht, habe ich Glück ausgegeben. Okay, dann hast du Glück ausgegeben, dann war es ein regulärer Erfolg. Ja. Okay, gut. Das ist dann vergleichend mit seiner Stärke, ob du es schaffst, ihm das aus der Hand zu reißen. Seine Stärke ist 65, 34. Der alte Knacker hat Kraft. Du schaffst es nicht, ihm das Gewehr aus der Hand zu reißen. Darf ich es passieren? Nein, du kannst keine... Oder? Telekinese, die Fähigkeit? Oh. Ja, bei meiner Glück wird es eh nicht funktionieren. Ich gebe es auf. Das heißt, du drehst dich um und zerpflückst. Möchtest es ihm aus der Hand reißen, schaffst es aber nicht und zerpflückst dann mit deiner Telekinese den Busch. Rennen wir?
Der Captain und die beiden Matrosen haben es nicht geschafft. Ah ja, die sind auch noch. Was passiert mit dem? Oh Gott. Nochmal rette ich den nicht. Der hat sich immer fürs erste Mal bedankt. Der erste Mart zückt sein Messer, den Hirschfänger, den er bekommen hat, und kreischt auf, als er die sieht. Was sind das für gotteslästerliche Kreaturen? Weg! Weg von mir! Und er zieht so Luftmasch mit dem Messer und die beiden Matrosen weichen hinter ihm zurück. Einer zieht auch sein Messer. Sie sind teuflisch. Ich schlitze auf, bevor sie ihr Spiel beginnen können. Die drei Ghule fahren sofort zu ihm herum, als er mit dem Messer fuchtelt, schnüffeln, schleichen auf ihn zu. Er weicht dann zurück. Einer der Matrosen fällt hin, rappelt sich wieder auf. Einer hilft dem anderen auf und sie laufen bei euch vorbei zur Tür des Lasters. Die Ghule springen los. Sind hinter ihm, gerade als er die Tür zum Laster aufreißt und so im Führerhäuschen hängend wird er rausgezerrt und jeder der Ghule stürzt sich auf einen. Dann hört ihr so ein Reißen, ein Fetzen, als sie in der morgentaunassen Wiese über die drei herfallen. Maggie, gehen Sie an Steuer! Forthweather, schnappen Sie den Irrenhund! Der das ab in den LKW mit uns! Ja, die anderen sind nicht mehr zu retten. Der erste Mart ist... Also die Ghule sind direkt vor dem Führerhäuschen. Ne? Der wollte auch in den LKW und wurde rausgezerrt von ihm. Das heißt, du müsstest an den Ghulen vorbei. Währenddessen steht der Graf hinter ihm. Rennen wir einfach! Ach du meine Güte! Naja, damit ist wenigstens das Eis gebrochen. Sie werden jetzt wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden fressen. Dann haben sie wenigstens etwas Vorsprung. Können wir an dem LKW hinten vorbeilaufen, auf der anderen Seite reingehen? Ins Häuschen? Könnt ihr versuchen. Aber ich würde gerne hinten auf die Ladefläche gehen und den blöden Mörser direkt bedienen, um den Grafen und seinen Scheißbutler bei den aufzuschießen. Allerdings stehen die beiden immer noch mit gezogenen Elefantenbüchsen. Also wenn sie nicht rennen, dann fangen wir gleich an. Oh je. Ich hüpfe auf die Ladefläche. Ed, komm! Ja, und ich laufe an der Ladefläche vorbei und versuche von auf der anderen Seite ins Führerhäuschen hineinzukommen. Ich renne einfach raus. Sobald du zum LKW läufst, schießt er auf dich. Okay. Ich muss ausweichen, oder? Moment. Oder vielleicht trifft er einfach nicht. Oder was muss ich machen? Vielleicht ist er sehr zittrig. Nein. 20. Verdammt. Wo ist denn da mein... Was kann ich denn dagegen würfeln? Ach, hier unten. Du kannst dich in Deckung werfen. Das ist eine Probe auf Ausweichen. Natürlich, dann bekommt er einen Strafwürfel. Was? Dann bekommt er, dann wiederhole ich die Probe mit einem Strafwürfel. Okay, ja, ich werfe mich in... Ich versuche natürlich, Deckung zu nehmen. Ja. Das habe ich leider nicht geschafft. Okay. Dann nimmst du Schaden... 10 Punkte Schaden. Das reicht wahrscheinlich gerade nicht für eine schwere Wunde. 9 habe ich noch. Okay, du hast insgesamt? Ja doch, das ist eine schwere Wunde. 20. Okay, dann hast du tatsächlich eine schwere Wunde. Come on. Und du hörst hinter euch. Ah! Runter vom LKW, ich sagte laufen. Smithies, schießen Sie. Laufen wir. Wenn Sie nochmal den LKW. Okay, ich springe von der Ladefläche wieder runter und stütze Maggie und... Ja. Ja, und ich ziehe schon Ravel in die... Also weg von... Ja, wir rennen einfach weg. Das wird dieses feige Schwein büßen. Hört hinter euch. Wunderbar. Sehen Sie es, Miffis. Auch die haben es letztendlich verstanden. Was ist das für ein Abenteuer? Wie weit... Ich denke, wir sollten ein bisschen Abstand zwischen die und uns bringen und dann schauen wir das gleich mal an. Und das hat Ihnen keine Schwingungen gegeben gestern, dass sowas hier erwartet? Doch. Warum haben Sie nichts gesagt? Nicht genau das. Ich habe es Ihnen doch bereits erklärt. Es sind keine konkreten Bilder, aber ich vermutete schon, dass mit dem Grafen etwas nicht stimmt. Ich denke, wir werden wahrscheinlich hier so möglichst schnell ins Dickicht abkürzen, ihr oder? Ihr stützt Miss Sinclair und lauft raus. Raus aus dem Gelände, raus durch die Tür, die Straße runter. Der Graf und die Ghule bleiben hinter euch zurück. Ich denke, in den Dschungel, dort können wir uns am besten verbergen und runter von dieser Straße hier. Ja. Ihr habt hier eine Karte und ihr seid komplett frei. Ihr habt auch mehrere Informationen bekommen. Mittlerweile, ihr seid komplett frei in dem, was ihr nun tun wollt und wo ihr hinlaufen wollt.
In den Dschungel, in Deckung! Ihr wollt zuerst in den Dschungel? Dann seid ihr nach ein paar Metern verschlungen von dichten Bäumen, herabhängenden Lianen. Ich werde ein bisschen langsamer. Ja, ich bin hinterher. Also ich bin langsam immer. Okay. Setzen Sie sich erstmal und lassen ja, Sie mich zusammen gucken. Ich muss mich ganz kurz sammeln. Haben Sie denn medizinische Kenntnisse? Ein bisschen Erste-Hilfe-Kenntnisse. Ich schaue mir die Wunde an. Ist die Kugel, steckt die Kugel? Die Kugel steckt. Nehmen Sie mein kleines Messer und entfernen Sie sie. Wir haben ja den Hirschfänger, nicht wahr? Ich denke, ist das grob. Ist besser geeignet. Oh, ja, wie auch immer. Und dann gieße ich ein bisschen Wasser auf die Wunde und versuche... Warte, wie viel hast du da noch als Hilfe? 50. Ach, perfekt. Ich versuche dir die Kugel rauszuoperieren. Kann ich dir ein bisschen, weil ich nicht ohnmächtig... Ich habe 20 gewürfelt. Oh, okay, das ist ein schwieriger alles. Erfolg. Ein schwieriger Erfolg? Ja. Okay. Und das bedeutet, du... Ich habe schon sehr viele Hirsche auseinandergeschnitten. Ich bin aber kein Hirsch. Und ich popel ihr die Kugel aus dem Arm. Ich beiße auf ein Stück Holz, weil es echt weh tut. Ja, das ist nicht das beste Werkzeug. Noch ein bisschen Wasser. Dann bekommst du die Kugel raus und du hältst 1-3 Lebenspunkte zurück. Yay. Möchtest du dir die selber auswerfen? Achso, soll ich. Würfel, ja. Oh, so, eine 1. Na, das war ja jetzt nix. Die schwere Wunde bleibt aber. Sie beeinträchtigt dich erstmal nicht, aber sie bleibt. Denn es wird relevant, wenn deine Lebenspunkte auf Null fallen. Dann schneide ich mir von meinem Hemd unten so einen Streifen ab und mache den Druckverband. Dankeschön. Ich komme zu Atem. Ich gehe zum... und ich schaue mir das an. Ja, das ist, schaut ziemlich schlimm aus. Aber das wird schon und tatsche dich so an. Und ich zaubere Genesung auf dich. Ach so. Also du topst auf meine Wunde und so weh. Nee, Mr. Forthweather, nicht direkt auf die Wunde. Ja, das wird schon wieder, das wird schon wieder. In den nächsten 5 Runden bekommst du 8 Lebenspunkte. Oh, nice. Das bedeutet, er patscht dir richtig fest auf die Schulter, aber danach wird's besser. Und... du kannst, die Wunde heilt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Was haben Sie da gemacht? Ja, das ist mein glückliches Händchen. Ich denke, Sie sind verflucht. Ja, das bin ich auch. Oh. Sehen Sie mich an, ich schwitze wie ein Schwein. Bis nur noch eine Rötung bleibt und die schwere Wunde ist jetzt verschwunden. Ja, wir sollten uns einen Plan überlegen, wie wir hier lebend wegkommen. Denken Sie wirklich, dass es unter dem Schloss im Keller eine Anlegestelle gibt? Oder war das auch gelogen? Gut möglich. Irgendwo müssen sie ja Proviant und so herbekommen. Es könnte alles gelogen gewesen sein. Das ist richtig. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht in Panik verfallen. Der Einzige, der hier in Panik geraten ist, sind Sie. Sie haben den Busch zerstört. Können Sie vorausahnen, ob es tatsächlich ein Boot unter diesem Schloss gibt? Nein. Kann ich nicht. Können Sie uns auf mögliche Gefahren hier in diesem Dschungel aufmerksam machen? Möglicherweise, aber nicht Garantie. Was wissen wir über diese Insel? Das wollte ich auch gerade fragen. Wenig bis gar nichts. Aber wir wissen, dass wir verfolgt werden von Kreaturen. Und der Graf uns, und das vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Ich dachte mir gestern schon, dass er das meint, als das gefährlichste Wesen der Welt ansieht. Denn was haben wir, dass diese Kreaturen nicht haben? Daumen? Nein, ich muss sagen, dieser Graf ist absolut wahnsinnig. Er ist natürlich nicht mehr bei Verstand. Er hat mich natürlich gesehen und hat gedacht, das ist das gefährlichste Tier auf der Welt. Das kann doch nur ein Irrer sein. Oh, wir sind gefährlich. Wir sind gefährlich. Diese Hände haben noch niemals gearbeitet in ihrem Leben. Aber sie haben gerade meine Wunde geheilt. Geht ihr weiter, während ihr sprecht? Nein, ja, oder? Ja, natürlich gehen wir. Wir gehen mal. Aber in welche Richtung gehen wir? Ich schaue in welche Richtung, weil ich kann mich ja sehr gut orientieren. Ja, aber wohin möchten wir denn? Wir möchten irgendwo hin, wo Unterschlupf ist. Ich möchte irgendwie so eine Höhle finden, wo wir vielleicht ein bisschen Unterschlupf haben. Und ich orientiere mich an so Tierabdrücken, weil ich so weiß, okay, wo die Tiere vielleicht sich irgendwie gerne... Okay, mach eine Probe. Tiefer in den Wald. So. Tierabdrücke wäre Spurensuche. Achso, das ist blöd. Spurensuche.
orientieren, wir einfach halt eine Richtung finden, aber du weißt halt nicht, was in ja, der nach Spurensuche habe ich nicht so viel. Das bringt nicht so viel. Was denken Sie, wo was? Sollten wir hin? Eher an die Küste, tiefer Osten. In den Wald. Osten. Tiefer in den Wald. Sind wir irgendwie, oder wir haben ja schon was gesehen. Wir sind jetzt hier irgendwo. Naja, wir haben ungefähr diesen Abschnitt ja, stimmt, hier gesehen, stimmt. Der Insel. Es gibt ja. hier im Dschungel sehr hohe Bäume. Ah ja, das heißt, jemand könnte hochklettern. Nun, Sie sind doch gut im Klettern. Bin ich das? Ja, wir können Ihnen einen Schub geben. Dann ja, nachdem mir meine Schulter jetzt wieder besser funktioniert, kann ich mal auf einen Baum klettern und uns einen Überblick verschaffen. Das halte ich für eine gute Idee. Ich mache eine Räuberleiter. Okay, und ich klettere. Dann kannst du da reinsteigen ja. und ich gebe dir einen Push. Und ich muss trotzdem auf Klettern würfeln, oder? Ja. Ja, das ist eine 1, oder? Ja. Es ist zwar der falsche Würfel, aber... ich habe den falschen Würfel genommen. Oh nein. Aber die Nullstelle... Die Null- oder die Zehnerstelle ist Null, also das ist unter 10. Das ist keine Nullwürfel. 7. Na bitte. Perfekt. Das ist ein über-super-duper-Erfolg. Das ist mindestens ein extremer Erfolg, glaube ja. ich. Nein, das ist ein über-super-duper-Erfolg. Du kletterst darauf, springst von einem Ast zu anderen, nimmst Lianen zu Hilfe, rauf, bis... dein Kopf die Wipfeldecke durchstößt und dann hast du von hier oben einen ganz guten Überblick über die Insel. Du siehst hier in dem oberen Bereich ist es eher steppenartig. Mhm. Hier überall, wo eins ist, ist Wald. Überall, wo zwei steht, ist ein sumpfiges Gebiet. Da, wo vier steht, ist einfach hohes Gras. Und da, wo 5 steht, das ist hier, ist es hügelig. Okay, und ist das B, ist das ein See hier? Das ist ein See, ja. Okay. Ah, du hast das ein B gesehen? Da, okay. siehst du einen See, okay. Und da gibt es auch kleinere Berge, weil das ins ja. Hügelland mündet an der oberen Seite. Hier, und dann gibt es auch einen Wasserfall. Ich kann sehr viel von hier oben sehen. Unter anderem einen kleinen See mit Wasserfall. Wir haben... Steppen, wenn wir so Richtung Norden gehen würden. In Osten hin, na, warte mal, unten ist weiter Sumpfgebiet, im Süden. Also ja, wir haben einige Möglichkeiten. Kommen Sie runter, ich denke, wir sollten es als nächstes vielleicht zu dem See durchschlagen. Nein, sollten wir nicht. Wieso nicht? Was schlagen Sie vor? Wir sollten sie in eine Falle locken, denn das ist das einzige Vernünftige, was wir machen können. Und wo möchten Sie das tun? Und womit? Bei den Hügeln. Mit welcher Waffe? Oh, glauben Sie mir, bei den Hügeln gibt es eine Waffe. Haben das Ihnen die Schwingungen verraten? Wenn Sie Schwingungen nennen wollen. Etwas anderes, wofür die Hügel sprechen, ist, dass Sie dort mit dem LKW nicht so ohne weiteres durchfahren können. Und wir können gut in Deckung gehen. Das ist natürlich richtig, ja. Ja. Und ich möchte nur hier jetzt hier erwähnen, dass ich eigentlich der mit den wenigsten Überlebenschancen bin. Sie können alle schneller rennen als ich. Das ist richtig. Vielleicht bleiben Sie einfach in der Mitte. Dann auf. Dann marschieren wir los und ich, spitzt die Ohren. Und ich höre auch immer so in der Gegend rum, ob's die Geräusche des Dschungels sich verändern, um uns darauf hinzuweisen, dass etwas kommt. Das heißt, du gehst als erstes? Kann ich machen, ja. Mit der Hyäne. Mit der Hyäne, okay. Was hat die denn für Werte? Magst du mir noch kurz sagen? Die Hyäne hat Horchen, Springen, Wittern und Verborgenes erkennen. Und ich habe Spuren suchen und orientieren und Dinge. Mach für Ed eine Probe Verborgenes erkennen, bitte. Ed hat fast einen schwierigen Erfolg. Okay. Du gehst als Erster. Vor dir Ed, der auf deinen Anweisungen herumschnüffelt, die große Hyäne. Und dann merkst du plötzlich, dass... er auf einem kleinen Pfad ist, aber dann nicht weitergeht und stehen bleibt. Ich heb die Hand. Irgendetwas ist da vorne. Sagst du ihnen, dass die Hyäne? Ja. Sind wir schon bei den Hügeln? Nein, ihr seid noch im Dschungel, geht vorbei an hohen Bäumen, wo der Pfad durch das Gebüsch ein bisschen enger wird. Und in diesem Gebüsch stehen einige Pflanzen, die so ausladende Blätter haben, so ein bisschen glockenähnliche Blüten, ziemlich hoch. Und von denen geht so ein süßlicher Duft aus. Mm.
Ich mustere diese Blüten. Sagen mir die was? Nee, überhaupt nicht. Kann ich eine Probe auf Okkultismus machen? Sagen mir diese was? Könntest du machen? Oh, extremer Erfolg. Extremer Erfolg. Jetzt haut's aber hin. Na, echt? Okay. Du hast schon mal in einem Nicht-Standardwerk der Botanik von solchen Pflanzen gelesen. In einem Werk, das über verschollene Pflanzenarten des Dschungels berichtet, der Wissenschaft noch nicht bekannt. Das sind fleischfressende Pflanzen. Wir sollten uns hier ein bisschen... Groß genug, um kleinere Tiere zu verschlingen. Kleinere Tiere sind... Keine Katzen. Wir sollten hier ein bisschen vorsichtig sein. Diese Pflanzen sind tatsächlich fleischfressend. Und nicht nur Käfer. Ja, die sind auch groß. Ja. Duften gut. Nein, nein. Nicht täuschen lassen. Das ist ihre Lockmasche. Ihr seht so, wie die Pflanzen plötzlich rot schillernde Blüten ausbilden auf den Blättern. Richtig schön leuchtend. Ja, ich denke, wir machen einen großen Bogen. So schön, fast so schön wie Miss Sinclair. Nicht ansehen, diese Pflanze. Aber sie ist so wunderschön. Auch sie sind doch. Eine solche Pflanze würde sich in deinem Haar... Sehr gut machen. Ach, die brauchen diese Pflanze nicht in ihrem Haar, meine Dieser Liebste. Duft nach Honig und Milch. Ach, sie. Maggie, jetzt reißen Sie sich zusammen. Ja, kommen Sie, gehen wir doch einfach. Ja, gehen wir weiter. Ja. Mal was anderes. Ganz kurz noch. Ich habe eine 6 gewürfelt. Maggie Sinclair, mach bitte eine Probe auf MA. Warte, ich muss wieder die richtigen nehmen. Die falschen. MA? Ja. Hast du Schande. Ich weiß mal nie, ob Schaffen gut oder schlecht ist. Auch eine 6. Ja. Das ist ein extremer Erfolg. Ja. Okay. Boah, Gott sei Dank. Du wühlst richtig, als du diese Blume ansiehst, dass irgendetwas dich einlullt, sich über deine Sinne legt. Aber du kannst es abschütteln. Als es dir bewusst wird, dass du einen Schritt drauf zumachst. Nein. Sie brauchen das nicht. Ich brauche das nicht. Nein. Sie haben vollkommen recht, Trinite. Mal ganz abgesehen davon, wir sollten vielleicht Ausschau nach essbaren Früchten oder etwas Ähnlichem halten. Nun, woher wissen wir, was essbar ist? Ich habe einiges gelesen. Schau mich um, sehe ich essbare Früchte. Das wäre eine Probe für Überlebenskunst. Ich habe Überlebenskunst Hügelland, aber ich könnte Naturkunde im Gegenzug anbieten. Ja, das wäre auch okay. Wenn wir in die Hügel kommen. Eine 1. Wow. Okay. Jetzt läuft's aber. Ja. Du kannst die fleischfressenden Pflanzen ganz gut umgehen und kannst hier essbare Früchte finden. Oh, schauen Sie die da an. Ich denke, die sollten wir mitnehmen. Pflücken Sie ein paar davon. Und die da drüben auch. Während du das tust, meine erste Probe, die Ghule haben, Geruch aufspüren 80%. 84. Ich kann Glück ausgeben für den Grafen. Ich gebe 4 Punkte Glück aus. Schön, wir weiter durch den Dschungel. Wie geht es Ihnen, Forthweather? Ja, ich bin ein leichteres Reisen gewöhnt als das, aber ja. Vergessen Sie nicht genug zu trinken. Ja, natürlich. Ich habe das Wasser und den Hirschfänger mitgenommen. Ihr wollt in Richtung des Sees oder der Hügel rauf? Ja, so würde ich sagen, dass Richtung wir so Hügel. Am See vorbeikommen. Okay. Genau, zumindest. Ihr geht weiter und weiter und seht dann eine komplett abgenagte Leiche am Wegesrand unter einem Busch liegen. Vorgänger von uns. Fast nur noch die Knochen. So viel zum Thema Schiffbruchinsel. Mhm. Ich hocke mich daneben und gucke, ob die auch eine Waffe dabei hat oder irgendwie noch eine Flasche, die man zusätzlich auffüllen könnte, ob es da... Sie hat dabei eine Wasserflasche und einen Hirschfänger, der rostig wurde in der Feuchtigkeit. Ja. Dieser Graf. Ich denke, die Wasserflasche sollten wir mitnehmen. Definitiv.
Der holt sich einfach die Leute hier auf die Insel für seine Jagd. Genau das, was... Das klingt wie aus einem schlechten Roman. Ihr geht weiter und kommt dann schließlich an den Rand des Dschungels, der dann so sanft in ein hügeliges Gebiet übergeht, voll von hohem Gras und teilweise Felsen. Es ist wieder Zeit für eine Probe. 36. Sind wir jetzt bei den Hügeln? Ja, ihr seid am Rande der Hügel. Kommen mir diese Hügel aus meiner Vision bekannt vor? Könnte sein. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber könnte es sein. Kann ich eine Probe auf irgendwas machen? Nein, du müsstest einfach weiter reingehen. Okay, ja dann. Gehen wir weiter rein. Gibt es irgendwie, sehe ich, eine Quelle oder irgendein Wasser, Süßwasserquelle? Nee, du siehst nur den See. Maggie, haben Sie einen Zufluss zum See gesehen? Von wo aus wird der gespeist? Ich habe nicht so genau darauf geachtet. Na, wir sollten auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, dass wir unsere Trinkwasservorräte irgendwann wieder auffüllen müssen. Gehen wir weiter. Vielleicht erledigen sich alle unsere Fragen, wenn wir einfach nur... Gehen? Einfach die nur Hügel gehen? Aber wo gehen wir jetzt? Ja, genau. Ich würde auch die Hügel erkunden, mein Freund. Ja, in die Hügel weiterhin. Gehen Sie voran. Ja, Quellen entspringen auch meistens irgendwo in den Bergen oder Hügeln. Ihr geht weiter. Abhänge rauf, Abhänge runter. Umgeht kleinere Felsen. In manchen sind Löchern, die aber zu klein für euch sind. Durch hohes Gras. Und ja, dir wird klarer, dass das ist das Gebiet. Du hast die Stelle noch nicht gefunden, aber das ist das Gebiet. Die Hügel gehen schon bergauf, also man ist dann schon... immer wieder. Also erhöht. Ihr seid hier nicht gut versteckt. Man kann man von den Hügeln, wenn man hinunter sieht, Richtung Fluss, Richtung Dschungel, hat man da einen besseren Überblick, sieht man da vielleicht wen, der es verfolgt. Wenn ihr auf einen der höheren Hügel steigt, seht ihr mittlerweile tatsächlich, wie drei gebückt huschende Gestalten aus dem Dschungel kommen, immer wieder am Boden schnüffeln, sich aufrichten, nach allen Seiten sehen und ihr hört auf der anderen Seite des Dschungels, also so hier vorbei, in dieses Gebiet, trägt der Wind so das Geräusch eines Lasters zu euch. Wir sehen, dass die schnüffeln, oder? Ich mache eine Probe, wie gut sie schnüffeln. 56. Ihr seht, dass die in eure Richtung kommen. Ich glaube, sie wollen uns in die Enge treiben. Wie vermutet, die können uns riechen. Was können wir tun, um ihnen zu entkommen? Sie sind die erfahrene Jägerin. Können wir uns irgendwie tarnen? Ja, also ein Gewehr wäre nicht schlecht. Was riecht am meisten nach uns? Naja, sie selbst. Momentan unsere Kleidung. Wollen Sie damit sagen, wir sollen uns alle entblößen, unsere Kleidung hier ablegen? Wollen Sie überleben? Aber es könnte tatsächlich etwas bringen, wenn wir unsere Kleidung hier zurücklassen und dann in eine komplett andere Richtung gehen. Ich hoffe, du hast eine Unterwäsche noch an. ich denke auch... Unterwäsche reicht? Du siehst, wie Ed etwas unruhig wird und schnuppert. Irgendwas fängt da auf. Wir sollten uns bewegen. Wir suchen uns eine Höhle, wo wir uns verstecken können. Hab mich schon meiner Oberkleidung entledigt. Okay, du hast dich auch ausgezogen bis auf die Unterwäsche oder nur die Oberkleidung? Nur die Oberkleidung. Okay. Bis auf deine nackte, bleiche Brust. Richtig. Was ist denn eine Erscheinung? Vielleicht bist du ja voll durchtrainiert, Sixpack. Sie ist okay, 60. Ja, okay. 60, ja. Ist okay. Was ist deine? 50. Na ja, siehst du. Ja, suchen wir uns nach einer Höhle, wo wir uns vielleicht verschanzen könnten. Damit man uns darin einkesseln kann. Ja, wenn sie hinein wollen, können wir hinaus angreifen. Mit unseren Messern. Ich denke auch, dass es besser ist, wenn wir in Bewegung bleiben. Nun, wie sieht es aus? Ich glaube, sie werden sich einen ganz fürchterlichen Sonnenbrand holen. Wir können nicht gebrauchen, dass sie hier mit einem Hitzeschlag oder Sonnenstich in der Ecke liegen. Ja, bitte bedecken sie sich wieder. Ihre blasse Haut ist ja wie ein Lichtsignal. Egal, was wir machen, wir müssen uns entscheiden. Ich lasse vorerst meine Kleidung an und bleibe in Bewegung. Kommen Sie. Ed beginnt zu fiepen,
Wir sollten wirklich schnell hier weg, außer weiter. Sie möchten direkt einen Kampf beginnen mit was auch immer jetzt da ums Eck kommt. Höher in die Hügel hinein. Weiter rein in die Hügel. Mhm. Okay, ihr lauft. Vielleicht mehr so in die Richtung, so Richtung Osten. Okay. Ich führe uns Richtung Osten. Okay, du führst alle Richtung Osten. Mach bitte eine Probe Spurensuche. Eine 76. Ich gebe mal 16 Glück aus. Du führst deine Truppe und die Hyäne weiter Richtung Osten, auf Hügel hinauf, neben Hügel vorbei. Ich gehe als Letzter. Hin und wieder steht da ein Baum, aber vorherrschend ist einfach nur hohes Gras, ein turbelassenes hohes Gras. Was ist eigentlich unser Plan? Und in diesem Gras... Ich denke, Sie sind hier fürs Planmachen zuständig. Offensichtlich nicht, denn was ich vorgeschlagen habe, haben Sie... Wurde demokratisch abgelehnt. Findest du Spuren? Also was ist unser Plan? Moment, ich sehe hier was. Spuren von irgendetwas Großem. Sehen Sie das hier? Ja, und ich weiß auch, was es ist. Was ist Ihr Plan? Woher wissen Sie, was das ist? Weil ich es weiß. Was ist Ihr Dann Plan? Dann spucken Sie es aus. Was ist Ihr das? Plan? Das ist ein Teil meines Plans. Aber wenn wir Entschuldigen Sie, wenn wir hier zusammenarbeiten sollten, dann sollten wir alle Informationen auf den Tisch legen. Wenn Sie was wissen, spucken Sie es aus, verdammt. Ich weiß, dass er hier unser Held ist. Und wenn er vorausgeht, dann wird alles gut ausgehen. Aber nur unter der Voraussetzung, dass wir die nah genug an uns rankommen lassen. Ja, ich denke, das wird sich früher oder später von selbst erledigen, dass die nah genug an uns rankommen. Aber wenn wir die Kleidung irgendwo hingelegt hätten, dann hätten wir zumindest uns ein bisschen Sicherheit vergeben können. Bin mir nicht sicher. Gut. Wir sollten uns jetzt langsam, vorsichtig weiter bewegen. Kann ich an den Spuren das Tier ablesen? Hast du Zoologie oder sowas? Ich habe Biologie. Biologie. Ja, doch. Nicht viel, aber ausreichend. 15. Schwieriger Erfolg. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber das könnte ein Gorilla sein. Und diese Spuren hier weisen auf einen Gorilla hin und der Graf hat ja selbst erwähnt, dass er einen Silberrücken importiert hat. Ein Gorilla. Interessant. Kann man den abrichten? Nicht auf die Schnelle. Verdammt, dann bringt es uns das nichts. Ist er gefährlich? Soweit ich weiß, sind Gorillas eigentlich Pflanzenfresser. Aber naja, ich möchte es nicht drauf ankommen lassen. Dann sollten Sie vorgehen, Mr. River. Ich gehe garantiert nicht vor. Ich werde hierzu gar nichts mehr sagen. Vielleicht sollten wir es doch irgendwo in einer Höhle verschanzen. Ich halte das für keine gute Idee. Vorzüglicher Plan. Wir haben ganz, ganz tolle Pläne. Einfach ein bisschen mehr, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen mehr in seine Fähigkeiten. Wir haben doch gesehen, dass Moment, er das... Sie sind doch die mit der meisten Erfahrung, die um die Welt gereist ist und ein Abenteuer erlebt hat. Also wir sollten auf jeden Fall nicht die ganze Zeit hier rumstehen und quatschen. Das stimmt. Wir sollten denen eine Falle stellen oder nicht. Ja, wir können laufen oder irgendwo hingehen oder... Vielleicht finden wir eine Engstelle, wo wir von oben... Etwa 20 Meter von euch entfernt gibt es eine Explosion. Irgendetwas schlägt in einen Hügel ein und Erde und Gras wird herumgeschleudert. Es ist der Mörser! Es ist der Mörser! Oh mein Gott! Er ist schon so nah! Wir sollten aus der Schusslinie gehen. Ja, aber wo ist aus der Schusslinie? Ich gehe weiter in die Hügel. Langsam und vorsichtig den Spuren nach. Okay. Ich folge ihm. Es sieht nicht so aus, als wüsste er genau, wo ihr seid, sondern als würde er einfach in ein bestimmtes Gebiet feuern. Um euch aufzuscheuchen vielleicht. Er versucht uns nervös zu machen. Ja, es ist eine richtige Treibjagd. Leiser sein. Treibjagd, ja. Also er folgt den Spuren des Gorillas. Ja. Mr. Ravel. Das war eigentlich nicht mein Plan. Gehst hier vorsichtig als Erster. Folgst dem Spuren. Aber ich kenne schon wieder, wenn ich dort zu der Stelle mal rechts. Komme. Und plötzlich stehst du genau an der Stelle deiner Vision. Ganz genau. Okay. Nun, wie sieht es aus? Sie sind mir gefolgt. Und eigentlich mag ich sie als Mitstreiter, alle. Was soll das bedeuten? Ich mag sie alle sehr gerne. Und das Schicksal hat einen guten Pfad für die meisten von uns. Da bin ich froh. Ja. Ihr Pfad ist es, geradeaus zu gehen. Da erst, wenn die Ghule kommen. Das hier ist Ihre Falle. Was ist mit Ed? Kann er die Ghule riechen?
guck ihn an, schlägt er an gerade auf irgendwas? Ja, der schlägt sowas von an. Der ist richtig, richtig nervös. Aber schlägt er vor uns an oder hinter uns? Hinter euch. Sind bald da. Sind bald da. Also okay. Richtig, richtig nervös. Kann nicht stillhalten, er zuckt herum, er läuft immer wieder ein Stückchen vor und ein Stückchen zurück. Das wäre jetzt genau der Moment, wo... Sie glauben, dass dieser Gorilla auf die Gude losgeht. Und... Ja. Wow, welch großartiger Plan. Na dann, was sollen wir tun? Verstecken. Ihr, ich verstecke mich. Okay. Bitte vorher verborgen bleiben. Ja. Ihr Schicksal, mein Freund, ist es, da den Hügel entlang zu gehen. Ich möchte es bitte forcieren. Okay. Einmal forcieren. Ich stelle fest, dass mein erstes Versteck gar nicht mal so gut ist und ich suche mir ein anderes. Kein Versteck ist Scheiße. Gut, weil sie dich riechen. 90. Nein. Ich bin sowas von nicht versteckt. Ach, sie riechen dich sowieso. Ich gehe den Weg entlang. Du gehst den Weg entlang? Die Hyäne ist zu nervös. Die fiebt. Ich entledige mich jetzt meiner Hose. Okay, du ziehst dich vollständig aus. Und lass, die Hose dort liegen, wo er gerade weggegangen ist. Mr. Rebel zieht sich vollständig aus. Wo er gerade weggegangen ist. Legt seine Kleidung auf den Weg. Ich hab noch meine Unterhose. Miss Waterford ist schlecht versteckt. Wirft sich mit Ed in ein Gebüsch. Mr. Forthwetter geht dem Weg entlang weiter. Den Spuren Nein. folgend. Was macht Miss Sinclair? Ich mach's Mr. Trimete gleich. Also ich nehme mein Messer und das Seil, das durch an meine Hose fixieren, und ich ziehe auch mein Oberteil aus, leg's dazu. Und was war da? Hast du dich ja versteckt? Ja, jetzt verstecke ich mich. Ja, okay, dann habe ich und geh mit verstecken. Das wäre für euch beide auch eine Probe verborgen bleiben. Also ich habe noch meine Hose an. Ich nicht mehr. Verborgen bleiben? Oh Gott! Ja. Ich versiehe es. Okay. Oh mein Gott. Das sind 18. Ihr habt es beide nicht geschafft. Ihr könnt es forcieren oder Glück ausgeben. Ich forciere es nochmal. Okay. Du suchst auch nach einem besseren Versteck? Ich suche auch nach einem besseren Versteck, weil ich irgendwie so gemerkt habe, nein, da passe ich irgendwie gerade nicht so gut rein. Okay. Shish. Du kommst zu mir in mein gutes Versteck. Ich komme zu dir in mein gutes Versteck. Das beste Versteck. Miss Sinclair und Miss Waterford hocken zusammen mit Ed in einem Versteck. Das beste Versteck ist hier. Die riechen dich ja noch klein. Mr. Revelle, hast du... Da ich kein gutes Versteck finde. Forcierst du es oder nicht? Oh, fuck. Oder gibst du Glück aus oder lässt du es? Nur, ich weiß es nicht. Du kannst dich zu uns nicht verstecken kommen. Nein, tue ich eh nicht, weil ihr riecht. Ich versuche, da ich hoffe, dass sie meine Geruchsspur jetzt nicht mehr so stark wahrnehmen, einfach in eine andere Richtung zu gehen. So ein bisschen nach rechts. Halt, wo sehen wir jetzt genau? Also forcieren. Also forcieren. Nicht verstecken. Nicht verstecken, sondern einfach. In einen anderen Pfad. Also du gehst einfach in eine andere Richtung weg. Richtig. Okay. Oh Gott. Ihr beide, Ravel und Forthwetter, bitte gebt mir einen Glückswurf. Jesus Christ, es wird nicht besser heute. Nicht geschafft. Kann ich da Glück ausgeben? Nein, nicht geschafft. Beide nicht geschafft. Soll ich dein Palptalent für Glück bei Glücksproben ausgeben? Wer hat schlechter gewürfelt von euch beiden? Ich hab's um 10 nicht geschafft. Um 10 nicht geschafft? Ich hab's um 12 nicht geschafft. Um 12 nicht geschafft. Wow. Ihr beide liegt in eurem Verstecken. Ihr beide also geht ich weiter. Die Spuren entlang. Ravel geht in eine andere Richtung. Mr. Ravel, mach bitte eine Probe auf Horchen. Jesus Christ. 70. Nein, natürlich nicht. Nicht Nein. geschafft. Ich hab Zweck. Du gehst und plötzlich hörst du nichts. Ein Rascheln im Gebüsch. Ich hab's nicht geschafft, die Probe. Genau, drum hörst du es zu spät. Als du realisierst, dass es etwas von deiner Vorahnung abweicht. Ja. Und ein riesiger Gorilla durch das Gebüsch bricht. Und auf dich zuspringt. Was hast du Geschicklichkeit? 60. Ein Gorilla hat 65 Geschicklichkeit und der greift dich an. Ja. 97, darf das wahr sein? So fühlt sich das an. Der springt auf dich zu.
springt ins Leere. In die Höhe, nimmt beide Fäuste über den Kopf, springt runter und will dir die so richtig reindonnern auf dich. Aber im letzten Moment kannst du zur Seite springen und er trifft die Erde. Und es gibt so ein bisschen Beben in der Erde. Du bist dran. Ja, und renn ich jetzt einfach weiter. Okay, du rennst einfach weiter. Das wäre dann eine Konstitutionsprobe, die ist vergleichend einfach, um festzustellen, wer schneller läuft. Es ist so sinnlos. Es ist komplett sinnlos. Hast du nicht geschafft? Nein. Okay, ein Gorilla hat Konstitution 55. 14. Ah, du könntest ihn jetzt in die Richtung der Gule locken. Ja. Warum folgst du deinem eigenen Plan nicht? Weil das nicht mein Plan war. Du läufst weg und er ist hinter dir. Welch? Mit schnellen Sätzen setzt er dir nach und versucht dich wieder zu attackieren. 55. Oh. 81. Er will dich packen, von hinten an den Füßen packen, zurückziehen, aber er greift ins Leere. Wieder flutschst du ihm weg, drehst dich zur Seite, rollst so ein bisschen über das Gras. Wir können das Szenario jetzt nochmal wiederholen. Du kannst angreifen oder du machst wieder eine Konstitutionsprobe und bist außer Reichweite, wenn du einen besseren Erfolgsgrad hast als der Gorilla. Das ist besser als nichts. Nein, auf den Kampf lasse ich mir dann an. Die Hügel sind ja doch, sind schon viele kleine Hügel, oder? Ja. Ja, also ich versuche ihn doch da jetzt, da meine Idee ist, da ihn ein bisschen abzuhängen. Okay. Mm-mm. Über Stock und Stein. Natürlich nicht geschafft. Das sind 99. Nein. 69. 66 habe ich. Konstitution 55. 49. Wieder hole dich ein. Und versuch dich mit 55, 34. Kann ich ausweichen? Ja, du kannst dem Ausweichen entgegensetzen. Mit Geschick, oder? Oder wirklich ausweichen? Genau, ausweichen, ja. Ja, das ist total hoch bei mir. Das ist wirklich gut. Das kann ja gar nicht schief gehen. Jesus. 53. Hast du es geschafft? Nein. Du kannst bei Pulp Cthulhu Glück ausgeben. Für Ausweichen. Für Kampffähigkeit. Wenn ich jetzt Glück ausgebe, habe ich ein Glück über. Ja, dann hat er dich nicht getroffen. Ich gebe halt Glück aus. Wurscht. Okay. Ja, was soll's? Im letzten Moment entrinnst du wieder diesen gewaltigen Fäusten des Silberrückens. Wir machen einen kurzen Sprung. Du bist noch nicht außer Gefahr. Mr. Forthweather geht einfach den Spuren entlang. Ich sehe so ein bisschen in Entfernung seinen Mann, der von einem Gorilla verfolgt wird. Ja, du siehst auf jeden Fall Rascheln im Gras, das sich von dir entfernt. Und du kommst nach einer Weile dann zu einem Hügel, wo so eine kleine Höhle reingeht. Höhle, genau das, was ich wollte. Ich bin schon ein bisschen weit weg von meinen Gefährten, oder? Ja. Natürlich, sie haben sich einfach nur auf den Boden geworfen. Das heißt, ich weiß, wo sie genau. liegen eigentlich. Genau. Kann ich da hinrufen und kann sagen, ich habe eine Höhle gefunden? Kannst du tun, ja? Würden Sie mich hören, wenn ich das versuche? Möglich. Ich habe eine Höhle gefunden. Kommen Sie schnell. Ihr beide könnt eine Probe Forchen machen. 23 geschafft. Okay. 22, ich müsste zwei Glück ausgeben. Ihr hört zwei Dinge. Forthweather, wie ruft, dass er eine Höhle gefunden hat. Sehr gut. Ruf nur. Und ein tiefes animalisches Knurren direkt hinter euch. Oh no. Ihr habt euch so am Fuß eines Hügels ins Grab geworfen und über euch stehen die drei Ghule und schauen auf euch herab. Und ihr seht, alle drei haben Halsbänder mit Namensschildern drauf. Oh. Zerreißer, Zerfetzer und Annabelle. Oh. ich denke, wir sollten rennen. Und sie schleichen auf euch zu. Machen sind sich sie bereit nicht, zum Angriff. Sind sie nicht geübt, mit Wesen umzugehen? Die schauen aus wie Tiere, die man vielleicht dressieren kann. Ich habe bisher nur Hunde und Hyänen trainiert. Wie hoch ist eure Geschicklichkeit? 90. 80. Und die von Ed? Ed, Geschicklichkeit 75. Ihr alle drei handelt zuerst. Kämpfen oder rennen? Mit Forthweather sind wir eine Person mehr. Rennen! Okay, macht bitte alle eine Konstitutionsprobe, auch
für Ed. Konstitution? Ich habe 90 auf Konstitution. Uff. Ah, 6. Das ist ein extremer Erfolg, nehme ich an. Ja. Ich okay. gebe 20 Glück aus, dann habe ich es geschafft. Mit einem regulären Erfolg. Mit einem regulären Erfolg, genau. Okay. Und für Ed, bitte. Und für Ed. Ed hat es um 2 genau geschafft. Gut. Ein Ghoul hat Konstitution 65 für alle drei. Der erste ist ein schwieriger Erfolg. 34. Der zweite ist ein regulärer Erfolg. Und der dritte 20. Ist das ein extremer Erfolg? Nee, ist kein extremer Erfolg. Ja, will ich auch meinen, dass es kein extremer Erfolg ist. Muss ich nicht auskennen, nein. Nee. Wir haben 2 schwierige, einen regulären. Das bedeutet, Miss Sinclair läuft. Du läufst. Aber Miss Waterford und Ed werden eingeholt und angegriffen. Okay. Kampf 40%. Ein Ghoul auf Ed und 2 auf Miss Waterford. 95. 49. Fuck, die haben 40. 95. Warst du Glück? Also ihr schafft es gerade alle drei, dem Angriff zu widerstehen. Mhm. Könnt weiterlaufen. Dann wiederholen wir das wieder. Währenddessen, Miss Sinclair ist weg. Und Forfwetter, du stehst bei der Höhle und siehst, wie Maggie Sinclair durch die Hügel und durch das Gras auf dich zukommt. Die Ghoule, sie sind direkt hinter uns. Kommen Sie rein und verschanzen Sie sich. Aber wo verschanzen in der Höhle? Die werden uns dann einkesseln. Und Miss Waterford ist doch weiter hinten. Wir müssen ihr eigentlich helfen. Ich renne. Sie hat Ed bei sich. Das ist die größte Hilfe. Mehr können wir auch nicht tun. Ich habe eine 11 gewürfelt für mich. Das ist ein extremer Erfolg. Und für Ed eine 9. Das ist auch ein extremer Erfolg. Okay. 3 Ghoule. 78. Sie haben Konstitution 65. 97. 87. Die Angst im Nacken. Kurze Zeit später schlitterst auch du auf die kleine Lichtung vor der Höhle, wo schon Sinclair und Forfwetter stehen. Wir machen noch einen kurzen Schwenk rüber zu Mr. Revell. Also meine Idee ist, nachdem ich jetzt ein bisschen mit dem Gorilla getänzelt habe und mehrmals ausgewichen bin, dass ich mich jetzt... Ich bin nackt, ich bin in meiner puren Männlichkeit. Groß. Auf du bist Bäume. Eh voll groß, ne? Auf Bäume? Ja. Größe 90? 90, du bist so groß, wie du warst. Ich bin sogar groß. Ich bäume mich vor ihm auf und versuche, wie das in diesem Tierreich und gerade mit Gorillas üblich ist, meine Dominanz als Alpha-Männchen klar zu machen, damit ich ihn als Verbündeten gewinne. Ich bäume mich vor ihm auf und setze Telekinese ein. Okay. Um den Gorilla wegzuschleudern. Wegzuschleudern. Und damit gut. Ihn nicht jetzt total arg zu verletzen. Das ist nicht mein Hauptziel, sondern ich will ihm meine Dominanz beweisen. Das ist mein Ziel. Du kannst versuchen, einen Gorilla wegzuschleudern, aber Telekinese ist funktioniert für alle Gegenstände, die du auch so normal anheben könntest und bewegen könntest. Ja. Ein Gorilla gehört nicht dazu, das bedeutet... Ich kriege einen Strafwürfel. Die Probe ist ein Kräftemessen zwischen der Stärke des Gorillas und deiner Telekinese-Fertigkeit. Und der höhere Erfolgsgrad gewinnt. Okay. Du kannst Glück ausgeben? Nein, weil ich nur ein Glück habe. Oh, Jesus. Ja gut, das ist halt Pech, aber theoretisch wäre es möglich. Danke. Warum habe ich diesen Einfall nicht gleich gehabt? Jetzt komm, würfel einfach mal die 1. Die 1? Eins würfeln. Ja, natürlich. Ja. Ach so. Komm, na, das Führer. Let's go. Nichts leichter als. Oh mein Gott. 99. Wie geht das? Das ist genau das Gegenteil. Nein, was hast du den Würfelgöttern verbrochen? Der Gorilla sieht dich. Etwas verwirrt an und schlägt dann zu. Mit 55. 63, ey! Schlägt daneben. Er ist ja. So verwirrt von deiner Männlichkeit.
Diese Brust. Ich hab noch nie so ein, noch nie so ein Haar so los Affen gesehen. Diese blasse Brust. War gut genug, um es so weit abzulenken, dass er neben dir in die Erde schlägt. Ist der Glück, dass er keine Sonnenbrille hat. Jesus Christ, was ist hier los? Du wirst nochmal. Jetzt wirst du wieder dran. Und du könntest wieder weglaufen oder. Nein, komm noch. Zu uns! Dieser Plan ist das Einzige, was ich noch habe. Du willst es nochmal versuchen? Ja, natürlich. Okay. Es ist, ich würde so feiern, wenn das funktioniert. Nein, 65. Bitte. Das ist wieder nicht geschafft, ne? Nein. Okay. Der Gorilla greift dich wieder an. 97? Ey, was ist hier los? Ja, aber das gibt's ja nicht. Das gibt's ja einfach nicht. Ihr umkreist euch. Der riesige Silberrücken mit den Haaren auf der Brust. Der kleinere Silbermann ohne Haare auf der Brust. Versucht einen Vorstoß. Immer mal wieder, einmal der und einmal der. Aber könnt euch nicht die Hand geben und sagen, okay, wir gehen jetzt einfach getrennte Wege. Können sich die Hand geben und sagen, wir sind beide unfähig. Ihr beide, wir schwenken wieder um. Ja. Kommt gerade auf die Lichtung zu Vorwetter. Ihr habt einen kleinen Vorsprung. Vorwetter, was haben Sie gefunden? Diese Höhle hier. Und weiter? Ja, da können wir uns verschanzen. Und womit wollen Sie den Höhlenangang verteidigen? Egal, ich greife in meine Tasche. Streichhölzer. Streichhölzer? Streichhölzer ist Ihr großartiger Plan? Was haben Sie für einen Plan? Kommen Sie, wir sind... Es ist nur verrückt hier. Ja. Ich gehe in die Höhle. Rein in die Höhle. Ja, rein in die ihr verschanzt Höhle. Euch alle drei ja. In der Höhle. Okay, ihr geht da rein und ihr merkt, dass es in der Höhle ziemlich streng riecht. Ah, ich glaube, sie haben das Gorilla-Nest gefunden. Das bedeutet, jetzt wo ihr drin seid, dass ihr... euch verbergen könnt, wenn ihr das wollt. Das hört sich gut an. Gegen das Wittern der Ghule. Ja, hab ich nicht geschafft. Ihr bekommt einen Bonuswürfel in der Höhle. Das ist gut. Ich möchte auch einmal einen Bonuswürfel haben. Ja, stell dich besser an. Tja, auch nicht, noch immer nicht geschafft. Nicht geschafft? Ich hätte es geschafft mit einer 9. Das ist extrem bei mir. Das kann ich... Maggie helfen beim Verstecken, wenn ich sehe. Nee, aber sie kann Glück ausgeben. Natürlich kann sie das. Was hatte ich denn jetzt? 48, gell? Dankeschön. Das wären 18 Punkte, die ich ausgeben muss. Nein. Ein Extremer? Zweimal nicht. Zweimal nicht, ja. Okay. Die Ghule haben 80%. Ihr seid in der Höhle und ihr hört, wie das Gras sich bewegt und die drei Ghule auch auf diese Lichtung schlittern, sich einschlittern. Herumfahren und schnüffeln. 39. 24. 51. Sie haben Miss Waterford nicht bemerkt. Was hat Ed? Ed hat keinen Wert auf verborgen bleiben, aber ich könnte auf Tierdressur werfen, um ihm so eine Anweisung zu geben, dass er ganz mucksmäuschenstill an meiner Seite bleibt. 13 ist extrem geschafft. Okay, also ihr beide seid versteckt, weil da hinten in der Höhle auch ein bisschen so mit Gorilla-Exkrementen beschmiert. The fuck? Ich brauch das nicht. Aber Forfwetter und Sinclair, ihr werdet von den Ghulen gesehen. Sie fahren herum und schleichen ganz langsam geduckt auf euch zu diesem Loch. Vorfeder, es ist Zeit für Ihren Plan. Ich zünde mein Streichholz an und warte auf den Moment, wo Sie am Höhleneingang sind. Ja. Sobald Sie am Höhleneingang sind, zaubere ich. Okay, was zauberst du? Ich zaubere Feuertanz. Was passiert dabei? Bitte? Was passiert dabei? Ich nehme eine Feuerquelle. Vergrößere sie auf ungefähr eine Kohlkopfgröße und schleudere sie einem Gegner entgegen. Okay. Er kann mit einem schwierigen Erfolg ausweichen. Okay, dann schleuderst du ihn auf einen der Ghule. Ghule haben Ausweichen 40, schwieriger Erfolg ist 20. Du triffst. Du triffst einen der Ghule. Er erhält 5 Punkte Schaden und ein Glückswurf, ob er in Brand gesetzt wird. Okay.
Einer der Ghule erhält 5 Punkte Schaden. Ein Glückswurf. Das ist sein Glück, Dicky. 20. Er wird nicht in Brand gesetzt. Schade. Okay, also ihr seht, wie Forfwetter einen kleinen Feuerball dahin schmeißt. Einen der Ghule trifft, der nicht brennt, aber so eine Brandwunde hat, zurückweicht, sich schüttelt und wie ein Hund so reibt an was, der Annabelle? Haut. Was, würfeln wir es aus, ne? Würfeln wir es aus? Es war Annabelle. Oh, die anderen beiden kommen auf dich zu und greifen dich an. Oh, kann ich das nochmal? Was ist deine Geschicklichkeit? 60. Ein Ghoul hat 65 Geschicklichkeit. Das bedeutet, beide hüpfen auf dich zu. Mit einer 12. Oh Gott. Das ist ein schwieriger Erfolg. Der erste. Du kannst ausweichen. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Dann nimmst du Schaden. 7 Punkte. Und der andere, oh, 11. Das ist ebenfalls ein schwieriger Erfolg. Kann ich da auch nochmal ausweichen? Du kannst nochmal ausweichen, wenn du möchtest. Dankeschön. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Oh. 3 Punkte Schaden. Ed, fass. Und ich bleib aber versteckt und gucke mich währenddessen um, ob ich irgendwas sehe, was als entweder große Steine, die ich werfen könnte, oder ob ich... Vielleicht hat der Gorilla irgendwas hier gehortet. Irgendwas, was besser ist als dieses Messer. Sinclair kommt noch dran, vorher. Ich sehe, dass die Ghule hier Vorförder angreifen und ich möchte hinschlagen mit dem Messer. Okay, das wäre eine Probe auf Nahkampf-Handgemenge. Auf die Ghule. Auf die Ghule, ja. Ich wollte nur sicher gehen. Ja, ja, ich schlage nicht auf dich. Ich töte dich einfach. Ja, das geht ja voll in die Hose. Nicht geschafft. Upsi. Upsi. Dann kommt der Überraschungsangriff. Du kannst für Ed würfeln. Ed springt aus den Schatten und beißt und schafft es mit einer 34 normal. Mit einer 34. Kann nicht ausweichen. Der Ghoul, du kannst Schaden auswürfeln. Okay, machen wir das mit Verbeißen? Kannst du sie gerne tun, wenn du möchtest. Oder es wäre wahrscheinlich besser, wenn du einfach normalen Schaden auswürfelst. Oh, 1 plus 1, 2. 2 Punkte Schaden. Und du? Ich suche nach Dingen, die ich entweder werfen kann oder vielleicht hat der Gorilla irgendwelche Sachen hier angeschleppt, die... Ja, mach einen Glückswurf. Die... Vielleicht ein Gewehr. 10. Wow. 10? Ja. Geil. Da liegt eine Gatling. Ich habe tatsächlich eine Tabelle vorbereitet. Yes. Was eine der hat. Schießwaffe mit Patronen. Die Tabelle besagt. Also, du würfelst einen wie 100. Mhm. Warte noch, ich sag dir noch, was drin ist. 0 bis 25. Nein, verrat's nicht. Okay. Ich lasse mich überraschen. Ich werde die Überraschung. Wir nehmen den Loot, den wir kriegen. Die Überraschung. Eine 17. Okay. Give me the loot. Das ist sehr schlecht für mich. Nee, das Ding ist halt, ich bin im Werfen besser als im Nahkampf. Du bekommst das, was ich notiert habe. Und zwar? Was ist das? Oh nein! Was? Like it's deine, der Gorilla hat hier eine Stange Dynamit reingeschleppt. Ich will mich durch die Gorilla-Reste und dann halte ich eine Stange Dynamit. Wie kommt das hierher? Aber ich kann sie jetzt nicht werfen, weil dann spreng ich Forthweather auch in die Luft. Also bleibe ich erstmal hier und mache nichts. Ich gucke, dass meiner Hyäne nichts passiert. Okay, ja, dann. Okay. Ja. Ich habe fertig. Ich bin angegriffen worden. Kann ich noch irgendein ein kleines Flämmchen aus diesem brennenden Ghoul... Nee, der brennt nicht. Na gut. Und ich mache das nochmal. Okay, wenn das geht. Machst das nochmal auf einen der Ghule vor dir. Ja. Und ich schleudere wieder einen Feuerball. Das kann ich nicht mehr so oft machen. Wir brauchen einen Plan. Ich habe nur jene, die kann also beißen. Also 1W6. Er kann ausweichen mit einem schwierigen. Er kann ausweichen mit einem schwierigen. Das ist 20. Nee, hat er nicht geschafft. 2 Punkte Schaden. Und ein Glückswurf overbrennt.
48, der brennt. Yeah! Da bekommt nice. Er 2 Punkte jede Runde, bis er eine okay. Runde aufwendet, um sich zu löschen. Okay. Die brennende Hyäne, der brennende Ghoul, läuft jetzt runter und attackiert Miss Sinclair. Okay. Schafft das nicht. Der brennende schmeißt sich zu Boden, versucht sich zu löschen. Das ist wahrscheinlich mit einer Geschicke jetzt Boden, genau, nehme ich ja. an. Schafft ja. das. Und der letzte greift sich an. Oh nein! Schafft das leider nicht. Fuck. Oh ja. 40. Leider nicht. Ihr seid dran. Wir schalten noch mal kurz zu unserem blassen Gorilla, der den Silberrücken umkreist. Ich habe in der Zwischenzeit meine Magie ausgewürfelt, weil das ja auch bei nicht gelungenen... Ja, ganz genau. Mehr. Das lief sogar ganz gut. Also ich habe momentan noch 7 Magiepunkte. Möchtest du weglaufen oder möchtest du das nochmal tun? Nein, ich mache okay, das jetzt. Du machst das nochmal. Ich ziehe das jetzt durch. Okay. Bis einer stirbt. Ja, ja. Aber das bin ich. Aber, du bist ja. von der Insel runter und du tanzt immer noch mit dem Gorilla. Bis irgendjemand müde wird. Ich weiß, dass ich sterben werde, aber hey. Ja, natürlich. Nicht geschafft. Nein. Der Gorilla greift dich an mit 55. 100! Oh je! Stolpert der Gorilla jetzt? 100! Seine Fäuste haben eine Fehlfunktion. Okay. Der boxt sich selbst? Oh, Gorilla. Ein kritischer Fehlschlag. Wir haben diesen Tanz aufgefegt. Können wir uns umarmen? Können wir Freunde werden? Du streckst die Hand nach ihm aus, möchtest ihn wegschleudern. Er wischt die Hand zur Seite, springt auf dich zu und während er wegspringt, stolpert er über so einen Stein am Boden, kommt vor dir auf, rollt zurück, genau in die Richtung, in die du gezeigt hast. Dann kommt er hoch, hat sich scheinbar wirklich verletzt und starrt dich an. Und läuft dann weg, dreht sich um und pflügt weg. Toll! Meine Güte! Du hättest ihn einfach zu uns locken sollen. Nein. Pflügt weg. Weg durch das hohe Gras. Ihr drei gebt mir bitte einen Gruppenglückswurf. Das bedeutet, derjenige mit dem niedrigsten Glückwert macht bitte die Probe. 39. 49. 21. Ja. Nicht geschafft. Ihr drei kommt dran. Die Ghule waren dran. Ich bin vorher, genau. Ich glaube, ein Ghul kommt auf mich zu, hast du gesagt, ja. gell? Der hat nicht getroffen. Ah, der hat nicht getroffen. Die drei Ghule haben nicht getroffen. Passt, die wurden schon abgehandelt. Dann schlitze ich nochmal hin mit dem okay. Messer. Ja, komm, jetzt fühle ich's. Ja, 11. 11. Das ist... Nein. Ja, du hast getroffen. Ja. Ein also, Glück aufs Game für einen schwierigen Erfolg? Nein, müsste ich mehr. Für extrem, aber ich glaube, gibt es bei Nahkampf extra Schaden, wenn man extremen Erfolg hat? Ja. Yeah, es wird sich lohnen, den eigentlich. Okay, ja, dann gebe ich dir das eine Glück aus. Okay, du hast ein Messer. Das bedeutet, du machst... das Messer macht 1W4 plus 2 Schaden. 1W4... Das bedeutet, du machst einmal höchstmöglichen Waffenschaden, sind 6, plus gewürfelten, 1W4 plus 2. Warte, das verwirrt mich jetzt nochmal was. Würfel einfach den W4 und ich sag dir dann, wie viel Schaden das ist. Okay. Das sind 10 Schaden. Wo? 10 Punkte Schaden. Das, was am Boden liegt. Ja. Okay, passt. Das okay. ist verwirrend. Also du messerst diesen Ghoul und rammst ihm das Messer rein in die gummiartige Haut. Aber er steht noch. Und ihr beide? Ed greift nochmal an. Okay. Bitte den Ghoul nicht gerade rein. Ich glaube, Ed war eher bei dem, wo der Mr. Forthweather gerade attackiert. Ed beißt daneben. Okay. Dann ziehe ich das Messer und stürze mich auf den Ghoul bei Mr. Forthweather. Okay, greif an. Mit meinen ganzen 25. Na, Kampfhandgemenge. Nein. Oje. Na gut. Mr. Forthweather. Ich habe gut gekämpft. Einmal. Sie haben mich nicht getroffen. Machen Sie das nochmal mit dem Feuer, Forthweather. Das heißt, mein Streichholz müsste noch brennen. Ja. Ich zaubere nochmal. Und dann ist es Ense-Sense. Okay. Oje. Und ich werfe nochmal auf den gleichen noch einmal, den ich letztes Mal getroffen habe. Nicht den ersten, sondern den zweiten. 5! Wenn er nicht schwieriger ausweichen kann. 5! 5 Punkte Schaden. 40. Nein, du triffst.
5 Punkte Schaden und vielleicht verbrennt er. 5 Punkte Schaden. Brenn, stirb. Und stirb. Dann schnipp ich das Streichholz weg und ziehe auch mein Hirsch hier. Okay. Oh nein. Jetzt. Der Glückswurf war nicht geschafft vorher. Seht ihr am Eingang der Höhle einen riesigen Gorilla auftauchen. Der gleich zurückgerannt ist in seine Höhle, als er Angst bekam. Oh, scheiße. Wow. Ihr steht drin in der Höhle, vor euch die Ghule am Eingang der Höhle und hinter euch der Gorilla. Der sieht als erster die Ghule. Ja, die sind näher. Ich würde sagen, mit einer Chance von 80% geht auf die Ghule los, weil die näher sind. Ja, 78. Er geht, auf einen der Ghule los. Er hat einen Angriff von 55. Och, boah, dieser Gorilla, der schangelt erst. Meine Güte. Eieiei. Der Gorilla brüllt und schlägt in einer Drohgebärde vor den Ghulen mit der Faust auf die Erde. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir hier verschwinden. Können wir nicht einfach wieder zurück zum Graf? Das ist mir schon zu viel hier. Ich würde mich lieber erschießen lassen, als hier noch weiter. Okay. Kommen Sie, vielleicht schaffen wir es, die Ablenkung zu nutzen. Und die Ablenkung zu nutzen und uns vom Acker zu machen. Laufen wir. Ja, das wäre eine Konstitution, um rauszukommen aus der Höhle. Ich hab's geschafft. Ich gebe 8 Glück aus. Ich hab's auch geschafft, mit extrem sogar. Und Ed hat's auch geschafft. Normal geschafft. Okay. Ich würfle auch ganz kurz für den. Weil ihr müsst an den Ghulen vorbei und am Gorilla. 46. 9. 96. Jetzt kommt der Gorilla. 42. Das bedeutet 2 Ghule und der Gorilla haben einen regulären Erfolg. Miss Sinclair hat einen extremen, also du bist schneller. Du wuselst an allen drei vorbei, bevor sie ausschlagen können. Was habt ihr drei plus Ed? Regulärer Erfolg. Alle einen regulären Erfolg. Das bedeutet, ihr müsst euch alle mit einem normalen Angriff auseinandersetzen. 2 Ghule und der Gorilla haben es geschafft, habe ich gesagt, oder? Ja. Okay, gut. Das bedeutet, der eine Ghoul geht auf Miss Wayford. Schafft es nicht. Der andere Ghoul auf Mr. Forfeder. Schafft es nicht. Und der Gorilla auf Ed. Nein! Oh, 55! Nein! Ja, ich hab ihn. Nein. Oh. 59! Oh, yes. Da schafft ihr nichts. Ihr schafft es, sich euch aus der Höhle rauszuwuseln, vorbei bei denen und seid dann draußen aus der Höhle. Und jetzt. Der Graf jagt die ganze Zeit. Ja, aber Moment, wenn der Gorilla schon dort ist, musste ich ja auch schon Zeit gehabt haben. Ja, du kommst sofort in der Szene, beziehungsweise kannst du sofort sagen, was du machst. Der Graf hat... Moment, ich würfel kurz aus, wo der ist. Der hat Spurensuche 60. 94. Tja, Alter, auch ein Loser. Diese Würfel. Können wir den Gorilla... Vielleicht irgendwie rekrutieren für uns so schlecht, was der Würfel. Also, wenn wir so noch so ein paar Tage Zeit Mr. Revell. Okay, also da der Gorilla ja schon einiges an Strecke zurückgelegt hat, müsste ich das ja auch schon. Der ist weg. Was möchtest du tun? Ja, schon, aber der hat ja also schon einiges. Also wir springen ein bisschen zurück. Ja, du stehst okay. Da, du siehst, wie der von also dir wegläuft. Mein nächster Schritt wäre gewesen, dass ich auf den nächstgelegenen Hügel rauf wieder renne. Okay. Und versuche mal zu erspähen, wo der Graf ist. Okay, auf den nächstgrößeren Hügel rauf. Okay. Da gehst du rauf. Ja. Du merkst, wenn du da rauf gehst, also am Hügel bist auch du sehr leicht zu sehen. Natürlich. Ich renn aber nicht so rauf. Ja, trotzdem, da ist absolut keine Deckung im Hügelrand. Da bist auch du. Du kannst versuchen, das zu vermeiden. Bräuchtest dafür eine Probe auf verborgen bleiben. Ja, das kann ich ja versuchen. Ich meine, wir wissen alle, dass du nicht, jetzt das ist nicht geschafft mehr. Hast. Ja. Und dass ich es auch diesmal natürlich nicht schaffe. Aber okay, nicht geschafft. Das bedeutet, der Graf da bekommt einen Bonuswürfel auf seine vorige Probe, weil er dich sehen kann. Und wiederhole das nochmal. 83.
Können wir den Grafen rekrutieren? So schlecht, was er würfelt, würde er genau zu uns passen. Hey, wir sind entkommen. Du stehst. Aktuell. Du stehst oben auf dem Hügel. Aber er sieht mich auch nicht, oder? Hast du noch nicht gewürfelt, ob du ihn siehst. Du hast nur Genau. Mach eine Probe verborgen. Verborgenes Erkennen. Verborgenes Erkennen. Verborgenes Erkennen, ja. Okay, aber er sieht mich jetzt nicht. Er sieht dich nicht, nein. Verborgenes Erkennen, das wäre ein Wert, den ich sogar nicht so schlecht hätte. Aber. Ist das eine 9? Oder? Ja, das ist eine 9. Würfel natürlich 91. Okay. Folgendes Szenario: Du kletterst auf dem Hügel, postierst dich, also stehst richtig präsent, spähst in eine Richtung. Sehen sich beide nicht. Auf einer anderen Stelle steht der Graf mit einem Fernglas und sieht genau bei dir vorbei auf der anderen Seite des Hügels. Wow. Was für eine Runde, wirklich. Das ist ja noch schlimmer als Wintertod. Oh Gott. Ihr drei steht jetzt vor der Höhle und vor euch ein Gorilla und drei... Bekämpfen die sich auch? Ghule. Was habt ihr nochmal für eine Geschicklichkeit? Der Gorilla hat 65? Ich habe 90. 80. 60. Okay. Ihr beide und Ed, glaube ich. Ja, Ed hat 75. Und kommt als Erster dran. Rennen, oder? Wir könnten das in die Höhle werfen. Ich halte eine Stange Dynamit hoch. Das ist eine gute Idee. Haben Sie Feuer? Achso, ja, natürlich. Vorfeder ist noch nicht dran in der Geschicklichkeitsreihenfolge. Ah ja. Hast du Feuer? Ich habe kein Feuer. Okay, dann kommen zuerst der Gorilla und die drei Ghule. Wir warten mal an, wir gucken mal, ob sie sich gegenseitig hauen. Es gibt eine Chance von 50%, dass er wieder die Ghule der Gorilla haben. Auf die Ghule weiter losgeht oder sich umdreht und auf euch losgeht. Von 1 bis 50 geht er auf euch und darüber heute geht ist er nicht gnädig. Auf die Ghule. 51! Ja! 51, okay. Der Gorilla geht weiter auf die Ghule los. Damit habt ihr die Zeit, um das Dynamit zu entzünden, wenn ihr wollt. Trotzdem werfen. Zünden Sie es an. Ich kann nicht werfen. Ich kann werfen. Sie sollten das nicht machen. Vielleicht brauchen wir es noch für den Grafen. Ich werfe das Dynamit in die Höhle. Okay. Oh Gott. 33 normaler Erfolg. Gut, du wirfst das Dynamit in die Höhle, vorbei am Gorilla, vorbei an den Ghulen und dann lauft ihr. Und dann laufen wir. Hinter euch gibt es eine gewaltige Explosion, die auch du siehst, Mr. Ravel. Ich sehe die Explosion. Ich finde, er sollte auch verborgenes Erkennen würfeln. Jeder auf der Insel sieht die Explosion. Oh no. Und wir rennen jetzt schnell weg, weil der Graf jetzt weiß, wo wir waren. Mhm. Oh, Jesus Christ. Wo lauft ihr hin? Ich würde fast sagen, zurück in den Wald, oder? Ich hätte auch gesagt, zurück Richtung Wald. Zurück im Wald, ja. Okay. Ihr drei und Ed läuft also in den Wald, während Mr. Ravel noch auf dem Hügel steht, die Explosion aber natürlich hört. Und jetzt setzt sich ja wahrscheinlich der LKW vom Grafen wieder in Bewegung, oder? Du hast ihn noch nicht gesehen. Stimmt. Aber dann müsste ich jetzt wieder in Bewegung. Der fährt jetzt. Also hier das Hügelland ist nicht für den LKW geeignet. Gut. Da ich die Explosion sehe, grenze ich meinen Ausschauradius nach dem LKW so ein, dass ich halt so um die Explosion rumschaue, ob der LKW irgendwo dahin fährt in diese Richtung, weil ich mir denke, der wird ja hinschauen. Das heißt, ich kann jetzt nochmal würfeln nach verborgenes Erkennen, diesmal mit einem Bonuswürfel, weil der Radius so eingegrenzt ist, weil ich ja... Richtig? Nee, du kannst einfach nur normal würfeln. Du stehst immer noch auf dem Hügel. Aber die Argumentation war gut. Ja, ich fand die auch gut. Ja, Versuch was wert. Hast du es geschafft? Nein. Willst du Glück ausgeben? Ja, will ich. Ich habe aber keins mehr. Ich bräuchte nur 4. Du bist glücklos. Der Graf hält ebenfalls Ausschau. Unglaublich. 63. Habe ich vorhin gesagt, er hat 60, oder? Ich bin aber wesentlich kleiner als dieser LKW. Ich finde die Chancenverteilung nicht gerecht, muss ich sagen. Aber er hat ein Fernglas. Er hat ein Fernglas, ja. Du solltest auch auf meiner Seite sein. Nichts passiert. Erstmal. Du siehst nichts. Ja. Wie weit ist es doch in den Dschungel? Wir sind fast da.
Lasst mich einfach zurück. Nein. Ich mache eine gute Trophäe. Nein, Vorfahrer, essen Sie hier ein bisschen Obst. Ah ja, stimmt, wir haben ja was. Feldflasche. Und so gehe ich weiter. Ihr seid wieder am Rand des Dschungels, ja? So, wie sieht's weiter aus? Gehen wir zum Anwesen zurück? Wir sollten definitiv zum Anwesen zurückgehen. Wir könnten versuchen, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, schneller zu sein als der Graf. Aber der wird zuerst auf jeden Fall mal zur Explosion sich aufmachen und schauen, was wir dort getrieben haben. Wir könnten versuchen, einen möglichst geradewegs drauf zuzuhalten und dann mit sehr viel Glück sind wir schneller. Wisst ihr was? Bevor ich dann noch Kilometer weiter renne, riskiere ich, dass er mich erschießt. Gehen wir zum Anwesen. Vielleicht finden wir den Weg, den wir gekommen sind. Klar, weil ich habe super Orientierung und das schaue ich mir gleich an. Ja, wir sehen ja, wo Blätter umgeknickt sind. Währenddessen gehen wir noch ein bisschen zurück zu Mr. Rebel. Du siehst den Grafen, aber nicht den LKW. Du siehst den Grafen und Smithies mit ihren Elefantenbüchsen bei der Explosion stehen. Okay. Und sie schwärmen etwas aus und drehen sich in der Gegend herum und suchen die Gegend mit den Augen ab. Weil halt kein LKW da ist, deswegen hast du die ganze Zeit kein LKW gesehen. Ja, wo ist der LKW? Muss irgendwo sein. 47. Fahren ja nicht mit dem LKW hier rein. Die Probe war 47, was bedeutet, da du nicht versteckt warst, dass sie dich bemerkt haben. Das siehst du. Okay. Was willst du jetzt tun? Lauf! Renn! Lauf runter! Lauf in den Dschungel! Weg. Oder ins hohe Gras runter. Wären alles Möglichkeiten. Nein, ich gehe einfach runter. Okay. Währenddessen? Wir müssen nur einmal quer durch den Dschungel. Gehen Sie voran und falls ich eine Herzattacke habe, lassen Sie mich liegen. Sie werden keine Herzattacke haben, aber was mich jetzt noch viel mehr interessiert, was haben Sie da vorhin gerade in der Höhle gemacht? Haben Sie eine geheime Waffe in Ihrem Jackett? Nein, ich habe einige kleine Tricks, kleine Taschenspielereien aufgeschnappt bei meinen, ja. Das war eine sehr beeindruckende Taschenspielerei. In ihnen steckt doch ein wahrer Abenteurer. Naja, mir passiert auch andauernd immer so ein Dreck. immer werde ich irgendwo abgeschossen und irgendwo werde ich in die Luft gejagt und irgendwo stürze ich ab oder gehe mit dem Schiff unter. Das ist, vielleicht hatte mein Papa recht, ich sollte nicht auf Abenteuer. Nein, genau das hört sich nach einem richtigen Abenteurer an für mich. Ja, stimmt eigentlich, aber ich weiß nicht. Schauen wir, dass wir lebendig hier aus dieser... Also ihr geht durch den Dschungel zurück. Wenn der Graf nicht mich erwischt, das Cholesterin wird es wahrscheinlich. Ich halte wieder Augen und Ohren offen, ob ich Dinge höre und sehe, die nicht dahin gehören. Das werden wir mit einem Wurf feststellen. Mr. Ravel wurde vom Grafen gesehen. Und er durchsucht die Spuren. Er hat Spurensuche 99. 60 oder 65? Wir haben die ja nicht... Nicht verwischt. 36. Das bedeutet, er hat sowohl Ravel gesehen, als auch eure Spuren. Unsere Spuren, ja. Und ich würde sagen, wir machen wieder 50-50. Wen, welcher Gruppe erfolgt zuerst? Eigentlich wäre es uns logischer. 1 bis 50? Gut, ihr seid 3. Wir können sagen, 1 bis 40 ist Ravel und der Rest seid ihr. Okay. Weil ja eine größere Gruppe seid. Ja. Ja. Er möchte natürlich mehr erjagen. Ja. 60. Ja. Er folgt uns. Machen Sie meinem Elend ein Ende, Graf. Denken Sie, wir sollten hinter uns unsere Spuren verwischen? Es wäre vielleicht keine schlechte Idee, dass er uns nicht folgt. Ich bin ja immer noch oberkörperfrei, gell? Ja. Schon. Ich denke, es wäre keine schlechte Idee, wenn wir das tun, weil ich weiß nicht, ob er unsere Spuren so gut lesen kann. Ich meine, die Ghule haben wir jetzt ausgeschaltet. Sie können es zumindest nicht mehr wittern. Aber er ist ein ausgezeichneter Jäger, das hat er bewiesen. Sehen Sie sich seine Trophäe. Aber ja, es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, die Spuren jetzt noch zu verwischen. Lassen Sie uns einfach die Zeit nutzen, um schnell zum Anwesen zu kommen. Ich drehe mich so ein bisschen um, da sind sehr viele Blätter zur Seite geknickt und abgehackt und zertrampelt. Ja, ich glaube, das ist auch... Wenn ihr schnell vorankommen wollt, macht bitte eine Probe auf Konstitution. Oh Gott! Mr. Forthweather, los!
Ich glaube fest an sie. Oh. 97. Uff, ja, ich bin auch nicht mehr so gut zu Fuß. 77, nicht geschafft. 75. Okay. Ed hat's auch nicht geschafft. 58, der Graf hat's geschafft. Verdammt. Der ist ein alter Mann, warum hat er so viel? Ja. Mr. Ravel, du bist den Hügel heruntergegangen? Ja. Dann bleibst du ruhig. Ja, ich gehe. Ja, aber ich gehe weiter. Okay, in welche Richtung gehst du weiter? Ja, ich. Zumindest irgendwie so, dass ich halt Richtung der Explosion gehe. Okay. Da kannst du hingehen. Und als du deine Sichtweite der Explosion bist, siehst du, dass der Graf nicht mehr dort ist. Du könntest allerdings Spuren suchen, um festzustellen, wo er hin ist. Ich habe nichts. Nö. Nein. Aber ich gehe halt jetzt so den logischsten Pfad entlang, den man halt wieder Richtung Dschungel geht. Weil ich Richtung mir halt, Dschungel oder Richtung Anwesen? Ich versuche halt den Pfad, den Graf von hinten zu erwischen. Das ist halt mein. Das ist das einzige Logische, was noch. Okay, aber du weißt nicht, wo der Graf ist. Für mich. Ja, weil du aber die Spur nicht lesen kannst. Also gehst du einfach zurück zum Wald. Ja, weil ich. Auch okay. In-Character gerade sonst ratlos bin, wie ich ihn finden soll. Mach eine Probe Konstitution, um festzustellen, wie schnell du bist. Nö. Nicht geschafft. Also, nö. Okay. Ihr geht durch den Wald zurück zum Anwesen. So warm. Und dann könnt ihr eine Probe auf Horchen machen. Und die Hyäne auf Schnüffeln oder so? Ich krieg Bonus auf Horchen, von daher. 3, also es ist extrem geschafft. 92, ich höre nur mein Schnaufen. 74, ich höre es auch nicht. Okay. Ich höre es. Miss Waterford, du hörst gerade noch rechtzeitig, dass euch irgendetwas eingeholt hat und hinter euch durch den Dschungel schleicht, dass du dich als der Schuss durch das Unterholz bellt, zu Boden werfen kannst. Okay. Beziehungsweise den anderen schreien, dass sie das auch tun. Runter! Was? Ich werde auswürfeln, wen von euch es erwischt. 1 bis 2 ist Waterford. Aber ich denke, wir können es noch zu Boden werfen. 4 bis 5 ist Sinclair. 3 bis 4 ist Sinclair. Und 5 bis 6 ist Forthweather. 3. Das ist Sinclair. Ja, könnt ihr. Das bedeutet, der Graf, wenn du brauchst einen Probe auf Ausweichen. Ich brauche eine Probe auf Ausweichen. Miss Sinclair? Ja, dann werft euch einfach zu Boden. Ja, nur bei dir prüfen wir die Werte. Ich habe es leider nicht geschafft. Hast du nicht geschafft. Möchtest du Glück ausgeben dafür? Nein. Dann kommt der Schuss ohne Strafwürfel. Sonst hätte der Graf einen Strafwürfel gehabt. Achso, der schießt mit dieser Orgenwaffe, gell? 21. Vielleicht hätte ich doch Glück ausgeben sollen. Aber es wäre sich auch nicht ausgegangen. Nein, weiß ich nicht ausgegangen. Das bedeutet, du nimmst Schaden. 5, 6 plus. Oh, es sind 10. 10 Punkte Schaden. Bin schon wieder schwer verwundet jetzt, oder? Das ist wieder eine schwere Wunde. Der Schuss bellt auf und du gehst schwer verwundet zu Boden. Ich wurde getroffen. Oh nein. Warum? Warum immer ich? Du bist am schönsten von uns. Und dann seht ihr in einiger Entfernung hinter euch den Grafen mit der Flinte in Anschlag durch den Dschungel schleichen. Ich rolle mich seitlich ins Gebüsch und bedeutet meiner Hyäne, das ebenso zu tun, dass wir uns verbergen in dem dichten Blattwerk. Na bitte, da habe ich euch nun endlich. Eine schöne Jagd habt ihr mir beschert. Ach, wie wunderbar. Das werden wir verborgen bleiben. Ja, ich roll mich auch einfach so in das Gebüsch. 32, ich kann 2, ich gebe 2 Glück aus, dann ist es schwierig. Okay. Nur mal geschafft. Und mit Tierdressur normaler Erfolg bedeutet ich Ed, dass er bitte auch leise. Psst. Okay. Mr. Forfeder. Normal geschafft von Boden bleiben. Miss Sinclair. Ich rolle mich in das Gebüsch. Ja, ich versuche mich, ich bin ja schwer verwundet, aber ich versuche mich auch zu verstecken, so mit meiner klaffenden Wunde.
Verborgen, gell? Ja, ich hab's leider. Da gebe ich das Glück jetzt noch aus. Das wären 15. Da habe ich noch 5. Ich glaube, es wäre nicht schlecht. Ich gebe Glück aus, dann habe ich es normal geschafft. Okay, du hast es geschafft. Ihr alle rollt euch ins Unterholz. Seht den Grafen, wie er in Jagdkleidung mit Flinte in Anschlag durch das Unterholz schleicht. Ist Smithies auch dabei? Smithies ist auch dabei, hinter ihm. Der Graf braucht jetzt also einen schwierigen Erfolg, das ist ein Kräftemessen, um euch zu sehen. 74. Nein, zum Glück. Er schleicht direkt an dem Versteck von Miss Waterford vorbei. Du hörst die Zweige, die er unter seinem Stiefel zertritt, knacken neben deinem Ohr. Nun schön, wenn sie darauf bestehen, sich weiter zu verstecken. Ich habe Zeit. Bis 4 Uhr früh. Oh Gott. Smithies! Ja, Sir? Haben wir noch Granaten? Ich habe noch eine, Sir. Sehr schön, reichen Sie sie mir. Geht er an uns vorbei oder bleibt er so auf unserer Höhe stehen oder wie ist die Positionierung gerade? Er geht zwischen euch vorbei. Wenn ihr einen Angriff machen wollt, das heißt, dann könnt ihr das auf jeden Fall. Ich möchte bitte dem, der hinten steht, die anhüpfen und gleichzeitig Ed bedeuten, dass er auch zubeißt und die eine Also hinter Graf ist immer Smithies und du kannst dir quasi aussuchen, wen. Ihr könnt auch aussuchen, wenn ihr angreifen wollt, wen von beiden ihr nehmt, denn ihr seid versteckt. Ich tackle mit meiner Hyäne gemeinsam Smithies um und möchte die Elefantenbüchse. Okay. Gott, jetzt muss ich noch kämpfen auch noch. Du kannst angreifen, ja? Du kannst eine Probe würfeln. Nahkampf? Ja, Nahkampf. Oder kann ich das geschickt machen? Nee, das ist Nahkampf. Handgemenge Nahkampf. 93? Nein, aber ich habe noch eine Hyäne. 13. Der hat einen schwierigen Erfolg. Ed, die Hyäne hat einen schwierigen Erfolg. Smithies sind in dem Fall nicht überrascht, denn sie haben euch vorher gesehen. Er würfelt einfach auf Ausweichen. 48, das... Fuck, hat er gerade um 8 Punkte nicht geschafft. Yes. Ja, Ed trifft. Ed beißt zu. Ja, was denn mit den Einsen hier? Eine 5 Schaden. 5 Schaden. 5 Punkte Schaden, okay. Er kommt aus dem Unterholz und beißt Smithies in den Oberschenkel. Reißt herum. Ihr anderen, wollt ihr auch etwas tun? Wenn ich das höre, nehme ich mein Streichholz und schieße noch meinen letzten Feuerball aus dem Gebüsch noch vor. Auf wen? Auf... Nein, auf den Grafen eigentlich. Auf den Grafen. Schieß auf den Grafen. Er kann trotzdem mit einem schwierigen Erfolg ausweichen, würde ich sagen. Denn er hört den Feuerball auf sich zukommen. Also ich würde so oder so, auch wenn es aus dem Versteck ist, 3 Punkte Schaden. 3 Punkte Schaden. 100. Du triffst. Ja, bringt jetzt nur nicht. Und er brennt. 3 Punkte Schaden. Er hat noch sehr viel Glück. 45, nee, er brennt nicht. Miss Sinclair? Ja, ich sehe, dass der Feuerball auf den Grafen geht und ich liege so verletzt im Unterholz. Ich nehme nochmal das Messer und steche ihm so ins Wadel oder irgendwas, das er so... Ja, schneid ihm so hinten die ja, Sehne genau, durch, so die Sehne, ja, ich habe auch gedacht, einknickt. Ich habe mir gedacht, so irgendwie... Ein extremer Erfolg vielleicht, aber... Ja, okay, wenn ich extremen Erfolg habe, dann schneide ich ihm seine Achillessehnen durch, ansonsten steche ich ihm ins Wadel. Wird schon ausgehandelt. Ja, ich ist nur ein nur ganz normaler Erfolg. Okay, dem Grafen auch. 72, du triffst. Kannst Schaden auswürfeln. Welcher ist das nochmal? Ich vergesse es immer, der da, gell? Der Sechser. Messer war, glaube ich, ein W4 plus 2 war Messer. Ein W4. Warte mal, das ist jetzt der da, die gell? Die Pyramide, genau. Die Pyramide. Entschuldigung, ich bin immer ein bisschen verwirrt. 2. 2 Punkte Schaden, okay. 4 Punkte. 4 Punkte. 4 Punkte, ne? 2. Okay. 1 W4 plus 2. 4. Mr. Ravel, du warst nicht schneller als der Graf, aber du bist den gleichen Weg gegangen. Ja. Er müsste den Schuss hören. Den Schuss, ich wollte auch sagen. Ja, schon, aber das bringt mir nichts. Kann ich hell sehen auf ein Ding, das nicht in meiner unmittelbaren Nähe ist, machen? Ja, doch. Kann ich
versuchen herauszufinden, also ich gehe halt weiter den Weg, aber kann ich irgendwie dabei versuchen herauszufinden, wo der Graf den LKW abgestellt hat? Könntest du tun, ja. Okay. Oh, wow, 34, sie ist nein! Sie ist kommen, Ravel überlebt am Ende doch als Einziger. Ja, ich sehe schon. Hier oben am Rande der Hügel. Oh, das ist weit. Fuck, okay. Kann ich rennen versuchen jetzt? Kannst du tun, ne? Mit Konstitution. Mit Konstitution. Ja. Low! Ja, komm, Forest. Jetzt ist eine Probe gelungen. Es wird jetzt nicht noch eine. Wow! Was ist jetzt los? Jetzt geht's auf. Das Abenteuer möchte, dass du entkommst. 21. Ich will ja nicht entkommen. Ich will diesen fucking Graf töten. Bei euch sind jetzt Smithies und der Graf dran mit der Elefantenbüchse. Ich habe vorhin die falschen Werte genommen, denn das war die Lee Enfield, nicht die Elefantenbüchse. Smithies schießt mit 40% auf Ed. Lass meine Hyäne in Ruhe. Ja. Smithies gibt 10 Punkte Glück aus. Ed. Ed kann noch ausweichen. Smithies hat auch 40 Glück. Jetzt hat er noch 30 Aber Glück. Ed kann noch ausweichen. Ed kann ausweichen. Ed ist ein trainiertes Jagdtier. Er weicht raus mit einer 13. Echt? Er weicht schwierig aus. Das hätte ich nicht gedacht. Geil. Ed ist sehr gut trainiert. Ed ist der Einzige, der überleben wird. Ja, ja. Der Graf. 1-2 ist Sinclair. 3, 4. Genau. 3-4 ist Waterford. 5-6 ist Vorfitter. 1-2 ist Sinclair. Oh, schon wieder. Ich glaube, ich überlebe dieses Abenteuer nicht. Er schießt. Oh. Mit einer 8. Ich bin so tot. Ja, vielleicht würfelst du eine 1 auf Ausweichen. Eine 1 auf Ausweichen? Auf Ausweichen. Nee. Du brauchst auch einen extremen Erfolg. Come on, ich will nicht zu meinem verstorbenen Mann, Nathaniel. Ja, das geht sich... Das war aber schwieriger. Nicht genug. Nicht genug, leider. 5. Es war ein schwieriger Erfolg auf Ausweichen. Ja. Ich hatte eine 8, das ist leider ein extremer Erfolg. Ja. Nein. Es war das schön. Das bedeutet automatisch den höchstmöglichen Schaden, der mindestens 10 ist. Da du eine schwere Wunde hast. Ich bin dead. Bedeutet das, der Graf legt an und er legt Miss Sinclair. Auf seiner Jagd. Oh shit. Nathaniel. Wird getroffen, sie fällt nach hinten zu Boden, der Hut fällt ihr vom Kopf und landet im Dickicht des Dschungels. Okay. Ihr seid dran. Ich möchte immer noch die Elefantenbüchse haben. Intensiv. Das bedeutet, du läufst zu Smithies und möchtest ihn wegreißen. Ja, ich bin ja schon bei ihm. Ich habe ja versucht, es vorhin zu machen und bin gescheitert. Und ich versuche, ihm die Büchse aus der Hand zu reißen. 14 Glück. Ich gebe 14 Glück aus. Dann ist ein normaler Erfolg. Okay. Das war ein Manöver, Handgemenge. Das geht gegen die Stärke von Smithies, die 50 ist. 10. Ja. Du schaffst es leider nicht. Ja, dann reiß ich so an dieser blöden Büchse und er umklammert sie und meine Hyäne beißt wieder. Beißt Smithies nicht. Vorwärter. Schnapp daneben. Graf, ich fordere Sie zu einem Duell. Und steche zu. Nein. Nicht getroffen. Okay. Oh je. Der Graf beachtet dich nicht, liegt mit seiner Elefantendoppelbüchse an und schreit: Warten Sie, Smithies, ich komme! Und möchte Miss Waterford in den Rücken schießen. Oh no. 18. Was ist hier? Das ist ja unausgeglichen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich kann nicht mehr sagen, ich bin schon tot. 18 ist, es ist gerade kein extremer Erfolg. Aber diesmal ist ein schwieriger Erfolg, ja. Aber ich versuche auszuweichen. Ich würde aber sagen, du kannst eine Probe auf Ausweichen machen, um dich in Deckung zu werfen. Okay. Dann wiederhole ich die Probe nochmal mit einem Strafwürfel für ihn. Wenn ich eine 1 würfel, kann ich dann mich so drehen, dass ich Smithies vor mir stelle und es
Du hast, du hältst deswegen aus, weil er geschrien hat. Der Graf hat ja so geschrien. Ja, ich hab's eh nicht geschafft, aber das wäre lustig gewesen. Ja. Okay, diesmal die richtigen Werte der Elefantendoppelbüchse. 2, 3, 4 sind nur 8 Punkte Schaden. Ja, okay. Habe ich denn vorhin zu viel Schaden bekommen, als du das Falsche benutzt hast? Nee, zu wenig. Ach, na dann beschwere ich mich. Ich habe bei dir eine 2W6+4 Flinte ich benutzt, statt die 3W6+4. Ich kriege einen fetten Schuss in die Schulter rein. Der Graf hat Blitzangriff. Das bedeutet, ich kann 10 Punkte von seinem Glück ausgeben. Der hat ja noch fast 60 Glück. Das bedeutet, er bekommt einen zweiten Angriff. Ich möchte hier kein Reglement strikter sein, aber ist die doppelläufige Elefantenbüchse nicht nur mit 2 schüssig? Eigentlich müsste er jetzt mal nachladen. Okay, dann, da hast du recht, dann benutzt er seinen zweiten Nachladen. Angriff zum Nachladen. Okay, ja. Das heißt, er kann wieder angreifen. Und ist dann in der nächsten Runde wieder bereit. Es gibt auch ein Palptalent, wo du nachladen stimmt. Im gleichen Zug machen kannst. Das hat er wohl nicht. Aber der hat ja schon zweimal auf mich geschossen eigentlich. Er hätte eigentlich auch nochmal nachladen müssen, bevor er auf dich schießt. Stimmt, eigentlich hätte er da schon nachladen müssen. Nein, er hat einmal auf dich geschossen und aber getroffen. Das ist okay. Dann hat er mich erschossen. Dann drehen wir es jetzt einfach um. Dann hat er erst geladen und dann mit seinem Palptalent jetzt geschossen. Oder ich gebe einfach nochmal 10 Punkte Glück für ihn aus. Und alles dann ist hat er okay. Das verloren. Und dann ist es okay. Dann hat er, ich meine, ich bin immer noch tot. Dann hat er noch 30. Ja. Dann hat er noch 30 Glück. Und Smithies ist ja auch noch dran. Ja, aber da habe ich ja meine Hände an der Büchse. Also und fummel dem so dazwischen. Nein, du hast gerade versucht, dich zu Boden zu werfen. Ach, verdammt. Das stimmt. Stimmt. Auf wen schießt du eigentlich? Egal, er schießt in die Luft. Okay, ja. Du rangelst ihn nieder und er schafft es nicht. Oh Gott. Währenddessen... Ich habe das Laufen geschafft. Ja. Möchte ich anmelden und ich laufe jetzt hier hin. Ja, ja. Bin ich dann bei Ort? Nee, das dauert ein bisschen. Das ist wirklich weit. Also das dauert ein bisschen. Das dauert schon noch ein paar Runden. Du läufst also nicht zu den Schüssen, sondern zum LKW. Genau. Ja, natürlich. Okay. Ihr beide seid dran und Ed. Aber das waren ja schon viele Runden. Nein, eine Runde ist keine Minute lang. Nein. Ich versuche das wieder. Ich möchte die blöde Büchse haben. 83. Nein. Nicht geschafft. Aber der Ed beißt. Ed. Er beißt. 24. Ed. Ed. 24. 39. Er hat 40 Ausweichen. 39. Er schafft es. Vorwärter. Ich könnte noch 4 Glück ausgeben, dann hätte Ed das schwierig geschafft. Könntest du tun. Das machen wir. 3. 7 Punkte Schaden für Smithies. Das ist zu wenig, weil ich bin schon tot. Ja. Ich muss immer mal wieder anmerken. Vorwärter. Also ich fürchte, du wirst nicht der Einzige bleiben, wie es gerade ausschaut. Ja, glaube ich auch nicht. Das wird eine enge Sache. Also, ich laufe ja eh schon so. Wo ist wiederbeleben? Ja, aber dann bist du beim LKW und dann? Ja, ich will den überfahren. Ah. Im Dschungel. Dann kommt kein LKW durch. Dann deswegen steht der da. Ja. Fuck. Dann. Egal, renn mal zum LKW, vielleicht findest du ein paar Stangen Dynamit. Vielleicht trefft ihr euch am LKW und dann könnt ihr gemeinsam wegfahren. Vielleicht. So. Ist ja so dicht, der Dschungel. Ja, das ist schon dicht. Er ist ja auch nicht reingefahren. Ich muss es ausnutzen, er ist ein gebrechlicher alter Mann, der zwar noch gut unterwegs ist, aber er ist schon ein bisschen älter. Und meine Leibesfülle ist ganz schön groß. Ich versuche ihn einfach niederzureißen. Das ist einfach nur Handgemenge. Ja, das ist ein langer Handgemenge. Ich stürze auf ihn zu. Nein. Eigentlich müsste Vorfeder ja Vorteil kriegen, wenn er sich... Ja, kriege ich Bonuswürfel, wenn ich einfach hinrolle. Nee. Okay, schade. Der Graf legt wieder auf Miss Waterford an. Es ist schön, dass er mich komplett ignoriert. 96, ich bin gar keine Erscheinung. Nee. Okay, Moment. Er hat jetzt wieder völlig nachgeladen, weil er Glück ausgegeben hat. Jetzt hat er einen Schuss versemmelt. Und jetzt hat er noch einen Schuss. Das bedeutet, ich kann die 10 Glück ausgeben, um es nochmal versuchen. Mhm. Und dann muss er nachladen. Wieder nachladen, ja. 34. Kann ich mich wieder irgendwie in die Ecke werfen? Du kannst dich in Deckung werfen, ja. Normal geschafft. Normal geschafft. 34. Ich habe auch eine 34 geworfen. Auch eine 34. Mhm. Ist gerade noch ein schwieriger Erfolg bei ihm, denn schade. 40 ist der schwierige Erfolg. Hm. Schade. Ja, dann kriege ich wohl wieder was in den Rücken. Dann hat er dich leider getroffen. Oh nein. Elefantendoppelbüchse. 3W6+4.
6, 7, 11 plus 4 sind 15 Punkte Schaden. Boah, ich bin auf 1 und ich habe eine schwere Wunde. Mach mir deine Probe auf Konstitution. Oh nein. Ja, schwierig geschafft. Okay, du bleibst bei Bewusstsein mit einem Lebenspunkt und hast eine schwere Wunde. Dann kommt Smithies. Der Smithies. Moment, Smithies hat schon einmal geschossen jetzt, ne? Oder hat Smithies auch schon zweimal geschossen? Der hat zweimal geschossen. Da mussten der die Smithies jetzt auch erstmal nachladen. Ja, stimmt. Smithies muss nachladen. Smithies hat kein Palptalent. Ja, gut. Damit wir Jahr 4 bleiben, Smithies lädt nach. Smithies nutzt das, dass du zu Boden gegangen bist und lädt nach. Muss der Graf auch. Ich trete Smithies zwischen die Beine. Aus meiner Lieblingsposition. Oh, ich wollte die ganze Zeit schon sagen, dass ihm irgendwann zwischen die Beine tritt. Okay. Damit er sein blödes Gewehr fallen lässt. Ja. Komm mal, das kann also jetzt voll funktionieren. Ich die ganze Zeit gib ihm Fußtritt. 92, ey. Nicht geschafft. Gleichzeitig hat man nicht verfehlt. Ed schafft's auch nicht. Nein, Ed gibt 10 Glück aus und dann schafft er es. Okay. Ich weiß nicht. Er hat 40 Ausweichen. Ja. Ed beißt dahin, wo es richtig weh tut. Ja. Ed beißt. 1. 3 Punkte Schaden. Aber da, wo es richtig weh tut. Okay. Also, Smithies ist, er steht noch, weil er hat keine schwere Wunde, aber er blutet halt schon aus 3 großen Bissen. Nicht so sehr, dass er eine schwere Wunde ist, aber der ist halt. Die Kleidung ist zerfetzt und es sind richtig heftige Bisse mittlerweile in seinen Armen, in seinen Oberschenkeln. Was ist der Vorwetter? Gut, was tue ich jetzt hier? Das ist, wenn ich den Grafen sein Gewehr nehmen will, ist es auch eine vergleichende Stärkeprobe? Ja, genau. Das ist ja auch sein guter. Stärke gegen deine Nahkampfhandgemenge. Ah, okay. Beziehungsweise Nahkampfhandgemenge gegen Nahkampfhandgemenge einfach. Okay. Ja, dann probiere ich das. Ich versuche ihn abzulenken. Oder die Flinte wegzubekommen. Ja, nicht geschafft. Das sind bei ihm 50%. Okay, hast du nicht geschafft. Nein. Okay. Lassen Sie das, Graf, lassen Sie das. Der Graf muss nachladen, kann aber, er hat noch 20 Glück, ich gebe wieder 10 aus, dann hat er noch 10. Boah, heute muss Alex wissen, ey. Und dann hat er noch... Alle töten. Dann darf er einmal schießen. Würfeln wir es aus. 1 bis 2 ist Waterford, 3 bis 4 ist Ed, 5 bis 6 ist Vorfeller. Ed. Wann werde ich endlich erlöst? Wann komme ich endlich mit Ed? 31 ist ein schwieriger Erfolg. Ed kann nicht ausweichen. Oh nein, Ed! 4, 7, 12, 16 Punkte Schaden. Oh Gott! Ed hat 2 Panzer, Ed hat noch einen Lebenspunkt. Ich guck auch mal, ob Ed. Und Ed fällt in Ohnmacht. Ed kippt um. Okay. Ed! Kippt nein! Um. Smithies hat nachgeladen in der vorigen Runde. Und der. Ja, du bist die ganze Zeit bei ihm. Ed ist umgefallen. Der schießt jetzt auf dich, Miss Waterford. Mit seinen 40. 86! Trifft das nicht. Nee. Der trifft nicht. Mr. Ravel, du läufst und läufst und läufst weit weg von der Schießerei, von all dem und siehst dann im Rücken, siehst du so verklingend, hörst du Schüsse und da auf einem kleinen Weg vor den Hügeln steht der Lastwagen. Okay. So, Frage 1. Der hat ja vorhin schon eine Explosion verursacht. Mit dem Mörser, oder? Ja, auf der Ladefläche des Lastwagens steht ein Mörser. Und der hat demzufolge eine relativ weite Range, richtig? Ja. Okay, gut. Ich versuche hier in Richtung Schüsse, aber halt eher zum Waldrand hin. Also ich will jetzt niemanden arg verletzen, weil ich weiß ja, dass ihr drei noch dort sind. Ich weiß nicht, dass du tot bist. Mein Ziel ist, mit dem Mörser dort eine Explosion auszulösen. Einen Mörser bedient man mit schweres Gerät. Oh. Grundchance 1. Nein, dann mache ich das nicht. Dann fahre ich einfach Richtung Waldlichtung. Und Du kannst
mit dem Wagen nicht hier drüber fahren. Das konnte der Graf auch nicht. Du kannst nur zurück. Jesus. Deswegen war er ja langsamer. Aber du hast Autofahren, oder? Okay, kann ich probieren durch den Schuh? Du kannst es probieren, ne? Du kannst es probieren. Geil. Wow, er ist gnädig, er ist gnädig. Ich meine, wir wissen alle, es wird nicht funktionieren. Schade. Aber das gar nicht so weit. 34 und du hast auch kein Glück. Nein, gar nichts. Oh, fuck. Ey, ich fahre halt auf den Dschungel zu und versuche so zwischen den Bäumen durch. Du kannst die Probe versieren, wenn du möchtest. Gut. Na gut, dann versiehe ich sie halt. Ja, natürlich nicht geschafft. Okay. Du bretterst rein in den Dschungel. Ja. Und fährst halt direkt am Rand gegen einen Baum. Ja. Wow. Oh. Explodiert der Laster. Oh Gott, so funktioniert das nicht. Schade. Nee, du setzt ihn einfach nur zack gegen den Baum. Und der Laster ist halt hin. Aber jetzt muss der Graf immerhin auch nach Hause zu Fuß gehen. So. Ja, das stimmt. Das hat er nun davon. Ei, ei, ei. Okay. Ja, schön. Gefällt mir gut. Was tust du dann? Bleibst einfach da sitzen und starrst den Baum an. Komm mit Unterhosen. In der Unterhose, ja. Ein bleicher Mann sitzt in der Unterhose in einem kaputten Laster, den er gerade gegen einen Baum gefahren hat, weil er mit vollen Karacho in den Dschungel fahren wollte. Schau mir das im Jenseits einfach so an und denk mir, es hätte noch schlimmer kommen können. Ach, weißt du was? Ich gehe an diesen Mörser und versuche einfach, Dinge zu schießen. Bitte spreng dich in die Luft. Eine Probe auf schweres Gerät. Bitte 100. Komm, let's go. Hab ich eins. Eins, ist ja so geil. Na, schade. Willst du die Probe forcieren? Spreng dich selbst in die Luft. Okay. Ja, also du kriegst den Mörser halt nicht geladen. Währenddessen springen Hast wir... Hast du das wenigstens einen ablenkenden Effekt? Ich glaube nicht. Nein. Ich habe gerade andere Probleme. Ich sehe rot, die haben gerade meine Hyäne abgeschossen. Ich gebe das auf mit, ich möchte mir die Büchse errangeln und ziehe jetzt das Messer und gehe auf Smithies los und möchte ihn abstechen. Für 25, Ed. Genau geschafft. Für Ed. Eine Probe auf Ausweichen. Er schafft es nicht. Ja. So. Tötest ihn jetzt, come on. Drei Punkte Schaden? Er ist tot, sowas von tot. Er ist ganz genau auf Null, ne? Ja! Also du messerst ihn und Smithies geht neben der Hyäne zu Boden. Er ist noch nicht tot, er ist bewusstlos. Aber ich kann ihm das Gewehr jetzt aus seinen bewusstlosen, schlaffen Händen nehmen. Es hat noch eine Kugel. Dann drehe ich mich um zum Grafen. Jetzt bist du dran! Und dann ist mein Zug vorbei. So ist es. Vorfeder. Sterben Sie, Graf. Wissen Sie noch, dass ich hier bin? Sie können auch auf mich schießen, wenn Sie wollen. 71, nein. Er hat noch was für schöne Frage. Der Graf hat noch einen Schuss und schießt er sieht auf mich nicht, das Beute. Das, 74. Er hat 80. Er hat ja 80. Ja, aber ich möchte trotzdem bitte gerne ausweichen. Regulärer Erfolg. Vorausgesetzt, schieß nicht auf Mr. Ford. Ja, schieß doch bitte auf mich einmal, weil oder bin ich absolut keine Bedrohung. Du hast ihn nie. Und du bist sie, keine Bedrohung und ich hab das gemerkt. Sie hält eine Elefantenbüchse auf ihn und bedroht ihn. Also, kann ich einfach gehen? Vermutlich kannst du das jetzt gerade machen. Als er gesagt hat, laufen ich sie, hat er nicht mich gemeint. Ich hab's geschafft, ausgewichen, normal. Wenn du neben einem nackten Mann im LKW ich könnte auch möchtest. Noch, ich habe noch 9 Glück. Ich würde sie dir geben, wenn ich... Normal ausweichen bedeutet, er bekommt einen Strafwürfel, ja? Dass du dich zu Boden wirfst. Das bedeutet, er wiederholt die Probe mit einem Strafwürfel. 63. Er trifft. Ja, dann bin ich hinüber. Dann... No, jetzt wo ich diese Büchse gerade bekommen habe. Nein! Du hast die Büchse. Du drehst dich um. Also ich könnte dir einen Deal anbieten. Möchtest gerade den Abzug betätigen? Ich habe keine 30 Glück mehr, aber ich gebe dir meine verbleibenden 9 Glück und meine Hyäne. Er drückt ab. Nein. Und er legt auch dich in dieser Jagd. Ja, das bin ich. Auch du fällst tot zu Boden. Die Elefanten-Büchse. Dein Hut fliegt dir vom Kopf. Und du liegst Wow. im Dschungel. Neben meiner bewusstlosen Hyäne.
Und dem bewusstlosen Smithies. Und dem bewusstlosen Smithies, ja. Ach, der ist noch gar nicht tot? Und der Toten. Der ist nur bewusstlos, ja. Und der Toten Maggie. Und der Toten Maggie. Mr. Forthweather. Ja, na gut, Graf, sterben Sie. Oh, 16. 16, okay. Ja, du hast getroffen. Thanks. Plus 2 macht der Hirschfänger 3 Punkte. 3 Punkte Schaden. Der Graf ist angekratzt. Okay. Na, nicht nur angekratzt, ich habe den ja auch schon ins Wal gestochen. Ja. Der hat schon ein bisschen was. Der hat noch 10 Lebenspunkte, wenn ihr es genau wissen wollt. Oh Gott. Der Graf lädt nach. Dann kommt Forthweather wieder. Dann kommt wieder der Graf. Aber vorher würde ich noch mal ganz kurz zu Mr. Ravel gehen. Gibt es eine Waffe am LKW? Mach einen Glückswurf. Auf was? Na, wenn du eine 1 würfelst. Wenn du eine 1 würfelst. Ich hab null Glück. Glaub an das Herz der Würfel. Ja. Ansonsten, ja, eine sehr gute. Der Mörser. Aber wenn du sonst noch etwas möchtest, müsstest du die 1 schaffen, wenn du kein Glück mehr hast. Dann probiere ich es nochmal mit dem Mörser. Okay. Weil ich brauche ja nur eine 1 würfeln. Ja, ich fühle sie. Jetzt. Ja, ich nicht. Ich. 36. Die Würfel auch nicht. Okay. Okay, ich gehe jetzt dann weg. Jetzt dann einfach weg. Ja, du merkst, du bekommst den Mörser nicht richtig geladen, ja. Einfach. Ich bräuchte ja nur einen extremen Erfolg einmal. Vorwetter? Du greifst Gott. Wieder an. 19. Naja, schwieriger Erfolg, ne? Schwieriger Erfolg. Naja, wenn ich eine 4 habe. 9. Oh nein, er weicht zur Seite. Dann hat er nachgeladen. Hat er nachgeladen. Dann ist er zuerst dran, weil er hat mehr Geschicklichkeit. Und schießt auf dich mit einer 56. Oh Gott. Das bedeutet 2. Darf ich ausweichen? 3. Darfst du, ja. 4. Nicht geschafft. Oh nein. 8 Punkte Schaden. Ich bin auf 2. Ich habe aber noch nie eine schwere Wunde bekommen. Oh. Du bist dran. Sie sind kein Gentleman. 17. Wieso ging das nicht, bevor ich wir gestorben sind? Du triffst. Wow. 3 Punkte. 3 Punkte Schaden. Okay, wieder messerst du den Grafen. Er kommt wieder dran. Darf. Na, ich komme zuerst, oder? Ravel, können wir zuerst machen? Du bist nicht im Kampf, also du kannst einfach so beschreiben, was du tust. Ja, da es ja keinen Sinn macht, irgendwas anderes zu tun, renne ich jetzt einfach dahin und lass mich auch abmeucheln. Wohin? Ja, halt zu der Schlacht. So, wo die Schüsse sind. Warum, ja. Okay. Du könntest zum Herrenhaus und dich einverbarrikadieren. Und wegfliegen. Ja, die Pilotin ist leider tot. Was ist denn das für ein Gewinn? Ich will diesen töten. Du läufst zurück in den Wald, wo der Graf ist. Der Graf hat noch einen Schuss, bevor er wieder nachladen muss. Auf Mr. Forthweather. 91! Scheiße. Der hat 80 und ich habe nur mehr 10 Punkte Glück. Ich kann nicht mal das Glück ausgeben, dass er getroffen hat. Forthweather, los! Er steht so einen Meter vor mir. Was ist, Herr Graf? Ich dachte... Eine zeitweilige Unpässlichkeit. Ich werde so gleich nachladen. Also vorher war ich überrascht. Er fummelt so 2 Patronen raus. Ich war überrascht, aber jetzt bin ich beleidigt, dass sie mich nicht als Beute ansehen. Ich glaube, die Jagd ist vorbei. 95. Der Graf lädt nach. Du bist wieder dran. Ich sagte, die Jagd ist vorbei. 1. Was? Ja. Steil. Sind 6. 73. Wow. Das bedeutet, das ist erwürfelter Waffenschaden plus höchstmöglicher. Ja, das sind 6 Punkte, 9 Punkte. Ja. Ist er jetzt bitte tot? Oh mein Gott, wie geil. Der Graf ist tot. Yeah. Ich komme jetzt auch, hallo. Du stichst ihm das Messer ins Herz. Er sackt auf dich zu, sieht dich ganz unglaubwürdig, aber ein bisschen beeindruckt an. Ich sagte doch, die Jagd ist vorbei. Sie haben gewonnen.
das, sie hatten kein Niveau. Sehen Sie mich an. Und dann stolpert Ravel auf den Kampfplatz. Da. Oh ja. Oh ja. Ravel! Ja, ja. Sie leben noch. Ich will gar nicht mehr leben. Sie ist eine bewusstlose Hyäne. Ja. Einen toten Grafen, den bewusstlosen Mephis, zwei tote Frauen. Hier, Ed ist noch am Leben. Und einen siegreichen Mr. Forthweather. Sehr cool. Er hat noch einen Lebenspunkt und eine schwere Wunde und es liegt röchelnd da. Ich glaube, wir könnten von dieser Insel uns entfernen. Ich habe noch einen einzigen Magiepunkt. Ja. Den haue ich in Ed N. Nein. Wow. Die Augenlider flattern. Es gibt ein Wimmer, von sich. Ja, ja, schlägt mich ja nicht ab. Es reicht, um Ed ein wenig zu stabilisieren. Er geht zu Queen Waterfords Leiche. Stupst sie an. Stupst sie an. Oh. Sie rührt sich nicht. Oh. Und dann bleibt er so. Jetzt macht er so Platz neben ihr. Oh. Ihr beide. Ich nur Vollständigkeit habe. Ich hinke das Mephis. Ja. Okay. Ich möchte anmerken, ich habe sämtliche Trefferpunkte noch. Wow. Wow. Er hat nicht einen, der wenige, der sich am meisten beschwert am Tisch, ja, steigt mit allen Trefferpunkten aus. Und bleibt am Leben. Und bleibt am Leben. Ja, davon aber bist du Gorilla auch nicht. Das sieht aber davon hast du es ganz schön gut überstanden. Das sieht aber wow nach nichts es geklappt aus. Nein, es fühlt sich aber einfach nicht gut an. Also von daher. Ihr beide und Ed könnt zurückhumpeln zur Festung. Ihr könnt in den Keller gehen, denn er hat ja am Anfang gesagt, dass im Keller eine Höhle ist. Hier auf der Karte ist der Abgang zum Keller. Da gibt es einen Raum, in dem nochmal Trophäen hängen. Menschenköpfe, wie Schrumpfköpfe zurechtgemacht, okay, im ganzen Raum auf Holztafeln. Und hier unten ist auch der Zugang zu einer Grotte, wo eine komplett intakte Barkasse liegt. Ein motorisiertes kleines Boot, mit dem ihr von dieser Insel fliehen könnt, wenn ihr das sehr möchtet. Gut. Ich werde mich umziehen, werde mich frisch machen, noch was essen. Und dann, ja, Mr. Ravel. Alter Freund, ich wünsche Ihnen alles Gute. Geben Sie mir die Ehre, oder? Passen Sie auf die Hyäne auf. Bleiben Sie hier. Ich bleibe hier. Ist das jetzt Ihre Insel? Ich setze mich da jetzt rauf und trinke einen Gin. Okay, Ravel. Um das alles zu vergessen. Bleibt auf der Insel zurück. Cheerio, alter Freund. Cheerio. Forthweather setzt sich mit der Hyäne Ed am Beifahrersitz des Bootes. Lenkt er das Boot raus aus der Grotte. Und der Sicherheit entgegen. Du kannst das Ganze dann bei den Behörden melden, die dann kommen werden, die Leichen finden, auch Mr. Ravel finden werden. Aber ihr habt das Abenteuer überlebt und bestanden. Mittlerweile wissen es wahrscheinlich eine von euch. Das Abenteuer war The Most Dangerous Game. Gibt es als Film, als Buch, wurde mehrfach adaptiert über die Jahre. Auch zu einem Cthulhu-Abenteuer, das wir uns für dieses Halloween-Special geschnappt haben. Es ist natürlich vom Verlauf her immer ein bisschen anders, immer ein bisschen neu interpretiert. Es gibt nicht so viel, es gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Es geht darum, einfach die Jagd zu überstehen. Hier auf dieser Karte gibt es verschiedene Gegenden. In jeder Gegend mit den römischen Ziffern bezeichnet, habe ich Dinge versteckt. Bei 3, bei der Steppe zum Beispiel, war ein abgestürztes Flugzeug, das man wieder flott machen konnte. Mhm. Das war einer der Wege der Insel. Ein anderer war die Parkasse, ne, wieder reinzukommen. Es ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, den Graf zu überwinden. Ihr habt halt full on kämpfend bestanden. Ihr habt halt wirklich die komplette Macht des Grafen kämpfend überwunden. Die beiden Ghule und ihn und Smithies. Drei Ghule. Genau, drei Ghule, ja.
Es ist natürlich eher darauf ausgelegt, ne, dass man das umgehen kann. Es gibt immer wieder eben Proben auf die Ghule oder Spurensuchen des Grafen, ob er in eure Richtung kommt. Jedes Gebiet hat Modifikatoren in Verborgen bleiben und Verborgenes erkennen. Mhm. Nicht Verborgenes erkennen, in Verborgen bleiben. Entweder einen Bonus oder einen Malus. Die Hügel hatten halt, waren das Malusgebiet, weil man auf den Hügeln einfach gut zu sehen ist. Im Wald hatte man einen Bonus. Und hätte man sich tatsächlich so lange versteckt, hätte auch der Graf einen freigelassen? Ja, was ist mit diesem 4 Uhr früh? Das hätte mich auch noch interessiert. Um 4 Uhr früh hätte der Graf euch gratuliert und euch freigelassen, wenn ihr wieder zurückgekommen wärt, wenn ihr es tatsächlich so lange überstanden hättet. Wobei das in den Händen der Spielleitung ist, ob im Original lässt der Graf sie nicht frei, sondern sagt das nur und möchte sie dann töten, wenn sie zurückkommen. Würde ich in den Armen der Spielleitung sehen, wie man's machen möchte. Ob man entkommen kann oder nicht. Krass. Wo hätte man sich am besten verstecken können? Im Dschungel? Dschungel war sehr gut. 2 war Sumpf. Sumpf war auch sehr gut. 3 in der Steppe war man eher leicht zu sehen. Bei den Hügeln war man eher leicht zu sehen. 4 ist einfach hohes Gras. Dort hätte man sich auch ein bisschen besser verstecken können. Im Sumpf gab es Krokodile. Im Gebiet mit dem hohen Gras gab es ein ausgesetztes Rudel Hyänen. Das haben wir leider nicht Das hätte ich zähmen können. Ja, da hätten wir ein Rudel Hyänen gehabt. Im Sumpf gab es Alligatoren und Anacondas. Im See gab es so eine Wasserfallhöhle, wo man sich verstecken konnte. Überall gab es Leichen und an manchen Punkten, zum Beispiel im Flugzeug und in der Gorillahöhle, konnte man Dinge finden, laut meiner Tabelle. Das war nichts, eine Leuchtpistole, ein Lee-Enfield-Gewehr und Dynamit. Warum haben wir das Gewehr? Das Gewehr hätte ich gerne. Einmal wurde die Stange Dynamit entdeckt. Ja, das war's. Lieben Dank, dass ihr mit mir euch durch diesen Klassiker gekämpft habt. Wir hätten auch wieder mit dem Boot wieder rauf aufs Meer und uns dort ein paar Stunden verstecken. Ja, wenn ihr zu dem Boot kommt, also es gibt halt extrem viele Möglichkeiten und dann ist das ein großes Improvisationsspiel eigentlich, wo man dann rauskommt und wie es verläuft. Danke jedenfalls, dass ihr auch mit durchgehalten habt beim diesjährigen Halloween Special. Und damit bis bald.